Einen wundervollen, schönen Dienstag wünsche ich euch. Ich habe mich gerade noch im Discord gemutet. Ich habe die anderen auch noch weggemutet gerade, bevor ich hier live gehe. Ich sehe gerade, dass mein Mikrofon sich fast gelöst hat. Und ich das würde ich jetzt nochmal schnell hier festmachen, bevor mir das gleich entgegenfällt. Und dann würde ich mich im Discord entmuten. Achtung, liebes Discord, ich habe mich im Stream entmutet. Ich entmute euch auch gleich. Und ihr könnt jetzt Hallo sagen und man hört euch ab jetzt. Hi. Oh, wunderschön. Und jetzt sieht man euch auch. Großartig. Ich bin, gelinde gesagt, der nervöseste Mensch auf der ganzen Welt. Ich habe meine Tickets nach Peru quasi schon gebucht. Ich bin nur zufälligerweise nicht ausgewandert und untergetaucht. Aber ich bin auch sehr aufgeregt. Also langsam schwindet meine reine Angst und es wird Freude groß. Ist das bei euch auch so? Ihr seid ja eigentlich eher Spielleiter als Spieler meistens. Wie ist das für euch? Was macht euch nervöser? Leiten oder spielen? Macht euch irgendwas nervös? Auch immer noch, hängt vom Setting ab. Ist besser geworden. Aber ja, bis zum Start ist schon Nervosität da und sobald es läuft, dann läuft halt. Ja. Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Aber das ist nicht schlimm, ist das Tolle daran. Das ist ja, das gehört ja dazu. Ich war noch nie nervös in meinem Leben. Das ist eine Lüge. Ja, ich war übel nervös früher. Mittlerweile geht's voll klar. Das macht dann irgendwann auch die Erfahrung. Ich bin immer mega nervös. Also immer. Also hauptsächlich bei Pen-and-Paper-Shows, sonst nicht. Weil ich spiele überhaupt nicht. Aber als Spielleiter bin ich super nervös immer. Also weil auch je freier die Abenteuer werden mit der Zeit, weil man ja immer mehr weiß, was man da tut, desto nervöser werde ich eigentlich. Früher konnte man sich an seinem Skript noch so festhalten. Und jetzt denke ich manchmal, ja, was soll's, das eyeballen wir einfach. Ja, mir geht's genauso. Also früher sehr nervös, heute immer noch nervös. Gerade jetzt im Moment bin ich sehr nervös, obwohl ich spiele. Aber ich finde, Spielleiten gibt mir mehr Sicherheit als Spielen. Weil da kann ich im Zweifel nicht sagen, ah, der Charakter nervt mich, der ist halt tot. Wenn ich ihn halt los, dann ist er halt weg. Habe ich jetzt halt nicht. So. Ja. Wenn das, was ich jetzt hier vorbereitet habe, nicht funktioniert. Ach, schön, schön. Beruhigend. Sehr beruhigend. Ich muss sagen, es beruhigt mich ungemein zu hören, dass ihr auch nervös seid. Ich hatte meinen ersten, meinen circa 30. Herzinfarktmoment heute in der Früh, als ich gefragt habe, hey, wie schafft ihr es, nicht in Chaos unterzugehen? Mit Unterlagen und Mayri antwortet einfach mit, ja, ich habe einfach wenige und ich sitze hier mit 27 Zetteln und habe jetzt schon völlig die Übersicht verloren. Aber egal, what could possibly go wrong, ne? Also eben, also die Sache ist, da sind Leute auch sehr unterschiedlich. Ben zum Beispiel, mit dem du ja auch schon öfters gespielt hast, der bereitet alles vor, ja, der hat auch irgendwie 27.000 Zettel. An andere Leute, die pansen halt eher, beziehungsweise improvisieren. Und manche Leute improvisieren und hätten lieber vorbereitet oder andersrum. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen, die größte Angst, die ich habe, ist, dass ich, also ich konnte, wir haben mir sehr schwer getan, die Menge einzuschätzen. Das fand ich super herausfordernd. Ich habe mir auch ganz viele Videos angeschaut, sowohl bei Orkenspalte als auch bei Mit Vorteil, über was machst du gegen Nervosität, wie machst du die Kämpfe besser, wie bereitest du dich mit der Menge und so weiter vor. Und mir ist es super schwer gefallen, einen Punkt zu finden, wo ich sage, okay, jetzt höre ich auf, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ihr alles von dem entdeckt, was ich vorbereitet habe, liegt eh schon jetzt bei gegen Null und ich kann mich eh nicht auf alles vorbereiten. Worst-Case-Szenario, stürzt ein riesiger Komet auf die Stadt und alle sind tot. das ist mein easy way out und alles andere sehen wir dann. Ich glaube, das, was dich jetzt nervös macht mit der Zeit, gibt dir das immer mehr Ruhe, weil du halt nicht alleine spielst, sondern du hast halt Spielerinnen und Spieler mit dabei und die nehmen dir halt auch super viel Arbeit ab und je erfahrener die sind, desto einfacher wird das in der Regel auch. Also mit Neulingen spielen ist viel härter als mit Leuten, die schon ihre 100. Runde spielen und wissen, was destruktiv und was Spaß ist. So. Wenn sie sich denn entscheiden, sich dem Spaß zuzuwenden und nicht dem destruktiven Verhalten. Aber das ist wahr. Gut, wir haben heute, wie gesagt, mein erstes Dungeons & Dragons. Das ist das erste Mal, mein erstes als Game Masterin. Das ist tatsächlich das in Kooperation mit direkt Dungeons & Dragons entstanden. Deswegen ganz, ganz viel Liebe an der Stelle für diese coole Kooperation und dass ihr uns das ermöglicht und dass ihr
unter all den Spielenden ausgerechnet mich, Noob, rausgesucht habt, um eine Geschichte zu schreiben. An dieser Stelle auch vorab vielleicht schon mal eine Entschuldigung. Ich habe das ein bisschen verschwitzt, dass ich auch einfach hätte das Starter-Set spielen können und gar nicht hätte ein eigenes Abenteuer schreiben müssen. Ich bin draufgekommen, als ich quasi schon 15 Seiten into it war. Das heißt, wenn das jetzt komplett schief geht, tut mir das unfassbar leid, weil dann geht das komplett auf meine Kappe. Für alle anderen, die vielleicht nicht ganz so stupid sind wie ich, es gibt das wunderschöne Starter-Set von Dungeons & Dragons, in dessen Kooperation dieser Stream hier entstanden ist und auch die wundervolle Videoreihe auf dem Channel von Orkenspalter. Es müsste mittlerweile auch ein Comment bei mir im Chat drin sein, wie ihr da direkt hinkommt. Es sind auch die Videos, die wir uns zur Vorbereitung für das hier angeschaut haben. Das heißt, falls irgendjemand auch Bock bekommt, sein erstes Abenteuer zu schreiben oder zu erleben oder seinen Freundeskreis dazu zu animieren, Dungeons & Dragons zu spielen, weil es ist unfassbar cool und objektiv betrachtet wertet es die Qualität deines Freundeskreises auf, wenn die Leute Dungeons & Dragons spielen. Also tut es. Dann ist das vielleicht... Ab, wenn sie das nicht tun. Richtig. Sorry, dass euch das jemand sagen muss, aber... Kann ich bestätigen. Nee, aber grundsätzlich ist das Starter-Set vielleicht was Cooles, was helfen kann, wenn man sich das erste Mal als DM probieren möchte und nicht in der Überforderung einer eigenen Geschichte entstehen möchte. Gut. Nachdem wir jetzt abgeklärt haben, was die besseren Menschen sind, nämlich die, die D&D lieben, außer Hauke, der sieht das anders, können wir in das Abenteuer starten. Ich möchte gar nicht zu viel vorne wegnehmen. Ich habe eine kleine Einleitung, damit ihr ein Gefühl bekommt als Zuschauende, wo wir uns befinden. Ich überlasse die Erklärung der einzelnen Charaktere den Spielenden, aber soweit soll vielleicht vorab schon mal gesagt sein. Es gibt vielleicht das eine oder andere oder auch mehrere Geheimnisse, die verteilt wurden oder auch schon worden sind. Und ich bin sehr, sehr gespannt und lehne mich zurück, um herauszufinden, was ihr herausfindet. Gut. Euer Abenteuer beginnt innerhalb der Mauern von Kingshill, die kleinere von zwei mächtigen Burgen der südlichen Königslande. Hier sitzt König Rüdiger aus dem Hause Bratt auf dem Thron. Die majestätische Burg mit den goldenen Mauern und Purpurziegeldächern und ein Großteil der vielbelebten Stadt sind vollständig auf und in den Berg gearbeitet, dessen Felsfront an der höchsten Stelle nicht weniger als 300 Meter in die Höhe ragen. Die Burg gilt seit jeher als uneinnehmbare Bastion. Ein mächtiger Kriegsherr meinte seinerzeit, man müsste die Bewohner aus der Burg heraushungern, aber so, dass sie noch selbstständig die Tore öffnen würden, denn sonst wäre sie auf immer verloren und den Toten überlassen. Dieses Märchen und viele weitere ähnliche waren auch dem edlen Herzog Hallfried seit Kindestagen immer wieder zu Ohren gekommen. Und mit dem Alter war nicht nur sein Bart enorm gewachsen, sondern auch sein Ehrgeiz, sein Stolz und sein unüberwindlicher Drang nach Ruhm. So traf es sich, dass Hallfried einen unumstößlichen Plan schmiedete, um die uneinnehmbare Burg Kingshill doch zu Fall zu bringen. Vor knapp zwei Wochen war Hallfried mit einer Armee nicht weniger als 5000 Mann und Frau stark an dem Fuß des Berges angekommen und hatte mit seiner Belagerung begonnen. Doch Hallfried ist klug. Er setzt nicht nur auf die Stärke seiner Armee. Schon im Vorfeld hatte er sich darum gekümmert, Saboteure in die Stadt zu schleusen, um den Bewohnern und Bewohnerinnen innerhalb der Burg das Leben schwer zu machen und die Moral von innen heraus zu zerstören. So ist es ihm gelungen, die Nahrungsmittelvorräte der Belagerten vollständig zu zerstören. Und die Stimmen werden immer lauter, die von Hochverrat innerhalb des engsten Kreises rund um König Rüdiger flüstern. Und um die Burg hat sich eine riesige magische Kuppel gebildet. Die Luft scheint zu vibrieren und bläulich-violette Blitze zucken in unregelmäßigen Abständen über die dünne magische Membran der Kuppel. Alles verläuft nach dem Plan für Herzog Hallfried. Es handelt sich nur noch um wenige Stunden, bis die Burg in die Hände der Belagerer fällt. In der Stadt ist Panik ausgebrochen. Menschen laufen ziellos umher und versuchen, sich innerhalb der Mauern in Sicherheit zu bringen. Die Burg fühlt sich nun nicht mehr an wie ein sicherer Hafen, sondern wie ein riesiges Gefängnis ohne Möglichkeit zu entfliehen. Ihr befindet euch in einer kleinen dunklen Gasse, unmittelbar neben dem Hauptplatz an dem Markt. Ihr wisst, ihr müsst die Burg verlassen,
Aber wie? Neugierig blickte in die Runde von fremden Personen, die sich ebenfalls in der Gasse eingefunden haben. Komischerweise scheinen diese auch nicht panisch zu sein, so wie der Rest der Bewohner und Bewohnerinnen. Was tut ihr? Ich nicke freundlich in die Richtung der anderen und frage dann, Entschuldigung, gibt es irgendwo eine Stelle, wo wir von hier aus einen Überblick verschaffen können? Irgendwo einen Balkon oder so etwas? Ich bin nicht von hier. Ich bin auch nicht von hier. Ich habe meine Familie verloren. Die sind wahrscheinlich, ich weiß nicht, wo die sind. Und ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen könntet, hier rauszukommen. Es macht mir eine sehr große Angst. Und sie kommt auf Haukes Charakter zu und hakt sich so unter. Ja, leck mich im Gebälk, also mit deiner Lebensgeschichte fertig bist, will ich auch gerne mich mal auf den Weg machen. Übersicht verschaffen, raus will ich, raus! Ist ein erster Schritt dazu, hier raus zu entkommen, nicht vielleicht rauszufinden, auf welchem Weg? Ja, ich bin nicht zum Denken hier, aber könntest du dir Kollegen da drüben angucken? Und zeig mal auf Harz Kollegen. Ich bin sehr klein, aber habe natürlich trotzdem einen gewissen Charakter und eine gewisse Erhabenheit, mit der ich da stehe. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, wo genau wir rausgehen könnten, aber wenn wir uns anstrengen, vielleicht finden wir einen Weg. Ich finde die Idee, sich einmal umzusehen und einen Aussichtspunkt zu finden, eigentlich gar nicht so schlecht. Stehen noch andere Leute? Also sind es nur wir quasi in der Runde? Oder ist es seid nur ihr in der Gasse, aber ihr könnt euch in der Gasse umschauen, wenn ihr wollt. Ich würde mich gerne mal umschauen, ja. Also die Gasse ist sehr, sehr dunkel. Sie bietet keine Form von Beleuchtung. Sie ist nur mäßig gut gepflastert. Ihr seht, dass der Boden sich füllt mit so ekelhaften grauen Pfützen in den Schlaglöchern. Also ihr wollt auch nicht irgendwo reintreten, das ist echt widerlich. ihr seht in der Ferne, seht ihr einen verlassenen Karren stehen, der offensichtlich vom Marktplatz zurückgelassen wurde. Und hinter dem Karren gibt es eine Tür, die verschlossen ist, die in eine der Gebäude offensichtlich führt. Ihr könnt auch aus der Gasse hinausgehen, dann kommt ihr in die eine Richtung, auf jeden Fall Richtung Marktplatz. Ihr wisst nicht, wohin die andere Richtung führt. Wie sehen denn die ganzen Leute von uns aus, so damit ich mal so ein bisschen Überblick habe, wer mich da gerade eigentlich potenziell begleitet? Wollt ihr euch selber vorstellen? Soll ich einen Überblick geben? Also eine Elfe, die relativ fein gekleidet ist, so etwas, was eine gut gestellte Händlerin vielleicht tragen würde. Also nicht zu angeberisch, man will ja nicht mit dem Adel verwechselt werden und da einen Stress machen, aber schon alles recht adrett und ein bisschen Schmuck und dergleichen. Und die hebt auch so den Saum von ihrem Rock aus dem Dreck und dem Siff raus und hat darunter eigentlich ganz schicke Schuhe an. Eine ältere Menschenfrau, die sich direkt als Tante Gritti vorstellt. Und so kurze, so Golden Girls-mäßige Haare, graumeliert. Und geht so ein bisschen geduckter und hat so einen Blümchenüberwurf, also so eine kleine Strickdecke, so mit Blümchenmuster, die so dreckig ist, so Schultern gefungen. Mhm. Also, ja, also ich, Don übrigens, ist Menschenmann, dunkle Haare, Bart, wenn mein Aussehen eine Geschmacksrichtung wäre, wäre es Pappkarton. Ich bin der durchschnittlichste Langweiler-Typ, den man sich vorstellen kann. Also mein Gesicht vergisst man schon, wenn man es das erste Mal sieht. So, ich glaube, das einzige auch nur annähernd herausstechende Feature ist eine extreme Säufernase. Okay. Aber da bin ich ein bisschen unsicher. Also wär mir schon lieb, wenn ihr das nicht erwähnt. Aber, weil Eichel ist er trotzdem. Ich bin auch verhältnismäßig gut angezogen dafür die Umstände. Das fällt meinem Charakter natürlich, oder fällt mir natürlich auch auf. Ich bin übrigens 12. Recht klein und trage einen braunen Mantel, der die Kleidung, die ich darunter trage, so ein klein wenig verdeckt. Freut mich, euch kennenzulernen, Don. Gritti und Hoher Freund, du bist offensichtlich das Gehirn der Operation. Ich bin gut, dass ihr mir euer Vertrauen gebt.
Wie bitte? Ich bin Aronia. Aronia, okay. Ich bin Varkas. Freut mich, euch kennenzulernen. Wollen wir eventuell da hinten nachsehen? Bei dem Karren? Vielleicht können wir den nutzen oder irgendwie versuchen, durch die Tür zu kommen? Ja. Eine gute Idee. Ich gehe mal zur Tür und überprüfe, ob die offen ist. Die Tür ist verschlossen, aber sie sieht nicht besonders stabil aus. Also man könnte versuchen, das Schloss zu knacken oder sie anderweitig loswerden. Weiß ich, wer da wohnt? Nee. Das ist einfach ein x-beliebiges Haus von irgendeinem Bewohner irgendwo. Das ist eine große Stadt. Also auch wenn du in der Stadt wohnst, heißt das jetzt nicht, dass du jeden kennst. Also, ich nicht. Falls du in der Stadt wohnst, weißt du auch nicht zwangsweise. Es ist einfach irgendein x-beliebiges Haus von irgendeinem Bürger, der halt da ist. Also als beliebter Bürger dieser Nachbarschaft weiß ich sicher, dass da vorne Günther wohnt. Wir können ja mal anklopfen. Ich würde rübergehen und mal an die Tür klopfen. Günther! 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 Nichts passiert. Man merkt mir auch eine leichte Nervosität an. Don, darf ich vielleicht? Also bitte, wenn du Günther besser kennst als ich. Nein, ich kenne keinen Günther. Aber Entschuldigung, deine Schultern sind ungefähr so breit wie die Tür, wenn du einen Schritt zur Seite machen könntest. Ich mache einen Schritt zur Seite. Ein paar kleine metallische Streifchen heraus, gehe leicht in die Hocke, schlag die Röcke über den Knien zusammen, dass die nicht im Siff hängen. Mhm. Klack, 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 klack. Und mach mal einen Wurf auf Fingerfertigkeit. Fingerfertigkeit, jawohl. Mit meinem Diebeswerkzeug, da. Naja, es ist nur eine 12. Das reicht. Die Tür ist ja nichts Besonderes und springt entspannt auf. Die Tür geht nach innen auf. Es knarzt ein wenig und dahinter kommt ein relativ verlassener Raum zum Vorschein. Es gibt kein Licht. Es sieht aus, als wäre es mal eine Küche gewesen, die unlängst, also nicht wirklich geplündert, es ist nichts zerstört, aber sie wurde leergeräumt. Und es sieht auch aus, als wäre schon länger niemand mehr drin gewesen. Es ist nichts Besonderes. Man hat ein paar Bänke, man hat einen großen Tisch in der Mitte, eine Anrichte, die so aussieht, als hätte man da Nahrung lagern können und eine Feuerstelle. Ja, Don schnaubt so ein bisschen empört, aber schluckt das dann schnell runter. Aber praktikabel, also. Und würde einfach mal reinspazieren, als ob die Welt mir gehört. Gern geschehen. Du stehst ich im Raum. Mein Raum. Und schaust dich um. Ja, guck mich mal um, ne, weil was im Angebot ist. Also. Gerhard, Günther! Es ist leider immer noch niemand da, aber du siehst tatsächlich in der Ecke, dass in der Küche noch ein paar Sachen liegen. Du findest ein paar leere Töpfe. Du findest tatsächlich auch einen alten, fauligen Laib Brot, den du einpacken kannst, ja, wenn du möchtest. Ja, das und ich kenne doch Günni, der gibt doch gerne was ab. Also. Und einen alten, steck das sofort ein. Ja, großartig. Und einen alten, in Salz eingelegten Fisch. Der wirkt auf den ersten, auf den ersten Blick wirkt er noch essbar, aber ich wäre mir nie sicher. Du kannst es probieren. Gritti schaut sich direkt um, ob sie ein Messer findet. Ist leider nichts Besonderes da. Also du findest so ein paar stumpfe Brotmesser, die kannst du einpacken, aber jetzt nicht irgendwie ein Jagdmesser oder sowas. Alle stumpfen Brotmesser ein. Ja, ich habe also mein Messerset mit dem ganzen Chaos vergessen. Ich dachte, ich nehme das mal mit. Ich sammle mal eben Messer. Ja, klar. Ich schärfe die für den Günther. Wie heißt der? Gertrud? Nee, Gerhard. Günther. Varkas, komm rein. Okay. Schieb dich so sanft mit einer Hand auf den Schultern in den Raum und schließ dann die Tür auch wieder hinter dir, dass man nicht sehen kann, was wir hier drin machen. Ich schaue mich so ein bisschen ängstlich, aber mehr neugierig um. Glaubt ihr, irgendwas hier kann uns helfen, rauszukommen oder so? Hm. Vielleicht gibt es einen Geheimgang. Ich habe gehört, sowas soll es oft geben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn ich das sage, nehme ich so eine Stickerei mit dem Namen Lisa von der Wand und lasse sie so verschwinden. Ganz zufällig. Das ist eine gute Frage. Ja, super. Wir können ja aufs Dach steigen und uns umschauen oder so. Genau. Oder ist Günther die Art von Person, die einen Geheimgang hätte? Don. Also, Günther ist ein ganz feiner Kerl. Geheimgänge, das kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. Hat er denn vielleicht irgendwo ein Dachfenster? Also ihr seht, auf der Seite gibt es eine kleine Tür, die eine kleine Treppe, die führt in einen oberen Stock.
Das heißt, ihr könntet versuchen, darüber noch in ein oberes Stockwerk zu kommen. Aber sonst, also da sind keine Fenster. Das ist alles sehr, ja, für damalige Verhältnisse recht gehoben. Sie haben eine Küche, aber jetzt nichts Besonderes Schönes. Also Günther ist eine recht private Person. Jetzt die Innereien des Hauses habe ich selten gesehen, muss ich gestehen. Innereien des Hauses. Eine interessante Art, das zu sagen. Dann steigen wir mal die Speiseröhre hoch. Die zur Treppe. Speiseröhre hoch, sehr schön. Die Treppe knarzt. Es wirkt ein bisschen so, als würde sie unter Hauke zusammenbrechen, aber sie hält inne, alles gut, alles ist in Ordnung und ihr kommt in den oberen Stock, es ist nichts Besonderes. Hier habt ihr ein Dachfenster, das ihr gesucht habt und ein Bett, so einen Kleiderschrank, eine ältere Kleiderkommode, da merkt man, okay, die Person hatte offensichtlich ein bisschen mehr Geld, dass hier auch Kleidung zu finden ist. Eine große leere Wanne, in der man hätte baden können, wenn man denn Angestellte hat, die Lust haben, sie zu füllen. Und so ein paar, so an einem Schreibtisch so ein paar Pergamente, die zurückgelassen wurden, ein paar Bücher oder sonstiges, da könnte man sich umschauen. Muss man natürlich Günther, nicht. Günther, das ist ja obszöner Luxus, in dem du hier lebst. Und fang direkt an, alles so durchzuwühlen. Was machen die anderen? Also ich komm mir mal das Bett an. Meint ihr, das ist okay, wenn wir hier alles untersuchen? Ich glaube, Günther hat andere Sorgen. Mein lieber Stöpsel, du sollst dir keine Sorgen machen. Die Erwachsenen wissen ganz genau Bescheid, wie wir dich hier ganz sicher rausbringen. Und natürlich auch mich. Ich bin ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft. Und meine Meinung sollte genauso viel wert sein wie eure. Du hast bestimmt schon die eine oder andere Ausbildung abgeschlossen in deinen jungen Jahren. Und hast auch schon mehrere Jahre auf einer ganz prekären Arbeit verbracht. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Es ist das Wichtigste, dass die Alten und verdienten Mitglieder dieser Gesellschaft hier sicher rauskommen, ja. Ich drücke keinen Beinen dazu und gebe dem Kleinen so einen richtig harten Schulterknochen. Hey! Ich rabbe mich so ein bisschen auf. Okay, dann gehe ich halt suchen, ob ich irgendwas finde, wie wir hier rauskommen. Und Gritti steckt dir so ein Brotmesser zu. Sag, wenn sie jemand zu da kommt, einfach reinpieken. In die Rippen. Gritti steckt dir so ein Brotmesser in die Rippen. Nein, nein. So noch nicht. Ich gehe zum Fenster und schau mal, wie viel von der Stadt, beziehungsweise nee, von der Burg und der, naja, bewohnten Anlage unterhalb der Festung man alles von hier sehen kann und wie die Lage ist. Du schaust aus dem Fenster, das ist Richtung Süden hinaus. Richtung Süden siehst du, dass es sehr viel Rauch aufsteigt, also es scheint auch irgendwo Feuer ausgebrochen zu sein. Du erkennst ganz viele von diesen klassischen roten Dächern, die typisch für die Stadt sind. Es fällt dir jetzt nichts Besonderes auf. Es ist auch sehr schwierig, aus der Perspektive jetzt zu erkennen, welches Gebäude könnte was sein. Es wirkt einfach wie ein Vorstadtgebiet. In der Ferne siehst du die Mauern und siehst ein Torhaus, das in die Richtung geht. Viel mehr kannst du aus Richtung Süden nicht erkennen. Ich nehme mal an, ein direkter Weg über die Mauern wird von beiden Seiten sehr ungern gesehen werden. Also ihr dürft natürlich an dieser Stelle nicht vergessen, die ganze Burg befindet sich auf diesem wunderschönen großen Berg, der sehr tief in die Tiefe geht. Vielleicht kann jemand von euch fliegen und ich weiß nichts davon, aber darunter haben wir natürlich auch noch eine belagernde Armee, also man kann das probieren. Vielleicht ein letzter Ausweg. John kalkuliert mal so Pi mal Daumen, wie lang das Seil wäre, wenn er die Bettlaken zusammennäht. Ja, also du würdest auf jeden Fall mit dem Seil würdest du es schaffen, dich aus dem Haus abzuseilen, in dem du gerade drin bist. Das von der Burgmauer? Dann schnappe ich mir nur den Kissenbezug und stopfe mein Brot und den Fisch da rein. Ja, sehr gut. Sehr gut. Herr Honja, hast du das Gefühl, wir kommen hier über die Dächer weg oder wie sieht das aus? Wir? Ich schaue an die rauf und runter. Wir nicht, würde ich sagen. Also, ich habe noch, wenn ich mich anstrecke, dann habe ich bestimmt noch... Aber mach dir keinen Kopf, Gritti, alte Rampe, ich nehme dich auf Huckepack. Siehst du, ich glaube, also wenn wir zusammenarbeiten, kommen wir hier locker flockig davon. Aber vielleicht sollten wir doch nochmal den Plan mit dem Geheimgang in Erwägung ziehen. Weiß mein Charakter denn, Pia, irgendwas über wirklich so Geheimgänge oder
irgendwelche Möglichkeiten für den Notfall, wo man sich zurückziehen kann? Also gerade Adelshäuser zum Beispiel oder so hatten sowas ja früher oft, dass sie bei Belagerungen irgendwie rauskommen konnten. Ja, also es gibt bestimmt etwas, aber du bist auch sehr jung. Mm. Das ist jetzt schade. Habe ich da... wie das gewusst hätte. Darf ich einen Inside-Check werfen? Jetzt mal so aus... Rein zufällig könnte es ja sein, dass ich wissen könnte, wo Leute in dieser Stadt Dinge verstecken. Du kannst einen Inside-Check. Also du kannst auch generell wissen, wo Leute in dieser Stadt Dinge verstecken. Das kannst du auf jeden Fall wissen. Hit me with the knowledge. Ich hitte dich ein bisschen mit Knowledge. Also für die Leute, die generell schon mehr in der Stadt sind, ihr wisst, dass es ein paar grundlegende Gebäude natürlich in der Stadt gibt. Das heißt, ihr wisst, wo die Kaserne ist. Ihr wisst, wo ein potenzieller Brunnen ist. Ihr wisst, wie ihr zum Marktplatz kommt. Ihr wisst, wo die alte Taverne steht, die übrigens zum Tanzenden Gaul heißt. Ihr wisst, wo die Häuser in etwa stehen, wo es einen Tempel gibt, einen Friedhof gibt, ein Torhaus gibt und wo das Verlies steht. Ihr wisst natürlich auch, wo der Bergfried ist. Der ist unschwer zu erkennen. Aber wie gut ihr von da, wo ihr gerade seid, dahin kommt, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, weil es ist alles panisch. Alles ein bisschen durcheinander. Aber ich würde schon sagen, wenn ihr sagt, okay, wir gehen Richtung Marktplatz, dann findet ihr den Marktplatz. Das schafft ihr auf jeden Fall. Und vom Marktplatz könnt ihr euch bestimmt weiter orientieren und findet dann vielleicht auch die Taverne. Und mehr also, Dinge. Ich würde mal vorschlagen, dass wir uns auf dem Weg zum tanzenden Pferd machen. Erstens können wir uns da ganz gewaltig einen reinschütten. Zweitens, mit dem Reinschütten hatte ich schon. Drittens, wenn wir jemanden treffen, der uns jetzt außer Stadt bringt für schmalen Taler oder den kleinen Kollegen hier, dann im tanzenden Pferd. Was meinst du mit für den kleinen Kollegen hier? Den Fisch, ja, den Fisch. Also, den sag mal so, ich hab jetzt nichts von Wert bei mir. Gritti sieht auch nicht aus, als ob das Portemonnaie hier gleich aus der Tasche platzt. Also. Wir können den Fisch zum Tausch anbieten. Ja, das ist doch ganz klar. Der mein Fisch? Und mein Herz hängt da dran. Komm mal, Don. Geh so leicht in die Hocke. Ich hab den Fisch erst jetzt kennengelernt. Geh so leicht in die Hocke. Vakas. Hm? Nimm das nicht zu ernst. Sag adieu. Und dann lehne ich mich ein bisschen näher ran. Ich sorge schon dafür, dass dir nichts passiert. Danke. Ich finde die Dynamik in dieser Gruppe höchst fragwürdig. Oh, ein interessantes Vokabular. Hm. Bist du der Sohn von einem Schulmeister oder so etwas? Könnte man so sagen, ja. Ich glaube, ich habe eine gute Ausbildung genossen. Das ich würde mich schon ist der Preis um 2 Goldstücke hoch, sag ich euch. Also, ich flüster zurück. Intelligenter als Don bin ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist auch nicht schwer. Ich glaube, ich gehört, aber getränkt bin ich nicht. Dann richte ich mich wieder auf. Wir kriegen die Leute sicherlich schon überredet, wenn wir jemanden finden. Ja. Aber die Chancen dafür sind in diesem tanzenden Pferd? Gaul? Was war's? Irgendein Tier? Sind da ein Pferd. Dann ist doch gut. Vakas, ich halte dem Jungen meine Hand hin. Ich greife die Hand. Ich werf mal so einen Blick drauf. Kann ich irgendwie einen Eindruck davon erhaschen, was für Kleidung er unter diesem Mantel trägt? Aha! Aber ich bin der Teufel! Meine Dame, ich bin 12. Ich würde dich mal auf Wahrnehmung würfeln lassen. Tatsächlich. Ja. Was haben wir da? Also ich sehe wahrscheinlich gar nichts. Ich habe eine Netschule. Ja, du erkennst, du versuchst auf jeden Fall zu entdecken, aber der Mantel liegt sehr ordentlich über der Hand und du müsstest schon sehr unangenehm sein, damit du drunter schauen kannst. Dann halten wir uns mal zurück, bevor hier das Ganze falsch verstanden wird. Ja. Ich ziehe ihn noch mal ordentlich, damit man auch wirklich nichts sieht. Also, ja, Gritti, geh du voraus, ich komme im Windschatten. Don, bist du bewaffnet? Ich? Don. Einmal habe ich Schmacko und Fatz habe ich dabei. Sonst bin ich barfuß unterwegs. Ich schaue auf seine Füße. Das ist eine Redensart. Ah, die muss lokal sein, die kannte ich nicht. Ja, lokal, dann lass mal los.
Gritti zertritt so den Stuhl, der so an dem Schreibtisch steht, mit einem schmackigen Tritt und nimmt so ein Stuhlbein, gibt das so Don in die Hand. Damit du nicht weiter barfuß unterwegs bist. Und sie geht so. Gritti, oh Teufel! Ich bin sichtlich beeindruckt von dem smoothen Tritt. Ja, darf ich mir das Stuhlbein als Waffe nehmen? Du darfst dir das Stuhlbein als Waffe nehmen. Das ist jetzt keine besondere Waffe. Das ist auch ein bisschen, also es ist ein sehr feines Stuhlbein. Ich würde sagen, einen guten Schlag hält's aus. Beim zweiten könnte schon ein bisschen spannender werden. Ob es dann nicht, also ob dann der Stuhlbein mehr leidet als die geschlagene Person. Ich würde es ausprobieren und einfach mal gucken. Okay, ich gucke einfach mal, ob ich irgendwas finde, was dann. Das ist ein Stick? Als was zählt denn das? Ich glaube, es wird ein Stick sein, oder ein Stecken einfach. Also, ja, oder eine Keule oder sowas, die dann halt ein, zwei Schläge aushält, dann ist gut. Ja. Und Gritti geht voraus, die Treppe wieder runter. Sehr gut. Auf zum tanzenden Fohlen. Ein Zebra. Zebra, ja. Was ist dein Zebra? Es ist tanzende Gaul, aber es darf natürlich auch ein Zebra sein. das heißt, ihr verlasst gemeinsam das Haus und ihr wollt ihr noch irgendwas machen, bevor ihr das Haus verlasst? Gibt es noch irgendwas, was ihr abschließend tun wollt? Oder verlasst ihr alle gleichzeitig das Haus? Ich würde einmal noch auf den Karren gucken, der da stand oder so. Jawohl. Ob da vielleicht irgendwas drauf ist, ob irgendjemand was hat liegen lassen bei der Flucht oder so. Wenn du den Karren untersuchst, dann findest du tatsächlich eine unbeschädigte Flasche feinsten Kartoffelschnaps, die zurückgelassen wurde. Die restlichen Sachen, die an dem Karren sind, sind alle zerschlagen worden. Also das war offensichtlich der Karren von einem Alkoholhändler, aber alles, was sonst da ist, wurde geplündert. Und du könntest tatsächlich einmal auf Wahrnehmung würfeln. Das mache ich doch direkt. Wahrnehmung oder Investigation, also Untersuchen? Ich glaube, Untersuchen ist passender sogar. Wahrscheinlich, jawohl. Doch das. Jawohl. Natural 20 plus 2. Okay. du findest tatsächlich ein zusammengerolltes Bündel Pergament mit Steckbriefen von gesuchten Verbrechern. Es liegt allerdings schon, also die liegen schon ein bisschen länger darum. Es ist einiges an Witterung drauf. Deswegen ist es sehr, sehr schwer lesbar. Du kannst generell keine Namen erkennen. Aber dir kommt das Gesicht von einem der Steckbriefe sehr bekannt vor. Du kannst dich aber nicht wirklich erinnern, woher du es gesehen hast. Kann sein, dass du vielleicht mal dran vorbeigelaufen bist oder aus der Vergangenheit. Du bist dir nicht sicher. Es kommt dir aber bekannt vor. Wegen der großen Alkoholikernase, oder? Entschuldigung. Ich muss übrigens einmal kurz an die Tür, gleich wieder da. Er flieht schon. Das Rätsel wurde gelöst. Okay, ich stecke mir die Steckbriefe einfach ein in den Mantel. Der ist ja groß genug, dass ich einfach runter machen kann. Die Flasche, ja, ich würde die wahrscheinlich auch einfach mitnehmen. Erstmal auch irgendwie in den Mantel oder drunter und die dann so ein bisschen darunter verstecken und darunter halten. Vielleicht gibt es ja eine gute Option, wann ich die unserem Freund Don geben kann. Entschuldige, ich muss gleich nochmal 30 Sekunden weg. Was wolltest du mir geben? Gar nichts. nichts, was hilft. Sehr gut. Sollen wir dann kurz warten, wenn du nochmal ganz kurz weg musst? Ja, es ist in so 20 Sekunden wahrscheinlich. Dann warten wir. Die Sekundenangaben. Ja, es ist halt, der kommt jetzt hoch und will nur was abholen und dann muss ich es in die Hand drücken. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass der jetzt kommt. Alles gut, passiert. Okay, damit ist der Karo untersucht und wir können uns auf den Weg Richtung breakdancender Leopard machen. Genau, Richtung breakdancender Leopard. Ihr geht, das heißt, ihr verlässt. Ihr verlasst das Haus, wandert durch die leere Gasse und seid fast schon unmittelbar an dem Marktplatz. Es ist gleichzeitig der Hauptplatz der Stadt und es wirkt auch ein bisschen wie das Herz der Stadt, weil es wirklich im Zentrum von allem liegt. Von hier aus erkennt man direkt den Burgfried der Königsfamilie. Ich warte kurz, bis Hauke wieder da ist. Damit er hier mein Bild, das ich male, nicht vollständig verpasst, ne? Ich finde es sehr cool übrigens. Also auch die uneinnehmbare Festung und so als Setting finde ich sehr, sehr nice. Dankeschön. Im Zweifelsfall bauen wir uns halt wirklich irgendwie so einen Fallschirm. Aber auch, ja. Das ist wie hier, das, wenn ich was aus Breath of the Wild gelernt habe. Richtig. Ein Fallschirm. Wenn man so einen Lappen braucht und dann kann man da runter segeln. Das ist gar nicht so schwierig.
So, ich bin wieder so richtig da. Perfekt. Jawohl, perfekt. Also, wir bewegen uns auf den Marktplatz zu. Der Marktplatz ist quasi auch der Hauptplatz der Stadt. Es ist quasi das Herz. Es liegt in der Mitte von allem. Von hier aus kann man auch den Burgfried der Königsfamilie erkennen. Also so ein größeres, massives Gebäude aus Stein und Fels, das ganz oben an der Spitze ist. Und um diesen Burgfried herum gibt es nochmal einen eigenen Wassergraben und ein weiteres Falltor. Das heißt, auch wenn diese Burg fällt, fällt der Pöbel früher als die Reichen. Die haben nämlich noch mal eine eigene Burg in der Burg, in der Burg. Also auch da reinzukommen, ist eher schwierig. In der Mitte des Marktplatzes seht ihr eine riesige Statue. Sie zeigt einen großen, muskulösen Mann in einer prächtigen Rüstung, der auf einem steigenden Ross sitzt. Und dieses Ross ragt quasi über eine Feuerschlange. Der Mann hält ein Schwert gegen den Himmel, als würde er gerade zum Schlag ausheben. Und der Drache unter ihm windet seinen Kopf vor Wut oder Schmerz. Man weiß es nicht genau. So viel dazu. Und sonst ist der ganze Marktplatz sehr chaotisch. Also man merkt, dass hier Leute überall hin und her laufen. Aber es wirkt ein bisschen so, als wärt ihr so Steine in einem fließenden Fluss. Niemand beobachtet oder beachtet euch. Die Leute kümmern sich um ihre eigenen Dinge. Die ersten Sachen wurden niedergerissen. Und hier und da schreit mal jemand. Aber es passiert so häufig, dass es euch eigentlich auch gar nicht mehr weiter wundert. Was tut ihr? Ja, ich schlängel mich durch diese Masse durch und versuche auf die Taverne zuzuhalten, mit relativ höflich durchaus so, Und immer so die eine Lücke suchen, dass ich zwischen panischen Leuten irgendwie durchkomme und immer noch Varkas an der Hand hinter mir herziehen. Du landest also nah dran. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ich glaube, ich würde sonst nicht durch die Menge durchkommen. Gritti geht so neben euch her. Irgendwas, was... Ein Hut. Ist irgendwo in meiner Greifweite ein Hut. Ein Hut. Also es liegen einige so zerschlagene Keramiktöpfe und Dinge herum, auch ein Eimer. Du könntest versuchen, dir einen Eimer aufzusetzen. Ideal, ich würde auch jemandem einen Hut wegnehmen. Das wäre potenziell schon auch im Rahmen meiner Optionen. Du kannst natürlich auf Fingerfertigkeit würfeln und schauen, ob du jemandem einen Hut wegnehmen kannst, der vorbeiläuft. Ja, also ich würde eher die andere Art von Fingerfertigkeit benutzen, um jemanden wegzunehmen. Ach, du würdest einfach dich prügeln. Ja, also, oder jemandem das zumindest androhen. Also, ich bin halt schon auch eine beeindruckende Person. Also, du kannst... Ich sag mal, okay, fragen wir noch direkter. Läuft da jemand rum, der schwächer aussieht als ich und der einen Hut hat? Da laufen ganz viele Leute rum, die schwächer aussehen als du. Du bist in einer belagerten Stadt mit einer belagerten Bevölkerung. Möchtest du ein Kind schlagen? Ist das das Ziel, auf das es gerade hinausläuft? Das Problem ist, also grundsätzlich möchte ich das nicht verneinen als Charakter Don. Das Problem ist, der Hut passt mir nicht. Das heißt, ich hätte am liebsten passenden Hut. Also, wenn der jetzt kein Hut ist, ist auch okay. Ich würde nur gerne irgendwas haben, um den Kopf zu bedecken. Vielleicht einen Bugel oder ähnliches. Einen was? Das ist eine Kapuze im Grunde. Einen Hugel. Also, du findest auf jeden Fall, in der Ecke steht ein älterer Herr, der gerade seine Sachen zusammenpackt. Der sieht aus wie ein Marktbesitzer. Der trägt sowas, was man als Hut interpretieren könnte. Das sieht aber auch schon sehr, sehr zerfetzt und heruntergekommen aus. Und er wirkt sehr, sehr sichtlich gestresst. Möchtest du ihn approachen? Ich muss ihm rübergehen, ja. Also, hier Moment mal, das ist doch mein Hut, den du da aufhast. Entschuldigung? Ich würde auf Intimidation mal würfeln, darf ich? Ja, Intimidation ist täuschen, ne? Ist das richtig? Das ist einschüchtern. Ach so, einschüchtern. Jawohl, dann würfel. Ungewürfelt. Also ist nicht so beeindruckend. Was hast du gewürfelt? Eine 10. Gut. Mhm. Der Herr ist sichtlich verärgert, weil er hat einfach viel Besseres gerade zu tun, als um den Hut zu streiten. Was? Ich meine, Entschuldigung? Kannst du nicht aus dem Weg gehen? Du siehst ja, dass ich hier was mache. Wie redest du denn mit mir, du Wurstkopf? Ich will meinen Hut wieder haben! Du merkst innerhalb von kürzester Zeit, dass um die Ecke noch ein zweiter und ein dritter Herr, offensichtlich die Familie des Mannes, vorbeikommen. Sag mal, gibt's hier ein Problem? Suchen Sie irgendetwas? Du stehst plötzlich vor drei Leuten. Oh, Moment, eine Verwechslung. Ah, Gritti! Gritti, da bist du ja! Und auf zu Gritti rüber. Und Gritti schaut dich an und sagt,
Wenn du einfach nur was für deinen kalten Kopf haben willst, dann nimm einfach mein Blümchendeckchen. Und sie bindet dir das so um und zieht es so mit so einem richtig engen Knoten unterm Hals fest. Und hör auf, Aufmerksamkeit zu erregen, du Volltrottel. Oh Gott. Okay, ja. Ich lass es einfach auf. Die drei Herrschaften. Die drei Herrschaften schauen sehr verstört hinterher. Also sie haben ihr habt auf jeden Fall Aufmerksamkeit erregt. Auch ist es sehr auffällig, dass Gretel da jetzt so ein buntes, was auch immer, auf seinen Kopf gebunden hat. Aber sie sind mit anderen Dingen beschäftigt und lassen euch ziehen. Ihr befindet euch mittlerweile vor der Taverne zum tanzenden Gaul oder vielmehr vor dem, was mal die Taverne vom ganzen tanzenden Gaul war. Denn von ihr ist tatsächlich nichts Besonderes mehr übrig. Sie ist tatsächlich komplett zerstört. Ihr seht nur noch das Schild am Boden liegen zum tanzenden Gaul. Und sonst habt ihr lauter Überreste von Steinen und Holz. Und ich glaube, das eine sieht ein bisschen aus, als wäre es mal was zum Essen gewesen, aber ich würde es nicht mehr probieren. Ihr könnt euch aber umsehen, wenn ihr wollt. Das war ja ein hervorragender Tipp, Don. Ja, also ich bin jetzt auch nicht mit der architektonischen Situation, bin jetzt auch nicht immer up to date. Worauf genau hatten wir denn hier gehofft? Also, vielleicht finden wir es ja immer noch. Die meisten solchen Tavernen haben tiefe Keller. Selbst wenn wir aus der Stadt nicht rauskommen, ich meine, es wäre ein bisschen zu viel verlangt, auf irgendeinen geheimen Weg hier zu hoffen, aber selbst wenn wir aus der Stadt nicht rauskommen, wenn wir genügend zu essen und zu trinken haben und uns gut verbarrikadieren, die schlimmsten Dinge bei einer Belagerung, die gebrochen wird, passieren in den ersten 2 Tagen danach. Wenn wir so lange uns verstecken können, dann können wir vielleicht später raus. Das macht schon sichtlich ein bisschen Angst. Dass Rudia sich so gut auskennt mit den Spätfolgen einer Belagerung. Also ich hatte ehrlich gesagt nicht, dass ich jetzt mehr wüsste, aber mehr so, es soll ja selten. Und also man sagte mir um Ecken, würde ich, also ein Onkel von einem Freund, dass es soll ja möglich sein, Wachen zu bestechen zum Beispiel. Um was zu machen? Also um jetzt... Wo, nicht mehr jetzt zu sein, wo man jetzt ist, sondern wo man in Zukunft lieber wäre. Don, zum Beispiel draußen. Don, diese Festung ist umstellt. Niemand wird uns hier rauslassen. Alle werden jemanden, von, der jetzt und versucht... Und hier kommt das Brillante an meinem Plan, noch mehr Wachen. Also, wie bestichst du die Katapulte und die Pfeile und die Armbrustbolzen auf dem Weg von dem einen Tor zum anderen? Naja, auch die werden ja... Und man merkt die Siegstieb und Hiebfechtigkeit meines Plans im Endeffekt von Wachen abgefeuert. und die versuchen wir alle zu bestechen. Ja, ich habe darüber nachgedacht. Wenn wir hier aus ein großes Briefing machen wollen, dann sollten wir uns wenigstens an den Tisch setzen. Ich kann jetzt auch nicht alles durchdenken. Habt ihr Kohle oder nicht? Nicht wirklich. Ich muss auch sagen, deine Kopfbedeckung untermauert nicht wirklich deine Autorität oder deinen Vorschlag. Ich finde, die Kopfbedeckung untermauert genau das an Autorität, das Don mitbringt. Danke, Gritty. Und gib dem Kleinen so eine kleine Ohrfeige. Auf! Warum immer ich? Die Ohrfeige immer? Sitzt gib ihm noch auf jeden eine. Fall jetzt ordentlich. Ist immer! Also die das zweite Mal sitzt zur Ohrfeige. Jetzt auf jeden das Fall zweite Mal zur Ohrfeige ansetzt. Versucht Gritty deine Hand zu packen. Oh, okay. Okay, das heißt, wir würfeln da auf wahrscheinlich Geschicklichkeit oder ist es ein Rettungswurf? Ich will sagen ja nicht, ist es Rettungswurf oder ist es Geschicklichkeit, worauf man dann würfelt? Wahrscheinlich Geschicklichkeit. Ich hole jetzt auch nicht krass aus oder so. Ist ja wirklich mehr so. Ja, aber er ist auch sehr klein, ne? Ich bin 12. Ich habe jetzt erstmal eine 17 auf Geschicklichkeit. Okay, dann es gelingt dir die Hand, oder? Ja. Und ich halte so seine Hand fest und sage, wenn du es noch einmal versuchst, dann breche ich dir deine Hand. Freundlich. Ich guck so Grittys Hand an. Ja, sehr ja. Nützlich. Alles sehr nützlich. Ich nehme die Hand passiert. Wieder so runter. Ich würde nach dem Keller suchen. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Ich fange an, über den Schutt zu steigen, raffe wieder die Röcke hoch. Ich springe auch recht behende über den Schutt.
Ja, klettert über den Schutt und tatsächlich könnt ihr ausmachen, wo in etwa die Taverne, also nicht von der Taverne ursprünglich die Bar quasi gestanden hat. Ihr könnt erkennen in etwa, dass es im hinteren Bereich noch so einen großen Holztisch gegeben hat. Und auf der Seite könnt ihr sowas erkennen wie eine Falltür, aber sie ist versperrt von ganz viel Geröll, das darauf liegt. Man könnte versuchen, es anzuheben, aber es ist wirklich sehr, sehr viel Geröll. Also ihr müsstet das zumindest zu zweit versuchen. Don, willst du dich nützlich machen oder willst du weiter Kinder schlagen? Ich wollte gerade schon... Warkas Kredit? Oh, ich lass mich nicht zweimal bitten. Wer fasst denn mit an? Gritti, du hast doch einen sanften Arm. Gritti macht so die Ärmel hoch und fängt an, Geröll wegzuräumen. Man sieht so ihre tätowierten Unterarme von den Gang Signs. Das sind alles nur so Aufzählungszeichen. Ich heb meine schmalen Hände mit meinen schmalen Armen. Ich heb meine 12-jährigen Hände. Man hebt es quasi mit auf, sehr gut. Es gelingt euch, den Schutt wegzuräumen. Ihr könnt die Falltür jetzt öffnen und hinter euch erblickt sie, also hinter der Falltür eröffnen sich so Treppen, die hinunterführen in einen kleinen Raum. Aber auch das ist leider eher eine Sackgasse. Es handelt sich um einen kleinen Kartoffelkeller, der schon großteils geplündert wurde. Ihr seht noch die Überreste von alkoholischen Fässern, die teilweise aufgeschlagen wurden. Das eine hinten in der Ecke könnte noch unversehrt sein, aber wer weiß, wie viele Jahre das da schon steht. Eine Goldgrube! Aber sonst sind nicht besonders nützliche Dinge da, die euch was bringen. Also ihr könnt natürlich noch mal schauen, ob ihr vielleicht hier oder da was zum Essen oder was zum Trinken findet, aber es ist großteils schon geplündert, großteils schon auseinandergenommen. Und es sieht so aus, als wären die Plünderer, die die Taverne eingerissen haben, sehr gründlich gewesen darin, alles mitzunehmen. Ihr wart nicht die Ersten mit der Idee, sich mit Nahrung und Getränken einzudecken. Ich gehe trotzdem runter und fange an, ein bisschen die Kisten beiseite zu schieben mit dem Fuß. Zerr an dem Fass, gebe auf, weil ich nicht stark genug bin. Und versuche dann zumindest irgendwie einen Blick dahinter zu bekommen. Es gibt leider gar nichts, was du dahinter entdecken kannst. Also es ist alles einfach nur Stein. Es deutet nichts auf einen geheimen Weg hin. Es deutet nichts darauf hin, dass hier irgendwas Mysterisches verbunden ist, versteckt ist. Es wirkt einfach nur wie der unfassbar langweilige Kartoffelkeller von Gertrude, in dem du genau das findest, was der Name sagt. Kartoffeln. Ja, ich würde ein paar Kartoffeln einstecken. Ab in Kissenbezug damit. Du steckst ein paar Kartoffeln ein. Die Kartoffeln sind auch schon ein bisschen älter. Also man sieht, dass ihnen schon die Wurzeln aus der Kartoffel heraus wachsen. Also, die Kartoffeln und ich was gemeinsam, ne? Großartig. Ich gebe dem Kleinen wieder so einen Knaufer und pack eine gute Hand Kartoffeln in meinen. Du packst eine gute Hand Kartoffeln ein. Möchtet ihr da unten noch etwas machen? Nein, ich schreite die Wände immer ab, ich schau mir die Falltür an, zuck damit den Schultern. Ich denke, nicht so gut geeignet, um sich hier zu verbergen. Außerdem kennen es zu viele. Don? Ja. Gibt es eine Zisterne in der Stadt? Wie ist es mit dem Abwasser bestellt? Gibt es eine Zisterne in der Stadt? Es gibt keine. Das war eine Frage an mich. Sorry. Also ja, ich frage dich, ob ich weiß, ob es eine Zisterne gibt. Genau, deswegen, es gibt keine Zisterne in der Stadt. Dadurch, dass die ganze Burg auf einem richtigen, riesigen, massiven Berg aus Stein besteht, hast du leider keine moderne Kanalisation, wie es vielleicht in anderen Städten der Fall ist. Die Leute schütten das Wasser einfach über die Klippen und haben, es gibt halt ein, zwei Brunnen in der Stadt, die Wasser haben, aber du hast leider keine Kanalisation oder irgendetwas, was in die Richtung darauf deutet. Nee, Zisterne haben wir nicht. Ich meine, wir könnten sonst versuchen, Richtung Burg zu kommen und vielleicht da uns länger verstecken, weil die Mauern länger halten, oder? Also Burg ist aktuell auch ganz schlecht. Also, Grippe, Pestilenz. Auch Inflation, ganz schlimm. Neulich auch gehört, dass da einer Mikado hat. Keinen Fall. Burg will ich nicht machen. Nee, nee. Habt ihr denn eine bessere Idee, oder?
Ich würde ehrlich gesagt, auch wenn es mir in der Seele wehtut, Dornen zustimmen zu müssen. Ich glaube auch, wenn irgendwer gewalttätig niedergestreckt wird, dann die Leute, die in dem Burgfried verschanzt sind. Deswegen würde ich auch sagen, wir halten uns da ein bisschen von fern. Da wird auf jeden Fall der härteste Kampf stattfinden. Wie wäre es mit dem, also was gibt es denn hier noch? Ich bin nicht von hier, wie gesagt, ich bin nur bei der Familie. Wie viele Türme hat die Mauer? Wenn es welche gibt, die nicht Tortürme sind, die sind gut befestigt. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, in der Stadt zu bleiben. Wir sollten schon eher versuchen, rauszukommen, wenn es irgendwie möglich ist. Wenn es irgendwie möglich ist, ja. Und okay, da wäre wieder mal mein Plan. Kennt ihr wen hier in der Stadt, den man so fragen könnte? Ich bin nicht von hier, nein. Ja, da sind wir beiden sind die Touris, ne? Da sind wir jetzt auf die Einheimischen angewiesen. Oh, also, ich bin beruflich hier gewesen, zu der denkbar ungünstigsten Zeit, wie ihr euch vorstellen könnt. Es ist, ja, Timing. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht Bücher finden oder so, wo irgendwas über den Aufbau der Stadt steht. Wenn wir in eins der Archive im oberen Viertel gehen oder so, bei der Burg. Das klingt merkwürdig spezifisch, aber wenn du dir darüber sicher bist, dann können wir das gerne versuchen. Ja, er ist, glaube ich, derjenige mit der besten Bildung hier in der ganzen Gruppe. Ich möchte ihm vertrauen. Ich glaube auch. Hi, ich bin 12. Willkommen im Feudalsystem. Brauchst nicht stolz drauf sein, kleiner Mann. Keine Sorge, Don ist auch 12. Teile von ihm auf jeden Fall. Ja, meine Pubertät waren harte Jahre damals vor 8 Jahren. Alles klar, das heißt, ihr wandert Richtung, also Archive sind im, also ihr findet Archive auf jeden Fall im Burgfried, ne? Da findet ihr auf jeden Fall was. Du kannst dich erinnern, Bart, dass es oben auch einen Tempel gibt, wo es potenziell eine Bibliothek geben könnte. Du kannst dich auch daran erinnern, dass es einen Apotheker gibt, den du als sehr grimmigen Mann in Erinnerung hast, der nicht besonders freundlich ist. Der aber auch sehr viel weiß. Also du könntest dir auch vorstellen, dass das eine Anlaufstelle ist, die man vorschlagen könnte. Hauke, du weißt über die Leute auch Bescheid. Also du weißt auch, dass es die Apotheke gibt. Kenn ich die zufällig? Du könntest sie potenziell kennen. Ob du jetzt persönlich so viel mit ihnen interagiert hast, eher wahrscheinlich nicht. Aber du wirst auf jeden Fall wissen, dass es eine Apotheke gibt und du wirst auf jeden Fall auch wissen, dass es einen Tempel gibt und wo man den findet und auch dass es dort Bücher gibt und auch gebildete Menschen, gebildetere Menschen. Mhm. Dann lasst uns zuerst die Apotheke abklappern, dann den Tempel und dann gehen wir nach oben. Das liegt auf dem Weg und dann habt ihr nicht so viel Sorge, dass ihr was auch immer Mikado bekommt. Was ihr armen Menschen so macht, sag! Ich hab keine Ahnung. Ich habe nicht vor, Mikado zu bekommen. Das klingt unangenehm, irgendwie pieksig. Ja. Dann lass mal los, ich erzähle euch unterwegs, wie sich das anfühlt. Hattest du schon Mikado? Okay, dann hören wir hier auf. Das ist wirklich nur das Ende der Geschichte. Ihr hört einen massiven, lauten Knall und blickt entgleist in eine Richtung und seht dort einen großen, bärtigen Mann stehen, der mit einem sehr, sehr dichten Vollbart. Und er trägt gewöhnliche, dreckige Kleidung mit einem Gürtel voller komischer, merkwürdiger Sachen und arbeitet an so einem großen Gerät. Ihr könnt es nicht richtig erkennen, aber es sieht ein bisschen aus, als könnte es fliegen. Ich höre nichts. Ach, du hörst nichts. Ja, Moment. Ich höre was, da ist einer. Hallo. Na, was seid ihr für eine Bande, sag mal. Ich muss hier gerade arbeiten, die können mich jetzt nicht stören hier. Wir haben gar nicht vor zu stören, aber woran arbeitet ihr da? Hat das Flügel? Das Margarete und sehr. Kennt ihr die nicht? Die habe ich hier eingebaut die letzten Jahre für Notfälle. Und jetzt haben wir einen Notfall. Deswegen habe ich hier so ein Fluggerät, da passen auch ein paar mehr Leute drauf. Ne? Ja. Was ist denn ein paar mehr? Ja, das Problem ist erstmal, dass das Ding noch nicht fertig ist. Lass mich doch mal ausreden. Genau. Ich muss hier noch ein paar Schrauben. Ich suche hier gerade noch den Hyperantrieb dafür. Denn der muss natürlich richtig Zunder auf den. Oh, ich hab richtig gespuckt. Zunder auf den Kanister haben, das Gerät, ne? Ja, und.
Deswegen müssen wir mal gucken, ob ich das noch rechtzeitig fertig bekomme. Ich glaube, die Zeit drängt. Also, ja. Ich weiß nicht genau. Ich schaue mich in der kleinen Runde um, ob wir euch helfen können, wie gut unsere mechanischen Kenntnisse sind. Aber vielleicht lässt sich da eine Abmachung treffen. Meinst du jetzt mich, oder? Nee. Was braucht ihr denn? Erstmal, wie sieht denn der aus und riecht der zufällig nach Alkohol? Nee, ich bin nüchtern. Also er riecht gar nicht so krass nach Alkohol, wie man meinen könnte. Er sieht einfach aus wie jemand, der hier in der Stadt wohnt und auch sehr, sehr hart arbeitet. Man sieht auch an seinen Händen, dass er offensichtlich viel hier am Arbeiten ist. Er wirkt einfach nur ein bisschen verwirrt. Aber sein Gefährt sieht schon so aus, als könnte es uns helfen. Also Margarete. Sein Gefährt sieht auf jeden Fall aus, als hätte es eine gute Idee. Als wäre es eine gute Idee, sieht aber nicht besonders sicher aus. Ich mache so ein paar Schritte drumherum, schau mir das genauer an. Das ist auf jeden Fall vielversprechend. Aber ihr habt es ein bisschen knapp gemacht mit dem, wann ihr es fertigstellen wollt. Also, wir wären auf jeden Fall bereit zu helfen. Ah, ja, super. Ich habe am Friedhof habe ich eine Werkstatt. Da muss ich noch ein, zwei Werkzeuge für holen, wenn ihr mich begleiten wollt. Können wir das natürlich gerne machen. Ne? Aber grundsätzlich müssen wir ein bisschen aufpassen. Könnte gefährlich werden. Das ist kein Problem. Wir haben Don, der geht voraus. Ja, also ich kann ja nicht glauben, dass ich derjenige bin, aber ich habe da mal drüber nachgedacht. Ja. Ich kann aber auch sein, dass, dass die Margarete gar nicht fliegen tun würde. Ne? Also da habe ich jetzt auch noch keinen... Ich könnte ja Gedanken lesen. Aber, pass mal auf. Für alle Fälle, wenn, also ich würde es vorab einmal alleine testen, dann habt ihr einen Safe-Spot. Und wenn ihr mir helft, das Ding zum Laufen zu bringen... hätte ich vielleicht was anderes, was ich euch anbieten kann. Ihr seht ja wie eine nette Truppe aus. Warum habt ihr überhaupt ein Kind dabei hier in der Belagerung? Was soll denn das? Du hast du kein Kind dabei? Mit was willst du deinen Zunder kaufen? Ey, mein Kind ist klar gläsern und flüssig. Cool. Was ist das eine Frage? Warum haben wir ein Kind dabei? Warum sollte ein Kind nicht fliehen? Na, hier fliegen Steine, hier fliegen Speere, Feuer, alles. Das ist doch kein... Das ist doch FSK 18-Material hier, oder nicht? Genau deswegen will ich hier auch weg. Also was genau müssen wir machen, damit ihr uns auf irgendeine Art und Weise helft? Da muss ich kurz nachlesen. Kein Problem. Er liest von einem imaginären Zettel ab. Ja. Genau, also wir wollen, also ich will hier weg, das ist ja schon mal klar. Wir müssen halt den Hyperantrieb zusammensetzen und dafür muss ich meine Werkstatt, da ist nämlich ein Werkzeug, was man da, so ein Schraubenschlüssel, das ist ein 84er, den gibt's nur einmal, den habe ich da. Ja, und wenn ihr mir da helft, das Ding fertig zu bauen, und ich teste das mal, würde ich euch für alle Fälle, dass das nicht funktioniert, so wie ich mir das vorstelle, würde ich euch die Kletterausrüstung aus meinem, auf meiner Werkstatt, weil die brauche ich ja nicht mehr. No, ja. Das ist eine hervorragende Idee. Ich versuche, nach seiner Hand zu greifen, um die so zu schütteln. Ihm tief in die Augen zu schauen. Nein! Ich will nicht das Bier. Ach so. Ich will nur euer Vertrauen. Also ich will das Bier nehmen, so ist nicht. Nee. Das ist meins. Spinnst du wohl? Also wenn ich so anfange, dann mache ich das alleine. Vielleicht sollten wir nicht allen anderen hier so laut erzählen, dass deine Kletterausrüstung und dein Hyperantrieb liegen. Vielleicht gehen wir da einfach hin, bevor jemand anders es klaut. Ja. Die Herausforderung... Wollt ihr weiterbauen an dem Ganzen und wir besorgen einfach, was ihr braucht? Geht das nicht schneller? Ja, lass uns da vielleicht erstmal hin. Oder? Okay. Also kommst mit! Also möchtest du dein Gerät alleine lassen, Margarete? Die kann man nicht. Ach stimmt, ich muss Margarete, den muss ich auch drum kümmern. Pass mal auf, ihr geht mal für mich zur Werkstatt. Ich fummel hier ein bisschen weiter rum. Ihr könnt euch da alles nehmen, was ihr braucht. Guckt euch ein bisschen um. Ja? Und wenn ihr dann aber den 64er Schraubenschlüssel findet, den müsst ihr mir mal vorbeibringen. Ne? Aber ansonsten war es das auch schon von mir. Ich muss jetzt hier weitermachen. Ihr könnt mich hier nicht stören bei meiner Arbeit. Hier fliegen Teller durch die Welt. Brauchen wir einen Schlüssel für eure Werkstatt? Nee. Oder? Nee. Nee, haben wir abgeschlossen. Ihr seid ein vertrauensvoller Mann. Ich bin eure letzte Hoffnung, so sieht es nämlich aus. Ja. Oh, umgekehrt genauso sagen, ne? Du Flitzpieper und versuch nochmal nach der Flasche zu greifen. Also ich sag mal so, man muss es nicht nur hier haben, man muss es auch hier haben. Ne? Also so fangen wir hier gar nicht erst an.
Und eine Beschreibung, der Weg zu eurer Werkstatt, der wäre wirklich noch hilfreich. Friedhof. Auf dem Friedhof ist eine Hütte. Und ich muss euch noch sagen, ihr seid ja eine nette Truppe. Da kann es sein, dass ihr da von Zombies regelrecht angegriffen werdet. Ne? Seid da auf der Hut. Aber gibt es ein Codewort? Weil ich will, ne, das ist nämlich mein Schloss für die Werkstatt. Ich habe da die Zombies, die sind auf meiner Seite. Es gibt nämlich einen Satz, den man sagen muss, dann greifen die eigentlich an, genau. Ja. Und wie lautet der Satz? Du müsst ja mal was Nettes für mich jetzt tun. Was kriege ich denn dafür? Ich habe euch jetzt ja wirklich schon viel. Also ihr habt mir noch gar nichts geboten. Ich habe einen Margarete. Eine aufs Maul könnte ich anbieten. Es ist ein 64er, habe ich gesagt. Da muss man aufpassen, kleiner Bursche. 64. Ne? 84er war das eben noch. Nee. Also ich weiß ja wohl besser. Also Du hast weniger Zacken an der Krone als ein Tannenbaum, du Otto. Also wenn das so geht, sage ich euch die Worte nicht. Don? Dann könnt ihr mal gucken, wo ihr bleibt. Don, da versucht jemand, dich zu beklauen. An Dons Hals so eine Ader anfängt zu pulsieren. Könnt ihr mal euren Hund da ruhig stellen oder was? Der ist ja nur am Bellen. Das Stuhlbein knirscht auch schon in seiner Hand. Don, da versucht dir jemand was vom Gürtel zu klauen. Ich guck runter und guck sofort zu Vargas. Ich stehe 20 Meter weit weg. Auf einmal, ganz schnell. Ich drehe mich wieder um zu unserem Bastler. Ihr könnt euch uns auf jeden Fall vertrauen. Wir werden die ganzen Sachen euch zurückbringen und hört nicht auf Don. Im Notfall kriegen wir den immer noch kontrolliert. Ich denke, wir werden da uns doch sicherlich einig werden. Und ich würde gerne Personen bezaubern auf ihn wirken. Das heißt, er muss einen Weisheitsrettungswurf machen. Und wenn ihm der nicht gelingt, dann findet er mich wirklich. Also, dann, wir kennen uns. Ja, mir kann man vertrauen. Aber in einer Stunde merkt er, was passiert ist und ist sauer. Du würfelst einen 20er. Wir haben eine 8 gewürfelt. Er hätte eine 13 schaffen müssen. Ja, gut. Dann findest du sie großartig und darfst es sagen. Ich strecke erstmal meine Hand zu dir aus, dass wir so einen richtig coolen Ghetto-Handshake machen, den wir natürlich schon kennen und der mega krass ist. Und der geht auch so 30 Sekunden und alle anderen gucken ganz verwirrt, warum das alles funktioniert. Ja, also wenn das so ist, ich meine, ich kann ja auch einfach für den Raufbold den Sitz ausbauen, ne? Oder einen Schleudersitz, falls der euch mal auf die Nerven geht, könnte ich ja auch einmal. Also da können wir nochmal drüber reden. Dann geht er erstmal rüber und ich würde nur ihr erstmal den Satz ins Ohr flüstern. So, ich würde so ganz nah rangehen und würde sagen, also der Satz, den du sagen musst, damit die Zombies dich in Ruhe lassen, pass genau auf. Ein Organ, mit dem wir denken, dass wir denken. Ein Organ, mit dem wir denken, dass wir denken. Ja, habe ich mir selber aufgedacht. Cool, oder? Das ist, und sie antworten dann meistens Gehirn, richtig? Die machen dann und dann gehen die weg. Sehr gut. Ja. Ich muss jetzt aber auch weitermachen. Ich habe wirklich viel zu tun. Ne? Ich würde jetzt nicht hier einfach verkriechen. Du nimmst deine Leute, verpiss dich zum Friedhof. Machen wir. Okay, Dankeschön. Tschüss. Ja. Oh, mein Kabel wieder. Ach so, kannst du ausstecken. Ich gehe jetzt! Sie gehen. Kalle, du warst fantastisch. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Hier, ich habe eine Bitte. Während dieses ganzen Chaos hat Kitty sich sehr versteckt und bedeckt gehalten und ist einmal quer durch diese ganze Werkstatt gelaufen und hat versucht, alles, was nach einer Waffe aussieht, mitzunehmen. Ihr seid noch nicht mal bei der Werkstatt, das ist im Friedhofen. Also, Bei ihm zu Hause quasi, da, den wir jetzt gerade getroffen haben. Aber du bist doch noch gar nicht dorthin. Bist du da in der Er meint in der Kneipe, in der abgebrannten. Ja, genau. Ja, also da wo dieses Ding jetzt steht. Weißt du? Siri läuft durch die Ruine und versucht zu plündern. Ach, du versuchst nicht zu plündern. Nicht zu plündern, sondern nur Dinge aufzuheben, die mir nicht gehören. Genau. Okay. Insbesondere schaut sie halt auch, ob der nette Herr, den wir gerade getroffen haben, ob der irgendwas bei sich trägt, was man als Waffe. Okay, du hast oft nach Waffen gesucht, alles klar. Genau, der nette Herr, den ihr getroffen hattet, hat nicht wirklich irgendwas dabei, was man als Waffe nutzen kann. Das ist ein Tüftler. Also wenn du nicht versuchen möchtest, dich mit einem Schraubenzieher zu verteidigen, dann wirst du eher unglücklich sein, was die ganze Sache angeht. Du hast in deinem Umfeld auch nicht besonders viel anderes entdeckt, aber dein Blick ist noch einmal bei dieser großen Statue in der Mitte des Marktplatzes hängen geblieben,
die sehr, sehr eindrucksvoll ist. Und du kannst, wenn du möchtest, einmal auf Wahrnehmung würfeln, während du auf diese Statue schaust. Das ist eine, oh, da bin ich sogar geübt drin. Ja, da bin ich bei einer 15. Sehr cool. Ich suche meinen Zettel. Ich habe meinen Zettel gefunden. Sehr schön. du erkennst, dass es sich bei dem Ritter um König Rüdiger aus dem Hause Brat handeln muss. Das kleine Erinnerung. Das ist der König, der jetzt gerade auch am Thron sitzt, der auf seinem Ross gegen einen Drachen antritt. Du erinnerst dich, dass es viele Märchen über Rüdiger gibt als Drachenschlechter, die darüber berichten, wie er als junger Ritter unzählige Feuerschlangen den Kopf abgeschlagen hat. Und weil du so gut darin bist, dich zu erinnern, fällt dir auch auf, dass es sich bei dem Drachen, um den, der da am Boden quasi kriecht, dass es sich dabei um einen ausgewachsenen Golddrachen handeln muss, der von Bahamut geschaffen wurde. Und dass das Schwert in der Hand des Königs nichts anderes heißt als der Drachenschlechter. Was auch immer das jetzt dir bringen kann oder auch nicht. Ja, du weißt jetzt was. Ja. Ich schaue mit großer Verachtung auf diese Statue, spuckt an den Sockel der Statue und sagt, gut, dann auf zum Friedhof. Sehen wir das, dass Gritti die Statue anspuckt? Ihr seht, dass er die Statue anspuckt, ja. Oh. Ist es eine gute Idee? Richtigen hoch und setzt da auch einen drauf. Sehr schön. Und guckt dann in Richtung Vakas aggressiv. Ich glaube, dem eigenen Frust auf diese Art und Weise Luft zu machen, kann helfen, das Gemüt zu verbessern, kann aber auch davon zeugen, dass man sich selbst nicht wirklich unter Kontrolle hat und nicht den höchsten Intellekt besitzt. Und oder wahrscheinlich auch nicht in der Lage ist zu verstehen, was du gerade gesagt hast, fürchte ich. Wahrscheinlich schon. Ich tritte zwischen Vakas und Don und schaue Don ruhig an und wir gehen jetzt zum Friedhof. Auf dem Weg dahin kannst du anspucken. Das ist genau der Ort, wo der Kleine hin muss. Ich spüre eine Art von passiver Aggressivität, die sich sehr in aktive Aggressivität ändert. Kleiner Mann, das ist aktiv! Okay. Gut. Ihr verlasst den Marktplatz. Ihr verlasst den Marktplatz. Über die große Hauptstraße, die frontal Richtung Burgfried führt. Ihr kommt an unzähligen, immer noch panischen Menschen vorbei. Aber hier oben wird es tatsächlich ein bisschen ruhiger. Hier oben ist nicht mehr so viel los. Und ihr erkennt dann auf der rechten Seite einige Gebäude, die aussehen, als wären sie zu einem improvisierten Lazarett zusammengebaut worden. Es wird super, super hektisch gearbeitet. Ihr seht einen kleinen Kobold, der dort durch die Gegend rennt und versucht, überall zu helfen. Aber er beobachtet, also ne, seht das aus der Entfernung. Und auf der anderen Seite seht ihr einen riesigen Tempel, der, also das fängt an mit einem Weingarten und darüber seht ihr einen riesigen Tempel, an dessen Fuß ein Friedhof herrscht. Das heißt, ihr müsst durch diesen Weingarten durch, um dann zu dem Tempel und zu dem darauf liegenden, daneben liegenden Friedhof zu kommen. Ihr könnt jetzt entweder direkt durch den Weingarten marschieren, ihr könnt aber auch davor noch bei dem Lazarett vorbeischauen, wenn ihr wollt. Ja, und dann mischt man halt noch Meerrettich mit ein bisschen Eisschaum aufgeschlagen, reibt das auf die Pusteln und nach 17 Wochen ist Mikado vorbei. Aber da sind wir ja schon. Da muss es doch sicherlich eine schnellere Lösung für geben. Ja, mich muss nicht fragen. Du wirst das nicht glauben, aber ich habe gar nicht so viele Bücher gelesen. Aber vor allen Dingen, wie erreicht man mit dieser Mischung die Stelle, wo Mikado auftritt? Guck mal da. Da braucht man Hilfe! Und zwinkert so in Richtung Gritti. Und ihr seht, wie so Gritti so und das, obwohl sie die ganze Zeit während den ganzen Pustelgeschichten und während der dreiminütigen Eiterbeschreibung nicht einmal mit der Wimper gezuckt. Verständlich. Meint ihr, wir brauchen noch Medikamente oder irgendwas für unterwegs, wenn wir fliehen oder fliegen sollten? Also sollten wir vielleicht einmal nach Vorräten suchen? Okay. Ja, auf zum Lazarett. Ist die Frage, ob sie das freiwillig hergeben werden. Wir haben Don. Der kann sie ablenken und jemand anders nimmt die Sachen mit.
Wir können ja aufhören, über mich lustig zu machen. Bin ja nicht dumm, ne? Ich habe mich nicht lustig gemacht, ich habe nur eine Tatsache gesagt. Ich gehe zu dem Kobold, der da hin und her läuft. Entschuldigung. Der kleine Kobold dreht sich um. Er wirkt sichtbar verwundert, dass er tatsächlich mal persönlich angesprochen wird. Er ist voller Energie. Ja, 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 redest du mit mir? Oh ja, ich habe mit dir geredet. Entschuldigung. Ja, 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 ja. Mein Freund hier hat Mikado. Mi was? Ach so. Eine Krankheit, die mir gerade ausführlich beschrieben wurde. Und ich wollte nur sagen, sollten wir ihn in Quarantäne schicken? Ich habe keine Ahnung. Ich bin eigentlich kein Arzt. Also ich helfe hier nur. Also eigentlich komme ich von ganz woanders und jetzt helfe ich hier nur. Kannst du das mal kurz halten? Und der Kobold drückt dir so einen ganzen Stapel mit Binden und so Mul und alles, was man zum Verbinden von Wunden braucht, in die Hand und lässt sich einfach stehen und wuselt weiter. Perfekt. Ich drehe mich zu Walker so und sage, das war einfach. Ja, das war erstaunlich einfach. Wir haben nicht mal von Don Gebrauch machen müssen. Lass uns einfach gehen. Ja, ich pack das so zusammen und drücke es Walkers in die Hand. Und die gut. Gritti hält nochmal Ausschau, ob irgendwo ein nicht stumpfes Brotmesser im Lazarett ist. Irgendwas ist irgendwo eine Waffe. Ein Skalpell. Teile von irgendwas abzutrennen, vielleicht auch einen Zombie aufzuhalten, falls das notwendig sein sollte. Also du blickst quasi drüber und du erkennst, dass das Lazarett aus drei Häusern besteht, die so miteinander verbunden sind. Das sind wirklich unglaublich viele verletzte Personen, die hier liegen. Man sieht diesen Kobold, wie er einfach überall am Tun ist. Und er wirkt, als hätte er sehr, sehr viel Energie und hätte wirklich Mühe daran, die in irgendeiner Weise sinnvoll umzusetzen. Und ihr seht weiter hinten eine ältere Frau stehen mit langen, langen Haaren, langen, grauen Haaren. Die wirkt, als hätte sie das Sagen hier, aber euch nicht weiter beobachtet oder weiter darauf achtet, was ihr tut, weil sie einfach Besseres zu tun hat. Dein Blick geht über die verletzten Personen und du siehst an der Stelle, an der Seite, okay, man könnte hier das ein oder andere zu essen mitnehmen. Und du findest tatsächlich, ich gönne es dir jetzt, du findest ein kleines Messer, das offensichtlich benutzt worden ist, um hier den ein oder anderen Verband zusammenzuschneiden und anzupassen oder andere ekelhafte Dinge, die wir gar nicht so genau wissen wollen, mit den ganzen verletzten Personen. Und du kannst den einpacken. Ja, ja. Also ich stecke den ein und dann, während ich das tue, tätschel ich irgendwem, der da so liegt, so die Schulter und sagt, Au, das tut weh! Schon wieder. Das tut weh, was ist denn mit Ihnen? Und du wirst einfach richtig böse angemault. Ja, das sage ich auch immer gesagt, wenn es mir mal wehgetan hat. Das muss alles raus, dann ist die Genesung schon fast da. Super. Fluchen verringert Schmerzen tatsächlich. Ja. Ja, großartig. Ich auch im dann hast du geholfen, sehr schön. Und ich stecke noch so eine Portion irgendwie so Haferschleim oder was auch immer da so steht, stecke ich noch mit ein. Jawohl. Das sollte man, wenn man effektiv sein will, die Person daran hindern zu schreien. Also auf zum Friedhof. Oder eher Unfriedhof, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Ihr brecht gemeinschaftlich auf, gehen alle los, bleibt jemand zurück? Bewegen sich alle mit? Ich spreche noch einmal ganz kurz Gideon. Gritti? Ist das Haferschleim, der da aus deiner Jackentasche tropft? Oh ja, möchtest du einen Schluck? Auch einen Schluck. Nein, danke. Es hat mich nur gewundert, warum man Haferschleim in seine Jackentasche stecken sollte. Weil man keinen Bettbezug dabei hat und hält den offen so zu Gritti, ob er auch was haben kann. Ja, das wäre eine gute Mischung mit dem verschimmelten Brot und dem Fisch, ich bin mir sehr sicher. Wollen wir nicht einfach zu diesem Unfriedhof gehen und den Schlüssel besorgen und dann sehen, wie der betrunkene Typ abstürzt? Also, zum zweiten Mal? Ja. Du meinst ihn? Ja. Okay. Das ist auf jeden Fall gut. Jawohl. Ihr wandert gemeinsam durch die Weinreben. Es sind sehr, sehr schöne, sehr, sehr volle Weinreben. Es ist auch der ganze Stolz dieser Burg. Es sagt auch ein bisschen was über die Königsfamilie aus, dass sie lieber Weinreben in der Burg schützen als Menschen und sie deswegen so viel Platz für Weinreben eingeplant haben. Und Trauben. Ich pflück mir auch ein paar. Kannst dir einen verpflücken und ein paar essen.
Ihr kommt an dem großen Tempelgebäude vorbei. Der Tempel, dabei handelt es sich um ein riesiges, weißes Gebäude mit einer goldenen Kuppel. Und falls ihr es vergessen hattet, der Anblick des Tempels erinnert euch daran, dass er in der Stadt als der Sonnentempel bekannt ist. Also auch schon die kleinsten Funken des Lichts sorgen für eine wunderschöne Spiegelung, die ihr auf der wunderschönen Decke erkennen könnt, sogar an einem so verregneten Tag wie heute. Aber euer Blick geht weg von diesem wunderschönen Gebäude und weiter zu dem relativ, ja, im Verhältnis trostlos aussehenden Friedhof daneben. Er ist eingezäunt mit einem großen, ja, so einem alten Metallgusseisenzaun, und du hast am Anfang so ein Tor, durch das man hindurchtreten kann, um den Friedhof zu betreten. Er sieht aus wie ein stinknormaler Friedhof mit unzähligen Gräbern. In der Ferne, in der Ecke, könnt ihr erkennen, dass dort sowas wie eine Hütte oder ein Haus steht. Das könnte die Werkstatt sein, über die gesprochen wurde. Und sonst fällt euch nichts weiter auf. Er scheint auch verlassen zu sein. Niemand hat das Bedürfnis, während einer Belagerung einen Friedhof aufzusuchen. Noch nicht. Früher oder später werden das alle. Nicht aktiv. Gut, ach, endlich ein bisschen Ruhe. Sieht hier irgendetwas aus wie eine Werkstatt? Eine Hütte? Eine große Krypta, wo jemand die Tür aufgebrochen hat? Was weiß ich. Ihr seht, wie gesagt, weiter hinten in der Ecke etwas, was wie ein Gebäude aussieht, was potenziell eine Werkstatt sein könnte. Ihr habt aber sonst keine große Krypta oder irgendwas. Es sind wirklich einfach nur Gräber. Es ist ein sehr unspektakulärer Friedhof. Es ist ein sehr billiger Friedhof. Das ist der kleine Friedhof. Der große, wo die ganzen adligen Leute liegen und so, ist noch weiter oben. Da sind dann nur 3 Grabsteine auf 4-facher Fläche. Richtig. Man hätte auch 20 Wohnhäuser bauen können, um Leute zu schützen und zu versorgen, aber man hat 3 Gräber gebaut. Das ist guter Trade. Äquivalent zu einem Apple Store. True. Okay, was hat der Mann nochmal gemeint? Worauf sollten wir achten? Zombies. Okay, ja, wie sieht sowas aus? Tot. So wie Don, nur ein bisschen wackeliger auf dem Bein. Und gesünder im Gesicht, ne? Na dann, auf in die Werkstatt. Du wirst dich schon erkennen. Ja. Ey, ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber ich gucke mich mal um, liegt da irgendwas rum, was ich als zweite Waffe benutzen könnte? Also, ich hätte nur eine Hand frei und noch ein zweiter Stahlknüppel von so einem Zaun oder so wird schon nicht schaden. Ein Grabstein, mit dem du zuschlägst. Nee, klar, kein, also ich sag mal, wenn dann dünner wäre, wäre mir jetzt nicht so schade. Oder so ein Spaten oder so. Ja, ja, Spaten wäre gut. Ich würde dir eine Schaufel geben. Also du siehst tatsächlich am Rand, am Eingang vom Friedhof, lehnt so eine Schaufel, die könntest du dir aufheben und die könntest du als Waffe benutzen. Sonst gibt es noch einen zurückgelassenen Karren, aber der sieht, den finde ich sehr unappetitlich. Der wird wahrscheinlich benutzt, um tote Menschen zu transportieren. Der sieht auch dementsprechend verwiesend aus. Ich würde die gerne abbrechen, um die als einhändige Waffe zu benutzen. Ist das dann ein Knüppel? Ist das eine Axt? Also es hat ja schon eine Metallspitze. Der Spaten, meinst du? Ja, ich würde den quasi so mittig durchbrechen, damit ich beidhändig führen kann. Und in einem Ende habe ich quasi das Stuhlbein und in dem anderen die Spatenspitze. Ja, das kleine, machen wir eine kleine Axt raus, würde ich sagen. Ja, ich kann auch was anderes nehmen. Ich versuche mir nicht gute Items zu erschleichen. Würde ich aber nehmen, so ist nicht. Du kannst eine kleine Axt draus machen. Ich glaube, es wird sonst eh schwierig genug werden. Danke. Können wir dann? Haltet dein Auge offen nach offenen Gräbern. Ja. Ich bin hinter euch. Ja, bleib bei mir in der Nähe. Jawohl. Das heißt, ich vermute, ihr wandert jetzt einfach zu dem Gebäude auf dem Friedhof. Ja. Yep. Jawohl. Ihr wandert über den sehr kleinen, mickrigen Friedhof. Ihr könnt unter euch die Kieselsteine an den Beinen spüren, wie sie knirschen. Und es fühlt sich an, als wäre jeder Schritt ein bisschen zu laut. Ihr seid auf jeden Fall auf der Lauer. Denn auch wenn der Herr von vorhin sehr verwirrt gewirkt hat, die Zombie-Geschichte klingt auf jeden Fall gefährlich. Aber ihr erreicht
die Hütte, seine Werkstatt hinten ohne jeglichen Zwischenfall und könnt diese betreten. Die Tür ist nur angelehnt, sie ist nicht abgeschlossen und sie sieht von außen, sieht die Hütte auf jeden Fall verlassen aus. Don, geh vor. Also, na gut, also, ja, ich würde beide, natürlich beide Waffen in die Hand nehmen und dann los geht's. Dann möchte ich, dass du bitte einmal auf Akrobatik würfelst. Oha, das ist jetzt nicht mein stärkstes. Was ich mit einer 11 bestätige. Sehr gut. Du trittst quasi in den Raum hinein. Und noch bevor du dich versiehst, merkst du, dass du über irgendwas drüber stolperst. Offensichtlich hat der nette Friedhofswärter eine kleine Überraschung dagelassen. Es handelt sich um ein Seil, das in den Eingangsbereich gesponnen wurde. Man hätte es sehen können, wenn man vielleicht davor geschaut hätte. Du stolperst drüber und knallst frontal mit deinem Kopf auf den staubigen Boden, verletzt dich aber nicht. Aber es ist auf jeden Fall mindestens ein bisschen peinlich. Es sieht aber so aus, als wäre der Mechanismus. Ich hab deine Seile liegen lassen! Es sieht aber so aus, als wäre der Mechanismus kaputt. Es passiert nichts weiteres. Also, es ist keine Falle losgelöst worden. Du liegst einfach nur blöd im Raum. Also hier unten ist auch alles sicher. Fallen habe ich keine gefunden. Ich steh wieder auf und dann habe ich mich so ab. Das ist alles okay. Greti, kannst rein. Und sie steigt so an dir vorbei und sagt, das hast du sehr, sehr gut gemacht, Don. Ich bin so froh, dass wir dich als Vorhut haben. Greti, ganz okay, leider, wo ist jetzt, dieses Ding? Ja, ich lass hat er uns auch erklärt, reingehen, wie das aussah? Und er hat davon geredet, dass wir hier auch Kletterausrüstung finden. Das finde ich sehr viel interessanter. Ja, ich würde aber trotzdem gerne wissen, ob das, was er da braucht für seinen Antrieb, ob man das vielleicht auch nutzen könnte, um, weiß nicht, ein 2x2 Meter großes Loch in irgendeine Mauer zu sprengen oder so. Er sagt da irgendwas von einem 64er. Ich weiß nicht, was für ein 64er. Ich bin mir nicht sicher. 84er! Ja, ich glaube schon, aber ich glaube, er ist sich selber nicht so sicher gewesen. Vielleicht nehmen wir den Doppelzwölfer auch doch noch sicherheitshalber mit. Was ist ein Doppelzwölfer? Ja, das ist der kleinere vom 94er. Du kennst dich bestimmt draufsehen. Also suchst du danach. Oh, und wir suchen einen anderen. Ich guck mich mal um, ob ich entweder einen Doppelzwölfer oder vielleicht einen 94er, 64er oder 84er, was auch immer so rumliegt. Um einfach mal sicher zu gehen, weißt du, was das ist, was du gerade aufzählst? Nee. Okay. Also. Warte. Vielleicht? Ja, wobei doch, könnte schon sein. Das ist zumindest eine Grund. Also ich weiß, was ich suchen soll. Mir ist schon bewusst, wie ein Werkzeug aussieht, ja. Okay, dir ist bewusst, wie ein Werkzeug aussieht. Sehr gut. Du schaust dich im Raum um und du siehst, es handelt sich um eine Werkstatt. In der Mitte gibt es einen riesigen, großen Holztisch, auf dem mehr oder weniger angefertigte Experimente stehen, bei denen man nicht so genau weiß, was sie tun sollen oder nicht tun sollen. In einer der großen Fiolen blubbert irgendein komisches Getränk vor sich hin. Es wurde auch das Feuer nicht ausgemacht. Also es sieht aus, als wäre gerade erst jemand von hier verschwunden. Und es sieht im Gegensatz zu dem ersten Haus, bei dem ihr wart, nicht so aus, als wäre hier irgendwas schnell zusammengeräumt worden, sondern es hätte die Person einfach vergessen, hinter sich die Tür zuzumachen und das Feuer auszumachen. Ihr seht in der Ecke eine große, schwere, hölzerne Truhe mit einem einfachen, metallenen Schloss. Und ihr seht auf der anderen Seite einen großen Amboss, wo so ein paar Werkzeuge nebenbei am Boden rumliegen. Auch ein Hammer? Nein, kein Hammer. Also keinen, den du so durch die Gegend werfen könntest. Du hast halt alles Mögliche an Werkzeug, aber es sieht auch nicht aus, als wäre der Amboss regelmäßig benutzt worden. Also es war vielleicht früher mal eine sinnvolle Schmiede, bevor unser netter Kalle hier eingezogen ist und daraus irgendetwas anderes gebaut hat. Auf dem Tisch liegen ein paar Kräuter, die du nicht zuordnen kannst, außer du möchtest versuchen, auf Wahrnehmung zu würfeln. Das würde ich aber jeden von euch würfeln lassen, wenn ihr wollt, falls ihr Ahnung von Kräutern habt. Don, auch nicht der Kollege, der hat nicht besonders viel Wahrnehmung. Ja, das wäre uns noch gar nicht aufgefallen. und sonst wirkt alles sehr unspektakulär.
Ich würde mich auf jeden Fall mal umgucken, ob ich irgendwas finde, was also an Kräutern interessant ist, weil ich bin ja ein bisschen belesen, aber auch generell, ob mir noch irgendwas auffällt, was man vielleicht benutzen könnte oder so, sicherheitshalber, ne? Falls Don auch die wichtigen Dinge wie das Werkzeug übersieht oder so. Also dir fällt auf jeden Fall auf, dass es in der Ecke auch ein bisschen an Pergament gibt, das worum liegt, das man sich anschauen könnte. Und du könntest mal was würde ich denn bei den Kräutern nehmen? Auf Heilkunde kannst du mal würfeln und mir sagen, was du da bekommst, auf Weisheit. Ja, das kann ich sehr gerne machen. Heilkunde 3. Okay, du erkennst, dass es Kräuter sind. Perfekt. so viel weißt du. Ich pack mir die einfach in die Manteltasche. Gut. Weil, warum nicht? Es sind Kräuter. Vielleicht braucht er ja einen 420er, ne? Richtig. Wirklich würde ich mal diese Fiole, die da irgendwie so vor sich hin brodelt, näher anschauen. Mhm. Du kannst da dran gehen, dir steigt so ein richtig unangenehmer Geruch in die Nase, es riecht nach Verwesung und nach Tod. Was möchtest du damit machen? Also, wie muss ich mir den Aufbau vorstellen? Ist es einfach nur so ein, also ist es, wie groß ist das? Kann man das irgendwie mit einem Korken verschließen? Also es hat in etwa so eine Größe und es ist schon ein bisschen größer und das ist quasi in so einer Halterung mit drinnen und brodelt so ein bisschen vor sich hin. Darunter hast du Feuer und es ist halt, also es ist weit entfernt davon. Es kommt dir auch nicht besonders sicher vor, weil jemand, der eine Glasfiole über Feuer hängt, kann nicht ganz dicht sein. Das sollte auch dir bewusst sein. Du kannst natürlich versuchen, es anzufassen, aber es ist dir auf jeden Fall nicht geheuer. Ja, ist da irgendwie so eine Kelle oder irgendwie ein Löffel oder irgendwas in der Richtung zum Rühren? Es ist auch dünn nach oben hin, also du kannst auch nicht rausschöpfen. Okay, also es ist wirklich so. Ja. Okay. Das sieht sicher aus. Alles, was dieser Mann gemacht hat, sieht sehr sicher aus. Aber diese Kletterausrüstung. Genau, die Kletterausrüstung. Ich glaube, das ist das Wichtigste hier. Hat die schon wer gefunden? Ich habe keine gefunden, richtig? Also beim du hast nur eine Truhe gefunden, quasi mit einem. Hier steht eine Truhe. Ich könnte sonst. Also hier, die Dame, die ist doch recht. Ist sie denn verschlossen? Oder hat er. Sie auch nicht abgeschlossen. Also hier ist ein Schloss dran, hattest du gesagt, ne? Ja, genau, da ist ein Schloss dran, hatte ich gesagt, genau. Ja. Gritti geht da hin. Ich kann es mal probieren. Oder? Zieht einfach erstmal am Schloss. Du ziehst am Schloss, nichts passiert. Er hatte gesagt, es ist nicht abgeschlossen. Sie ist abgeschlossen. Das hat er nicht vergessen, ausnahmsweise mal. Arunja. Ja. Du hast doch diese netten Haarklammern. Ich probier's mal. Und wieder eine 12. Es ist kein besonders schwieriges Schloss. Es springt auf und du kannst die Truhe öffnen. Und im Inneren findest du tatsächlich die Kletterausrüstung von der, oder das, was eine Kletterausrüstung sein sollte. Es handelt sich um einen ledernen Gurt, der schon mal bessere Zeiten gesehen hat und ein provisorisch angebrachtes Seil an diesem Gurt, aber zumindest ist es ein sehr, sehr langes Seil. Das ist ja auch schon mal etwas. Und ihr findet so etwas, was man als Werkzeug interpretieren könnte. Der 84er oder was das war, liegt auf jeden Fall damit in der Truhe. Aber sehe ich das richtig? Es ist nur die Kletterausrüstung für eine Person. Es ist die Kletterausrüstung für eine Person. Dann drehe ich mich erstmal um und halte dieses Werkzeug Don und Gritti entgegen. Ich glaube, wir haben gefunden, was gesucht wurde. Ja, Donnerlittchen, das ist ja Ergebnis, besser hätte ich es mir nicht wünschen können. Dann lass mal zurück! Donnerlittchen, sehr gut, sehr gut. Aber es wäre ein lustiger Typ. Zum Totlachen. Und Gritti guckt, versucht so an deiner Schulter, an deiner Schulter vorbeizuschauen. Ist ja auch irgendwas Nützliches drin? Eine Kletterausrüstung, genau eine. Warum habe ich auch irgendwas anderes erwartet? Gut. Ich meine, es ergibt Sinn. Warum sollte eine Person 4 Kletterausrüstungen haben? Nichts von dem, was der macht, glaube ich, ergibt großen Sinn. Außerdem hat er uns erzählt, er gäbe es Zombies. Und wenn sich herausstellt, dass ich meine Ressourcen darauf verbrannt habe, mich vor Zombies zu schützen, die gar nicht hier sind, vergesst es. Ja,
Ich würde mal mir dieses Stolperseil schnell aus der Vorrichtung rupfen, nachdem mir bewusst wird, dass es eng werden könnte in Sachen Seil. Jetzt ist jeder für sich, ne? Und rupft das Seil da raus. Du hast 2,5 Meter Seil erhalten. Immerhin. Es ist ein Anfang. Nicht mehr so abenteurermäßig binde ich mir das über die Schulter. Sehr gut. Das ist ein Start. Das ist ein Start. Bart, möchtest du noch mit den Pergamenten was machen? Ja, bitte. Das wäre das, was ich als nächstes hätte machen wollen. Sehr gut. Also, du findest eine Reihe von ganz merkwürdigen Zettelchen, die für dich nicht besonders viel Sinn ergeben. Das wirkt wie etwas, was mal Teil von höherer Literatur war und über das dann sehr großzügig drüber geschrieben wurde mit sehr besonderen Notizen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber du findest unter anderem auch Pläne von der Stadt und auf einem dieser Pläne ist von einem Geheimgang die Rede, einem geheimen Schmugglerweg, der benutzt wurde, um früher Dinge in die Burg hineinzuschmuggeln und hinauszuschmuggeln, die man an den Stadtwachen vorbeibringen wollte. Es ist ein kleines Rätsel dazu geschrieben. Ein Rätsel, das beschreiben soll, wo der Anfang dieses Einganges ist. Nämlich, es ist sehr unordentlich, deswegen musst du ein bisschen daran suchen, damit du es findest. Das passt aber perfekt zu dem Wissenschaftlertypen, dass da nicht alles richtig zusammenliegt und so und dann random irgendwo draufgekritzelt ist. Das sind wahrscheinlich 27 Seiten, wo ganz viele unterschiedliche Informationen sind. 27 lange Seiten. Und jede Seite hat die gleiche Überschrift. Ja. Nein, Überschrift. Notizen steht da überall. Das ist so drüber gemalt über die Sachen, die vorher drauf waren. Gritti schaut sich noch in dieser komischen Hütte ein bisschen um und verliert irgendwie nicht die Faszination an dieser komischen Flüssigkeit und geht so zu Aronia rüber und sagt, hast du irgendwie eine Idee, was das sein könnte und ob es uns umbringen wird, wenn wir hier länger drin stehen? Was? Das kochende Ding? Ja, also wenn so Flüssigkeiten, alles was nicht klar ist und irgendwie leicht alkoholisch riecht, macht mir Unbehagen. Ich gebe zu, dass ich handle mit Schmuck und Stoff. Ich kenne mich mit Alchemie oder sowas nicht aus. Aber das riecht nach Leichen und ich dachte, vielleicht hast du ein gewisses... Hey, weißt du, wie Leiche riecht? Also, und warum bringst du das mit mir in Verbindung? Du bist doch die Serienbelagererin. Weißt du, du hast vorhin doch gesprochen, dass... Ja, genau. Du hast vorhin doch gesagt, wie das Timetable einer Belagerung abläuft und wann wer wie stirbt. Das war's. Und ich dachte... Sagen wir mal so, in meiner Heimat gab es vielleicht mehrere Unruhen, aber das heißt nicht, dass ich daran irgendwie aktiv beteiligt gewesen wäre. Na gut, egal. Wenn du dich mit leichtem Geruch nicht auskennst, sei froh, so riecht das. Und ich zeig nochmal auf diesen Bottich. Möchtest du damit sagen, der kocht hier Zombiesaft? Jetzt, wo du das sagst, ist das die plausibelste Erklärung für dieses Ding. Es führen gerade ein paar Stränge zusammen in meinem Kopf. Ja. Ich geh mal hin und nehme so vorsichtig so eine chemische Probe. Also ich kenne mich da tatsächlich nicht so wirklich mit aus, aber ich schaue mir das mal kurz ein bisschen genauer an. Du kannst mal auf was überfinden wir da am besten? Naturkunde? Ich würde dich entweder auf Arkane-Kunde oder auf Naturkunde, weil es das gleiche, das macht keinen Unterschied, ne? Ja, wobei das vielleicht hast so einen Bonus drin. Bei mir macht es keinen Unterschied, bin ich in beidem nicht geübt. Schauen wir mal, vielleicht ist das Würfel ja gnädig. 13. Also du erkennst, dass es auf jeden Fall nach Tod riecht, wundervoll, und du gehst davon aus, dass es sich um irgendeine Form von einem Zaubertrank handeln muss, der irgendetwas mit Tod und Verwesung zu tun hat. Dein Bauchgefühl würde dir sagen, du würdest es jetzt nicht unbedingt jemandem ins Getränk schütten, den du magst. Ich weiß nicht genau, was hier vor sich geht, aber entweder kocht der Zombie Saft oder er kocht Saft, der Zombies macht. Ich will's einfach kann nicht ich auch mal riechen? Ich würde mal meinen Monster-Zinken da drüber halten. Was habt ihr gewürfelt? Wir haben auf Arkane Kunde oder auf Naturkunde. Du kannst auf beides würfeln, was besser war. Ey,
Es ist wirklich ohne Spaß. Das ist der krasseste Charakter, den ich je gespielt habe. Die Stats sind der Oberhammer von diesem Chart. Das ist der schlechteste Stat, den ich habe. Ist eine 14. So. Und ich habe eine 4. Ich habe eine 2 gewürfelt. Du riechst, dass es stinkt. Yep. Also, keine Sorge, das bist nicht du. Mama! Das würde so viel erklären. Aber vielleicht sollten wir dann tatsächlich hier raus und die Sachen mitnehmen, die nützlich sind. Die, auch die, ich sehe, was Varkas macht, auch die Aufzeichnungen. Genau. Ja. Varkas hat in der Zwischenzeit die Aufzeichnungen entziffert und als Rätsel steht geschrieben, dort, wo tausende Dinge gesagt werden, ohne zu sprechen, der einzige Ort, an dem man nicht bezahlen muss, um einzutreten, nicht bezahlen muss, um zu essen, nicht bezahlen muss, um zu rasten. Da, wo die Sonnenstrahlen uns vor der Dunkelheit schützen, bevor wir in sie hinabsteigen. Bezahlen müsst ihr nicht, doch ein funkenflüssiges Licht erleichtert euch den Weg. Soll ich es nochmal vorlesen? Also ich habe dort, wo tausend Dinge gesagt werden. du kannst gerne, wenn du möchtest. Wo Essen falls nichts du den, kostet. Also du kannst uns den Auszug einfach mir einmal schicken oder so auf Discord, falls das geht. Weil ich würde das Papier einfach in meine Tasche stecken. Ich schicke ihn. Aber ansonsten mache ich mir gerade gedanklich eine Map, was gesagt wurde. Habe ich noch mehr Chaos hier reingebracht. Großartig. Alles gut. Also ich habe mir gemerkt, dort wo tausend Dinge gesagt werden, dort wo man nicht zahlen muss für Essen und andere Sachen und so mit flüssigem Licht, dies, das. Würde Varkas die Information mit uns teilen? Das musst du Varkas fragen. Weiß ich nicht, wenn ihr Varkas besser behandeln würdet, vielleicht. Also Tante Gritti ist doch super. Tante Gritti ist spitze. Ja, gleich, wenn Don wieder da ist, dann. Ich gehe auch noch mal ganz kurz, wie was zu trinken wollen. Natürlich. Weil ich habe die Befürchtung, ich krieg's schneller abgetippt, als ich diese Sequenz in meinen Unterlagen. Das kannst du auch gerne machen. Ich meine, wir haben ja gerade die paar Sekunden. Aber es ist bis hierhin schon mal sehr, sehr cool. Ich bin sehr gespannt. Ich bin mir sehr sicher, dass das Flugzeug nicht fliegen wird und dass es gut ist, wenn wir Kalle zuerst damit fliegen lassen. Das ist vielleicht eine gute Ablenkung auf jeden Fall. Zum Beispiel, genau. Oder so die letzte Erheiterung, die wir im Leben noch haben. Ja, oder wir lassen Don mitfliegen. So, dann. Könnte eine Idee sein, mal gucken. Frickin' Don. Wenn er dich nochmal ohrfeigt, dann finden wir den Weg, dass der andere Ort ist. Ich kümmere mich da schon drüber. Ja. Alles gut. Ich habe immer noch den Kartoffelschnaps. Den gibt es im Zweifelsfall als Versöhnungsgeschenk. Dort, wo tausend Dinge gesagt werden. Und was war der Zusatz dazu? Ohne zu sprechen oder so? Ja, irgendwie sowas. Ohne zu sprechen. Der einzige Ort, an dem man nicht bezahlen muss, um einzutreten. Nicht bezahlen muss, um zu essen, nicht bezahlen muss, um zu rasten, da wo die Sonnenstrahlen uns vor der Dunkelheit schützen, bevor wir in sie hinabsteigen. Zahlen müsst ihr nicht, doch ein funkenflüssiges Licht erleichtert euch den Weg. Jawohl, ich habe es euch einmal in die Gruppe hineingepostet. Ja. Sobald wir wieder vollzählig sind, teile ich die Information auch gerne. Kartoffelschnaps ist actually einfach Wodka, ja, tatsächlich. Ja. Der gute selbstgebrannte. Damals. Das ist immer ein bisschen anders als Wodka. Ich kann es euch auch einmal in den Chat reinposten, natürlich. Na, ist gut. Dann kann der Chat mitraten. Wenn ihr fertig seid mit dem, was auch immer ihr gemacht habt, dann kommt Varkas zu euch. Ich hab's euch doch gesagt. Es gibt anscheinend doch einen Geheimgang hier irgendwo. Ich weiß noch nicht ganz wo, aber das scheint zumindest der Anfang zu sein. Ich lese einmal ganz kurz vor. Ich habe hier dieses wunderbare Stück Papier. Dort, wo tausend Dinge gesagt werden, ohne zu sprechen. Der einzige Ort, an dem man nicht bezahlen muss, um einzutreten, nicht bezahlen muss, um zu essen, und nicht bezahlen muss, um zu rasten.
da, wo die Sonnenstrahlen uns vor der Dunkelheit schützen, bevor wir sie in sie hinabsteigen. Bezahlen müsst ihr nicht, doch ein funkenflüssiges Licht erleichtert euch den Weg. Da ist ein kleiner Reim drin, finde ich sehr schön. Ja. Mhm. Hat jemand eine Idee? Dinge gesagt werden, ohne zu sprechen. Ich habe an Bücher oder Gebete gedacht. Ja. Ja, ich weiß, wo ich hingehe, wenn ich naschen will, ohne was zu zahlen. In den Tempel? Ja. Oder einfach bei irgendjemandem ins Haus. Nee, Tempel, da steht immer was rum. Ich sag mal so, also merkt jetzt auch keiner, wenn man da 2-3 Schluck nimmt und so. Da gibt's auch immer diese kleinen Kekse. Hm, ja. Also, gibt's denn hier einen Tempel? Ich kenne mich, wie gesagt, hier nicht so gut aus. Ja, wir sind ich drehe mich um und sind eben an einem vorbeigelaufen. Dann grill ich, also, ich kann hier gerne mal. Und nimmt ihr so die Brille ab. Und poliert da einmal so drüber. Ich weiß nicht, ob die sauberer geworden ist, aber setzt ihr die wieder auf. Ah, das ist hier. Warum sagt ihr mir nicht Bescheid, dass das voll meine Hose ist? Ah, da sind ja 3 von euch. Ich glaube, ich die ganze Zeit was. Also. Ich dachte, der Große hätte einfach eine Bauchrednerpuppe dabei. Und würde so tun, als hätte er ein Kind. Ja. Ich würde also trotzdem sagen, wir sollten vielleicht vorher diese Flugzeugoption probieren. Weil hierhin zurückkommen wir, glaube ich, eher, wenn die Belagerung weiter fortschreitet. Aber nach unten wird, glaube ich, eher schwierig. Hm. Ein schlauer Junge. Bringen wir den 84er? Ja, mit Milch. Gut, niemand. Das Ding. Das Ding, von dem wir glauben, dass es das richtige Werkzeug ist. Ja. Richtig. Lass mal runter. Okay, also haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir dann danach zu dem Tempel gehen? Oder? Das wäre aktuell der Plan. Oder hast du einen besseren, Gritti? Ich habe gar keine Pläne. Also was Pläne angeht, da bin ich ganz schlecht. Hm. Also der doch heute Abend schon was vor, Gritti. Ja, auf jeden Fall etwas sehr weit von dir entfernt. Sie wäscht sich die Haare, Don. Und zwar in jedem Abend. True. Ich kann auch vormittags, mittags, nachts. Ich könnte auch sonst zu dem was dazwischen schieben. Ja, und dann laufen wir los, ne? Ja, wir sind schon losgelaufen. Du stehst doch da. Mittags, so um 11 rum, beim zweiten Frühstück. Ja. Wundervoll. Okay, also ihr wollt zurück zum Marktplatz laufen, wo ihr Kalle getroffen hattet. Ich denke, das ist die schnellste Option. Jawohl. Ihr wandert zurück zum Marktplatz. Da unten ist mittlerweile massives Chaos ausgebrochen. Wenn ihr davor das Gefühl hattet, okay, Verzweiflung ist da, jetzt ist richtig Verzweiflung da. Was ihr oben nicht mitbekommen habt, ist, dass die Belagerer mittlerweile angefangen haben, mit Katapulten in die Stadt hineinzuschießen. Das bedeutet, am Fuße der Hauptstraße, wenn ihr auf den Marktplatz kommt, seht ihr, wie diese Steine auf die Häuser einschlagen, wie Menschen davor wegrennen, die Häuser zerbersten. Und ihr müsst ernsthaft darüber nachdenken, ob es gerade noch sicher ist, den Marktplatz zu betreten, weil ihr dann auf jeden Fall in der Reichweite der Katapulte seid. Gott, sind da Leute, die Hilfe brauchen? Ja. Es sind überall immer Leute, die Hilfe brauchen. Sehen wir Kalle irgendwo? Nö. 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 Ihr seht, unter einem Stein. Ihr seht, also wenn, dann seht ihr auf jeden Fall keinen vollständigen Kalle irgendwo. Nichts, was ihr als Kalle entdecken könntet. Aber ihr seht auf jeden Fall Menschen, die halt fliehen. Ihr seht eine Person, die auf der Seite liegt und nicht mehr ganz fit aussieht. Auf der anderen Seite rennen Menschen davon und versuchen sich immer mehr Leute nach oben in Sicherheit zu bringen. Das heißt, ihr läuft quasi gegen einen Strom aus Menschen, der Richtung Bergfried strömt. Ja, ich würde mal zu der Person hinrennen, also dann rennen zu der Person hin, die auf dem Boden liegt. Und würde mir die mal angucken. Die Person, die auf dem Boden liegt, ist nicht ansprechbar. Also sie scheint nicht tot zu sein, aber es handelt sich um eine junge Frau. Sie hat langes, blondes Haar und trägt gewöhnliche Kleidung. Sie hat offensichtlich einen Stein in den Kopf bekommen. Sie ist nicht ansprechbar, wahrscheinlich ist sie bewusstlos. Hilfe! Wir brauchen Hilfe! Weswegen? Also, du bist völlig aufgelöst.
Ja, hier die junge Frau. Darf ich mal auf Medizin würfeln? Also, ob ich weiß, was mit ihr nicht stimmt? Ja, du kannst gerne auf Medizin würfeln. Ja, kritischer Erfolg, eine 22. Och, krass. Entschuldigung, ich wollte nicht irgendwie... Ja, du, ich kann auch nicht gleich Schädeltrauma zweiten Grades. Wir müssen sofort eine Mullbinde auflegen und den Nacken stabilisieren, damit es nicht zu Einblutungen in die Gliedanzsäule kommt. Ja, pretty accurate. Ich glaube, also, das ist das erste... Ich stabilisiere sie dann auch so in Seitenlage direkt. So und ich glaube, das ist das erste Kluge, was du gesagt hast. Und Vakas geht direkt hin und nimmt die Mullbinden, die wir vorhin netterweise... Ich glaube, er ist von irgendwas besessen. Das war nicht er. Ja. Gritti geht auch so zwei Schritte zurück. Ja, ich schnapp mir die Mullbinde und fange sofort an zu verbinden und versuche der Frau zu helfen. Sehr gut. Sie ist immer noch bewusstlos. Du hast sie stabilisiert, das ist gut, aber sie ist immer noch bewusstlos. Ich würde sie so ein bisschen beiseite legen, irgendwo, wo es zumindest ein bisschen sicherer ist. In einer belagerten Stadt. Naja, also ich dachte, sie liegt da mitten im Weg, wo panisch Leute rumlaufen und sie zu Tode trampeln. Sonst nimm sie doch einfach mit und wir lassen sie beim Tempel. Das ist eine sehr gute Idee. Ja, ich nehme sie mit. Haben wir dafür die Zeit? Ob wir dafür die Zeit haben? Also bitte! Guck dir Don an, der ist stark. Ja, ich glaube auch, also wenn wir zum Tempel kommen und eine verletzte Person dabei haben, dann sieht das doch nach einem Plan aus, oder? Kann uns niemand den Zutritt verwehren. Das ist tatsächlich eine gute Idee, Gritti. Aber ich denke, die Flugmaschine und ihren Besitzer, den können wir abschreiben. Also, ich glaube, der Luftraum ist schwieriger geworden. Ja. Und bevor er weiter oben in der Stadt auch schwieriger wird, drehen wir jetzt um. Wir können ja das Werkzeug hier hinlegen, mit einer kleinen Notiz. Vakas kann ja schnell was schreiben, der ist so belesen. Bart, würfel mal einen Rettungswurf. Was für einen Rettungswurf? Einen Ausweichen-Rettungswurf. Also, okay, Geschicklichkeit. Ein Geschicklichkeit-Rettungswurf. Klar! 12. Du springst gerade noch zur Seite. Von oben kommt tatsächlich Geröll auf dich zugeflogen. Du weißt nicht genau, woher es kommt. Vermutlich haben sie mit dem Katapult nicht nur Steine, sondern alles Mögliche geschossen, was sie irgendwie in die Nähe bekommen. Du weichst nach hinten aus und landest auf deinem Allerwertesten, aber du bist nicht verletzt. Okay, das war verdammt knapp, Leute. Wir sollten wirklich versuchen, irgendwo hinzugehen, wo sie uns mit den Katapulten nicht erreichen können. Ja. Gritti springt so mit so einem Satz nach vorne, also wie so eine Katze, und zieht dich auf die Beine. Okay, wir gehen jetzt, aber schnell. Ich hatte schon die Hand ausgestreckt, um zu helfen, und Gritti so... Arunia, pass auf, dass wir den netten Don nicht verlieren, jetzt wo er ein bisschen schwerer beladen ist. Nicht, dass er Ich stehe schon 3 Meter weiter, bin schon fast auf dem Weg zum Tempel. Also für mich seid ihr gerade die Lahmen. Ja, was bin ich jetzt? Ja. Ich raffe wieder die Röcke. Ja. Jawohl. Ihr bewegt euch in einer großen Gruppe an Menschen Richtung Bergfried. Die Masse an Menschen, die davor auf dem Marktplatz oder um den Marktplatz herum irgendwie nach Dingen gesucht hat, fängt jetzt an, oben beim Bergfried Lager aufzuschlagen. Es wirkt wesentlich ruhiger dort oben. Menschen versuchen, zur Ruhe zu kommen und durchzuatmen. Sie sind erschrocken, sie suchen sich, sie rufen nacheinander. Alles in allem wirkt es trotzdem, als könnte man wieder ein bisschen besser reden, weil nicht mehr so viel geschrien wird. Man hat auf der einen Seite wieder das Lazarett. Ihr seht den Kobold, der wieder durch die Gegend am Wuseln ist und am Dinge machen ist. Und auf der anderen Seite seht ihr den großen Tempel, wenn ihr noch ein paar Meter weiter durch das Waldgebiet durchrennt. Der kleine Kobold. Dann das Lazarett abgeben, geht das? Ja, ich wollte gerade sagen. Der kleine Kobold, alles gut. Der kleine Kobold, der euch bis jetzt nicht beachtet, nicht beobachtet hat, sieht euch jetzt diesmal tatsächlich mit sehr, sehr großen Augen an, weil, oder genauer gesagt, schaut Don mit sehr, sehr großen Augen an, weil er ja die Frau trägt und geht direkt auf dich zu. Ah, ja, die musst du da drüben musst du die da reinbringen. Warum hast du eine Frau? Warum hast du keine Frau? Und jetzt da wo rein? Ja, in das, Moment, wo kommen die hin? In den großen Raum, in den ganz großen Raum, da wo ganz viele Menschen liegen, da hinten. Weiß ich, was er meint? Nein. Du kannst. Geh jetzt vor, du Ampelmann, und dreht ihn so in die Richtung, in die er gezeigt hat. Au, hey! Danke für die Hilfe.
Und der kleine Kobold rennt vor und evakuiert dich oder bringt dich quasi in eine der größeren Häuser rund um das Lazarett. Was machen die anderen? Folgt ihr ihm oder wartet ihr? Ich versuche weiter so in Richtung Tempel zu halten. Don findet uns schon. Seid ihr sicher, dass er alleine klarkommt? Nein. Aber er findet uns. Gut, dass er nicht da ist. Das wäre eine traumatische Erfahrung für ihn. Gut, wir bleiben vielleicht in Sichtweite. Wir können ja ein paar Schritte vorgehen. Und dann, ja, ja. Gritti steht so am Eingang des Lazaretts und hält nach dieser Frau Ausschau, die so aussah, als ob sie hier das Sagen hätte. Du kannst sie von außen nicht erkennen. Also sie scheint irgendwo drinnen am Menschenversorgen sein. Okay. Gut, dann bleibt sie erstmal dort stehen und schaut, dass Don niemanden verletzt, während er die verletzte Person in Sicherheit bringt. Okay, das heißt, du bleibst quasi bei Don und die anderen zwei gehen weiter Richtung Tempel. Richtig verstanden? So ein bisschen. Wir wollten noch in Sichtweite. Also wir schlendern genau. So langsam und okay. Schauen immer wieder zurück, sodass wir schon mal vorankommen, aber nicht ganz außer Sicht geraten. So diese. Ich würde okay. Gerne zeitlich loswerden. Also ich wollte jetzt nicht reingehen und für sie eine Geburtsurkunde ausstellen, dass sie mir erstmal ihre Impfpass holen und so. Ich wollte sie da jetzt mehr so, ja, wenn da eine Liege frei ist, sag ich mal, dann würde ich sie da potenziell auch ruhig lassen. Ja, das ist schön, dass du das möchtest. Gut. der kleine Kobold rennt auf jeden Fall frontal rein in vollem, schnellen Tempo in eines der Hauptgebäude und ruft nach innen. Rundara, Rundara, ich brauche deine Hilfe. Oh mein Gott, ich glaube da, die braucht, die ist, die reagiert nicht. Hilfe, schnell, du musst schnell kommen. Und die ältere Dame, die ihr vorhin gesehen habt, die offensichtlich Rundara heißt, mit langen grauen Haaren, kommt nicht, also man hätte erwarten können, dass sie genervt ist. Sie wirkt eher sichtlich erleichtert, dass sie den kleinen Kobold wieder sieht und kommt ruhig und gelassen auf Don zu. Ist das ihre Frau? Ja, also noch nicht. Ich habe sie gefunden. Ah, okay. Was hat sie denn? Sie haben das sehr professionell verbunden. Waren Sie das? Also das ist mehr so zufällig. Ich hab sie so gefunden. Ich würde sie sonst auch hier lassen und versucht, die so der Dame in die Hand zu drücken. Ja, können Sie die vielleicht hinten auf die andere Trage im anderen Raum legen? Habt ihr den Schrei gerade auch gehört? Ja. Im Hintergrund schreit jemand auf und hat Schmerzen. Können Sie versuchen, sie vielleicht in den hinteren Raum zu legen und einfach zu überprüfen, dass der Puls konstant bleibt, während ich noch ein paar Heilkräuter zusammensammle? Super, danke schön. Und sie lässt dich einfach im Raum stehen und geht Sachen suchen. Ja, ich würde dann, wo sie gesagt hat, dass ich sie hinlegen soll, würde ich sie mal hinlegen. Gut. Als du diesen Befehl bekommst. Ich würde nur gerne mal analysieren, wer da so rumsteht. Als du den Befehl bekommst, kommt Gritti dazu und hilft dir beim Tragen. Ja, wir bringen sie in Sicherheit, keine Sorge. Und sie schaut dir so mit so einem. Sehr gut. Ihr befindet euch in einem dunklen, kleineren Raum. Hier hinten ist es sehr, sehr stickig. Es riecht sehr unangenehm. Nicht ganz so unangenehm wie der Zaubertrank, den ihr vorhin gerochen habt, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung. Die Leute, die dort liegen, sind auf jeden Fall nicht so laut wie in dem vorderen Bereich. Es liegt eine Dame noch gegenüber auf einer Trage, die bei Bewusstsein ist offensichtlich, aber euch nicht mustert, sondern einfach nur ihr Bein hält und offensichtlich verletzt ist. Es ist auch die letzte freie Trage, die ihr hier in dem Raum seht. Und sonst ist da jetzt nichts Besonderes. Also ihr habt ein bisschen was an Muhl, das auf der Seite liegt. Ein Krug mit Wasser steht auf der Seite. Aber es ist jetzt nicht irgendwie, es ist halt ein Lazarett, so wie ein Lazarett aussieht, das provisorisch irgendwo aufgebaut wurde. Es ist sehr eng und sehr, sehr voll. In der Zwischenzeit springe ich mal nach außen, wo sich ja immer noch unser Wachkass und
Arunia befinden. Ihr habt mittlerweile mitbekommen, dass die beiden in das Gebäude hinein verschwunden sind. Das heißt, ihr seht die Leute nicht mehr, aber ihr hört Menschen um euch herum sehr aufgeregt reden. Und ihr könnt nicht genau zuordnen, woher die Worte kommen, aber ihr hört folgendes Gespräch an euer Ohr kommen. Ja, also die munkeln ja wirklich, dass der König selber dafür verantwortlich ist, dass es zu dieser Belagerung gekommen ist. Der König hat uns verlassen. Der ist aus der Burg geflohen und wir sind jetzt allein zurück und sterben hier. Und ihr merkt, dass die Panik weiter ausholt und dass die Leute davon ausgehen, dass die Königsfamilie geflohen ist. Das ist natürlich kein gutes Zeichen, wenn ein Souverän einfach geht. Und hieß es nicht auch irgendwie, solange der König hier ist, kann sie irgendetwas gab es doch mit, wann die Burg fallen kann oder nicht. Bist du eigentlich von hier, Arkas? Ja, ja. Arkas, Entschuldigung. Nennt mich, wie ihr wollt, I guess. ja, ich bin von hier. Aber keine Ahnung, ich hätte nicht mitbekommen, dass irgendjemand das Ganze verlassen hat. Wenn doch, dann würde es ja dafür sprechen, dass es eine Art Geheimgang in der Festung gibt, den wir vielleicht auch nutzen könnten. Ja, ja, aber wohl vermutlich nur für die Königsfamilie und ihre engsten Vertrauten. Ja gut, vielleicht können wir uns da irgendwie reinmogeln oder so. Wir sind sehr unauffällig, also wir beide. Anderen, Ich weiß es nicht, Gritti könnte noch irgendwie gut als Waschweib durchgehen. Ich glaube tatsächlich, dass Don, so wie er aussieht, ein Alkoholproblem hat, aber vielleicht doch bessere Chancen hätte, als man glaubt. Also, sich hier zurechtzufinden, meine ich. Das heißt, du meinst, wir sollten vielleicht doch eher versuchen, in den Palast zu kommen? Wir können erst den Tempel probieren, aber desto länger wir warten, desto mehr Leute werden es. Und ich meine, guck dich um. Also, ja. Es wird immer schwieriger, glaube ich, voranzukommen. Deswegen weiß ich auch nicht, warum wir jetzt gerade uns hier so viel Zeit lassen. Was ist eigentlich mit deiner Familie? Sollen wir die auch noch suchen und mit rausholen? Ich habe keine Ahnung, wo die sind tatsächlich. Die haben dich allein gelassen. Ja, das... Also... ich habe eher sie allein gelassen. Ja, ich bin losgelaufen, bevor das alles so verwirrend wurde, wie es das jetzt ist. Aber ich glaube, wenn wir es hier rausschaffen, dann werde ich sie schon wiederfinden. Das hoffen wir mal. Ja, ich bin sehr zuversichtlich. Ich meine, ich war am weitesten unten. Deine Familie wohnt nicht im unteren Teil. Nein, nein. Du warst am weitesten unten. Ja. Ich werfe so einen Blick über die Schulter, wo man vermutlich sehr viel Rauch und Flammen und sonst was über den bombardierten Teil der Stadt aufsteigen sieht. Die können sich auf sich aufpassen. Ich bin der Jüngste von allen und ich meine, ich bin auch noch hier. Also wird's denen schon gut gehen. Aber ja. Wo bleiben Don und Gritti? Ich habe keine Ahnung. Warten wir noch ein paar Minuten und wenn sie da nicht kommen, gehen wir einfach weiter. Ja, ich gehe mich kurz da hinten erleichtern. Ist das ein Zeichen für, ihr hättet gerne eine Pipi-Pause? Nee. Okay. Ich pinkle einfach nur gern. Ich bin 12-Jähriger, meine Blase ist nicht so groß. Ich würde aber tatsächlich, wenn ich so ein bisschen austrete, um beiseite zu gehen, um mich zu erleichtern, gucken, ob ich höre oder sehe, wer davon gesprochen hat, dass der König die Stadt verlassen hat. Ob ich da irgendjemanden sehe, der explizit darüber geredet hat. Also es sind halt super viele Leute da, also es ist für dich nicht möglich zu erkennen, wer von denen es könnte. Jeder Mensch sein, der an dir vorbeigelaufen ist. Ne? Es sind halt super, super Schade. Viele Menschen. Dann erleichtere ich mich einfach nur. Und dann erleichterst du dich einfach nur. Sehr gut. Würfel auf erleichtern. Hast du dich selbst eingepinkelt? Mal gucken. Fingerfertigkeit. Ist das noch schlimmer oder ist uns das jetzt auch egal? Wir springen wieder zurück ins Lazarett, wo Gritti und Don nach wie vor bei der bewusstlosen Frau liegen, die nach wie vor bewusstlos ist, aber offensichtlich immer noch lebt. Good job on this one. Das mit den Mullbinden und mit dem Sicherstellen von der Frau, großartig. Und ihr befindet euch in dem Raum, als der kleine Kobold den Raum wieder betritt. Ah,
Das ist so toll. Wir brauchen ganz dringend mehr Leute wie euch, die uns helfen. Wisst ihr? Weil wir sind eigentlich, also ich und meine Herrin Runara, das ist die ältere Frau, die da drüben ist, wir sind eigentlich auch nicht von hier. Aber wir haben einfach geholfen. Und es ist so toll zu sehen, dass ihr auch einfach helft. Was macht ihr eigentlich? Oh, du immer gerne. Aber sag mal, wo kommst du denn eigentlich her? Wie? Ja, also heute Morgen? Ja, also jetzt bist nicht von hier, aber hilfst hier. Also ist jetzt für so einen Kobold ja auch nicht alltäglich. Ach so, ja, also wir kommen aus Drachenruh. Klingt ja romantisch. Okay. Das ist nicht romantisch. Das ist ein wunderschöner Tempel auf den Sturmwrackinseln. Der ist wunderschön und toll. Und er ist nicht romantisch. Das ist ein Ort der Ruhe und des Friedens. Und auch der Liebe, aber nicht romantisch. Das klingt ziemlich romantisch, muss ich nochmal betonen, kleiner Kerl. Also, was weißt du schon? Großer Mann. Romantisch oder nicht? Wie sieht denn das aus, wenn du jetzt sagst Ruhe und Frieden? Wo würden wir denn hingehen, um uns in Ruhe und Frieden in Sicherheit zu bringen? Und vielleicht noch ein paar andere Leute in Sicherheit zu bringen? Hast du da eine Idee? Also, wenn ich Ruhe und Frieden suche, mache ich einen Spaziergang. Ja, okay. Und sie tätschelt ihm so den Kopf und sagt, dann mach mal fleißig weiter, kleiner Hüpfer. Braucht ihr Hilfe? Was macht ihr überhaupt? Wir wollten eigentlich zum Tempel, da gibt es wohl ein Rätsel zu lösen. Ich liebe Rätsel. Was für ein Rätsel? Ein schwieriges? Ich liebe schwierige Rätsel. Was für ein Rätsel. Sag mal so, Grigi, kann er jetzt auch nicht schaden, wenn der Kleine mal mitredet. Sag ihm doch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe die Hälfte von den Worten, die Avakas da vorgelesen hat, habe ich nicht verstanden. Ich weiß, und den Reim habe ich auch nicht gehört. Ja, das mit dem Reim weiß ich auch nur irgendwas mit Schaum auf Kaum oder Gicht auf Licht oder so. Aber das ist irgendwo ein schwieriges Rätsel, wenn ihr das redet, aber irgendwie hört auch keiner zu. Und alles ist umsonst. Und Licht ist aber auch keins da. Also richtig genießen kannst du offensichtlich auch gar nicht, das Buffet. Okay, wie wär's mit Walk and Talk? Lass uns doch mal in Richtung Teppe gehen. Du kleiner Kollege, wie heißt du? Frupp. Okay, Früppchen. Dann zeig Frupp. Uns, kommst nicht du jetzt Früppchen, mit. Frupp. 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 Alles klar. Frupp. Für sie immer noch Frupp. Dann zeig doch mal, zeig uns doch mal den Weg zum Tempel. Den kennst du doch bestimmt auch, oder? Den siehst du doch von hier. Ja, ich dachte, ich gebe dir einen kleinen Boost für dein Ego, aber dann beweg dich einfach. Also, der Kobold ist sichtlich irritiert davon, weil du nicht besonders freundlich mit ihm sprichst. Er scheint am Anfang sehr begeistert gewesen zu sein von euch. Diese Begeisterung schwindet. Er glaubt euch auch nicht mehr, dass ihr wirklich ein Rätsel habt, weil offensichtlich kennt ihr das Rätsel nicht mal selber und er fühlt sich ein bisschen veräppelt von euch gerade. Also seine Meinung euch gegenüber schwindet ein wenig. Charisma würfeln. Mal gucken, was Frupp wirklich von mir hält. Dann würfel mal auf Charisma. 19. Oh nein. Also, Frupp findet dich prinzipiell schon sehr beeindruckend, wie du da so stehst. Also, Frupp, du bist mir ist ja natürlich groß. Nicht entgangen, dass du nicht nur eine steife Schulter, sondern auch ein scharfes Auge hast. Und genau so ein Kerl wie dich, den könnten wir astrein gebrauchen beim Rätselknüffeln. Aber das darfst du keinem erzählen, das ist nämlich ein Geheimnis, Frupp. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bist du ja von einem Ort, da ist Tempel auch ein ganz großes Ding. Also das ist quasi eine Kernspezifikation, die mir jetzt extrem helfen würde bei der Weiterentwicklung unserer privaten Geschichte. Was sagst du, Frupp? Bist du bei der Nummer dabei oder bist du sofort am Start? Ich habe die Hälfte nicht verstanden, aber ich habe Lust. Also dann los geht's, Frupp. Den tu voraus, ich klau hier noch schnell einen Hut und dann bin da. Stimmt, du hast ja immer noch dieses Deckchen um. Sehr schön. Ist da irgendwo ein Hut, den ich klauen kann? Ich meine, die meisten Hutbesitzer hier sind ja potenziell nicht unbedingt wehrfähig. Du kannst dir einen Hut mitnehmen. Ja, ich bin mir einen Hut klar. Am liebsten halt so irgendeine Kapuze. Du kannst dir eine Kapuze auch mitnehmen. Wie du gesagt hast, die Leute sind nicht besonders wehrfähig. Du findest auf jeden Fall irgendwo jemanden, der
andere Probleme hat als seine Kapuze. Hervorragend. Und ihr verlässt gemeinsam das mit Frupp das Lazarett und trefft draußen wieder auf Arunja und auf Vakas, die schon sichtlich genervt davon sind, weil ihr einfach sehr lange gebraucht habt. Wir sollten gehen, Leute. Ja. Das ist Frupp. Das hat alles ein bisschen länger gedauert. Auch von mir aus können wir los. Hi, ich bin Frupp. Hi, Frupp. Ich habe gehört, ihr habt ein Rätsel. Oh. Ich finde Rätsel toll. Und der nette große Mann mit den großen, breiten Schultern, der hat ganz viele Dinge gesagt und ich habe die Hälfte verstanden, aber sie klang toll. Gritti geht, geht so an Frupp vorbei und sagt, der nette Mann, der dich vorhin noch getreten hat. Ja, ja, ja. Frupp versteht nicht, was du meinst. Gritti, mach mir das nicht kaputt. Frupp hat das schon wieder vergessen, dass er getreten wurde. Das ist seine Art, Liebe zu zeigen. Ich kenne das von meinem Dad. Also... Das Rätsel lautet, dort, wo 1000 Dinge gesagt werden, ohne zu sprechen, der einzige Ort, an dem man nicht bezahlen muss, um einzutreten, nicht bezahlen muss zu essen und nicht bezahlen muss, um zu rasten. Da, wo die Sonnenstrahlen uns von der Dunkelheit schützen, bevor wir in sie hinabsteigen. Bezahlen müsst ihr nicht, doch ein funkenflüssiges Licht erleichtert euch den Weg. Das ist das Rätsel. Das klingt alles... Aber erzähl doch ruhig nochmal. Das klingt alles sehr kryptisch. Aber es weiß doch jedes Kind in dieser Stadt, dass die Leute im Tempel ein Schweigegelübde abgeschlossen haben und nicht sprechen. Ah. Und was ist flüssiges Licht? Keine Ahnung. Fast jedes Kind. Und sie guckt auf Vakas. Also ich sag mal so, ich kenne ein paar Flüssigkeiten, die haben mir schon ein paar Mal den richtigen Weg gezeigt. Und gib Frupp so einen Knuff. Au! Das tut doch weh. Hey, wenigstens bin ich nicht mehr der, der geknufft wird. Also flüssiges Licht. Was soll das sein? Weiß ich nicht. Noch was? Können wir erstmal in den Tempel gehen und dann vielleicht? Ja, wir gehen jetzt mal rein. Ja. Der Rest ergibt sich wahrscheinlich. Danke, Frupp, für die Hilfe. Super. Ich denke... Ja? Ich weiß nicht, ob wir, also vielleicht, du arbeitest ja hier im Lazarett, wir wollen dich da nicht irgendwie jetzt entführen oder wegnehmen davon. Aber ich bin doch nicht entführt, ich gehe doch freiwillig mit, außer wollt ihr mich zwingen mitzugehen? Nein, nur wenn du willst. Nein. Wollt ihr mich zwingen, nur wenn du willst? Gritti, nicht die richtige Zeit dafür. Sie beugt sich so runter und gibt ihm so ein Brotmesser. Hier, das ist ein Geschenk von mir an dich, falls es mal brenzlig werden sollte. Einfach anpiekst. So, ich denke, falls es mal brenzlig werden sollte. Was soll ich denn damit machen? Wie, soll ich mir eine Stulle schmieren oder wie? Ja, genau. Wenn es brenzlig wird. Oder wenn jemand böse zu dir ist, dann sagst du, ich kann damit umgehen. Ihr seid ja ein komischer Haufen. Und damit verlässt Frupp euch und geht zurück ins Lazarett. Okay. Wie hat er nicht mitbekommen, dass hier Katapulte auf uns haben? Kein Gefahrenbewusstsein, der Kleine. Ich glaube, er hat einfach seine Berufung gefunden und ist glücklich. Ja. Und vielleicht wollen wir ihn auch nicht mitschleifen. Okay, aber was ist flüssiges Licht? Also, es gibt phosphoreszierende Farben, die aus Pflanzen gewonnen werden können, aber ich glaube nicht, dass es sich darauf bezieht. Vielleicht ist das irgendetwas, was im Tempel mehr Sinn ergibt? Wahrscheinlich. Ich habe mal eine Arcana 17 gewürfelt. Könnte flüssiges Licht nicht einfach Öl sein? Also Lampenöl? Aber ist es dann nicht einfach Lampenöl? Dann ist es also aber doch dein Vorschlag war leuchtendes magisches Wasser, mein Freund. Ja, ich meine, seh dich um. Die ganze Stadt ist von einer magischen Kuppel umhüllt. Aber wieder ein gutes Argument, da musst du lachen. Sind die Tempeltore denn offen? Ihr steht noch nicht vor den Tempeltoren. Ihr müsstet mal zu den Tempeltoren. Ihr steht immer noch vor dem Lazarett. Wir gehen. Jawohl. Also, ihr bewegt euch zu der Begeisterung von Arunja endlich Richtung Sonnentempel.
Es ist nicht weit weg, aber ihr erkennt, während ihr durch die Weinreben durchgeht, schon von der Ferne, dass das wahrscheinlich eines der letzten Gebäude in der Stadt ist, die einfach gar nicht beschädigt wurden. Also es hat keinen einzigen Kratzer, es ist nichts irgendwie kaputt. Und anscheinend scheint die Bevölkerung der Stadt diesen Tempel so sehr zu respektieren, dass auch jetzt hier keine Plünderungen oder sonstiges begonnen haben. Also es scheint einen sehr, sehr guten Ruf zu haben. Ihr tretet vor das große Gebäude, das zwei riesige goldene Tore umfasst. Und was tut ihr? Zögern. Vor den großen goldenen Toren. Alles okay? Alles gut. Ich bin sehr religiös, könnte man sagen. Ja, okay. Wenn ihr eine Goldallergie habt, sagt Bescheid. Wir können zum Lazarett gehen und irgendwas holen. Oh nein, nein, bloß nicht. Wir haben ein halbes Lazarett bei uns und zeigt doch Frupp. Frupp ist nicht mehr da. Frupp ist wieder zurückgegangen. Achso, haben wir Frupp nicht mitbekommen? Wir haben einfach Frupp gehen lassen? Ja. Ja, ihr habt Frupp gehen lassen. Ich bin leider ein bisschen vergrault. Ich vermisse Frupp so sehr. Ich auch. Okay, wir versuchen die einfachste Methode und Gritti klopft einmal an. Die Tür schwingt auf. Ja, perfekt. Sie war nicht versperrt. Du bist so unfassbar stark. Danke. Günther! Wundervoll. Ist jemand drinnen zu sehen? Ihr betretet einen riesigen, großen Raum, eine Halle, an der ganz viele unterschiedliche Glaubensrelikte angebracht sind. In der Mitte von der großen Halle ist ein riesiges Wasserbecken eingelassen. Das heißt, es ist wirklich richtig schön hineingearbeitet. Und ihr könnt aus der Entfernung sehen, dass in diesem Wasserbecken offensichtlich einige Fische umherschwimmen. Es scheint sich um Kois zu handeln. Alle von denen sehen silber aus, bis auf einer, der ist golden gefärbt. Ihr seht im Hintergrund lauter größere Gemälde und ein paar einzelne Personen stehen. Diese Personen stehen komischerweise alle irgendwie einzeln. Also sie scheinen sich nicht zu unterhalten und sie scheinen auch euch auch nicht zu beachten, als ihr eintritt. Sie tragen langes, blaues, gewallenes Kleid, wie man, also so eine Gewandung, die aussieht wie von Priestern oder Priesterinnen. Man kann vermuten, dass es sich um Gläubige hierbei handelt. Und als ihr dann weiter in den Raum hineintritt, erkennt ihr hinter diesem großen Wasserbecken einen sehr, sehr großen Schrein, der sehr viel pompöser aussieht als die anderen Schreine. Und es handelt sich dabei um ein großes, eine Art von Gemälde, das aus unterschiedlichen Glassteinen angefertigt wurde. Und darauf zu sehen ist eine junge, wunderschöne Frau. Wissen wir, wer angebetet wird in dem? Also du kannst auf jeden Fall mal auf Religion. Religion wahrscheinlich, oder? Religion wahrscheinlich, ja. Also tatsächlich Geschichte. Oh. Mhm. Tatsächlich Geschichte. Wobei, da sehe ich mich doch. Da ja. Siehst du dich auf jeden Fall. Was hast du gewürfelt? Eine 10. Okay, es ist nicht besonders viel, aber es reicht auf jeden Fall, um zu erkennen, dass die Frau Beatrice von Linden ist und dass sich dabei um, das wissen die anderen Leute nicht, da ist jetzt die Frage, soll ich das einmal in den Raum packen und wir ignorieren die Information oder soll ich sie hart persönlich schreiben, was ist euch lieber? Also von mir, das kannst du ja auch kurz schreiben, wenn nicht super lang ist. Ja, ansonsten glaube ich, können wir das alle trennen. Was auch immer dir lieber ist. Okay, dann trennen wir einfach. Du erkennst die Frau als Beatrice von Linden und es handelt sich tatsächlich um deine Urgroßmutter. Sie galt damals als die schönste Frau im ganzen Königreich. Und du erinnerst dich daran, dass sie irgendwie bei einem Drachenangriff ums Leben gekommen ist, aber du weißt nicht mehr genau, was das war. Du weißt aber noch, dass dein Großvater, also ihr Sohn, damit allen, also danach allen Drachen der Welt Rache schwor.
So viel erkennst du. Und als du sie genauer beobachtest, siehst du, dass sie einfach in diesen Weingärten sitzt, die ihr auch davor betreten hattet. Und sie sitzt auf einer kleinen Holzbank und kämmt sich ihr langes Haar mit einer goldenen Bürste. Ja. Ich habe mir das vermerkt. Gritti geht zu einer der Personen hin. Mhm. Und sagt, entschuldigen Sie, werter Herr, könnten Sie mir vielleicht helfen? Wir haben ein Problem. Wir sind ein wenig zerstreut und ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber die Stadt wird belagert, auch wenn sie hier gerade sehr reglos und scheinbar sehr desinteressiert rumsteht. Aber naja, das tut ja nichts zur Sache. Ich will Sie gar nicht unterbrechen. Aber können Sie uns vielleicht sagen, ob es hier vielleicht irgendeinen Keller Gewölbe gibt oder sowas in der Richtung, wo man sicherer wäre vor herabfallenden Steinen, Trümmern, Glassplittern. Die Person sieht dich an und antwortet nicht. Ach, ja, Schweigegelübde. Alle Leute haben Schweigegelübde abgelegt. Ja, ich wollte es nur gesagt haben. Ich mache was ganz Smartes und nehme ein Stück Papier und schreibe da drauf, wissen Sie, was flüssiges Gold ist? Fragezeichen. Und gibt der Person den Zettel und einen Stift. Weil Schweigegelübde. Ich könnte schon mal hören, ne, das weißt du. Ja, aber vielleicht vergisst er die Frage, während er schreibt, und dann hat er sie nochmal schriftlich vor sich. Die Person wirkt sehr verwundert darüber, was du jetzt gerade von ihr möchtest, nimmt das Papier allerdings, nimmt den Stift allerdings und schreibt lange und ausführlich Nein auf den Zettel. Gut. Das war erstaunlich hilfreich. Danke. Hat noch jemand eine Idee? Wie viele von denen stehen da rum? 3 oder 4. 4. Jetzt sind es 4. Vorher waren es 3. Ein Vierter hat den Raum bewegt. Über die, also jetzt mal rein theoretisch, würde ich da jetzt Unruhe veranstalten? Würden die einschreiten? Sind die jetzt eher friedlich in der Natur? Sehen die schmächtig aus? Oder sind das schon auch irgendwie Kanten dabei? Hast du das Bedürfnis, diesen heiligen Ort zu entweihen? Ich frage. Einfach mal. Ja, entweihen. Also ich würde halt hier und da was mitgehen lassen und mal gucken, wo der Geheimgang ist, theoretisch. Also sie wirken nicht so, als würden sie sich gerade besonders dafür interessieren, was du tust. Aber es ist auch eine heilige Stätte. Also ich würde es nicht darauf ankommen lassen, dass sie das so toll finden, wenn du anfängst, hier Dinge zu klauen. Ja, ich sag's ehrlich, ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn man nichts kaputt hauen kann und keiner mir sofort was sagt, dann seid ihr angefangen. Also. Ich stehe bei dem Koi-Becken währenddessen. Mhm. Dann schauen wir diesen einen goldenen Fisch an. Es ist ein goldener Fisch. Mhm. In einem Koi-Becken. Viel mehr siehst du nicht. Das ist einfach er sieht aus wie ein ganz normaler Fisch, nur dass er golden ist. Warum ist hier alles aus Gold? Ist Gold vielleicht flüssiges Licht? Geschmolzenes Gold? Oder so? Geschmolzenes Gold ist vor allen Dingen sehr heiß. Ich weiß nicht, ob du irgendwie die Fähigkeiten Wasser hast. Wasser würde ich auch als flüssiges Gold gelten lassen. Quasi die Temperatur von Drachenfeuer zu erreichen, um alles Gold hier zu schmelzen. Nein. Kann das nicht. Ja. Ich habe einfach nur überlegt, ich würde gern mal die Statue da hochklettern. Warum? Ganz spontan. Ein besserer Ausblick und so. Kannst du mir sagen, was du da oben möchtest? Dann kann ich dir vielleicht besser helfen oder einschätzen, ob du dir dann noch einfach nur das Genick brechen wirst. Die Haarbürste. Was? Okay. Und Gritti macht so einen Satz und springt die Statue hoch, um die Haarbürste zu holen. Dann muss ich auf Akrobatik würfeln? Du wirst auf jeden Fall auf Akrobatik würfeln, ja. Das Wie alt ist Gritti nochmal? 26. Du springst hoch und es gelingt ihr, die Haarbürste zu greifen. Und dann hängst du da und hältst diese Haarbürste, die sich nicht aus der Statue lösen lässt. Sie ist ein Teil der Statue. Es gelingt ihr, bei einer 26 baut sie eine zweite Bürste, während sie die erste holt. Ja, die ist auch nicht irgendwie locker, ist wirklich fest. Nein, die ist fest. Die ist das sah echt cool aus. Ja, und sie hängt so von einem Arm runter, zieht sich noch mit einmal so hoch, so, um nochmal so zu markieren, was sie alles drauf hat. Als sie da so hängt, seht ihr am Unterarm so ein komisches, merkwürdiges Mal so aufblitzen. Aber dann lässt sie sich fallen. Wie reagieren denn die Priester
innen darauf? Scheint sie nicht zu interessieren, ganz komischerweise. Also ich weiß, wie Vargas reagiert und Vargas steht da und klatscht. Das ist also, jetzt ständig hier. Die haben echt, also es wirkt, als wären die sehr stark in irgendwelche Gebete versunken und sie scheinen sich nicht daran zu stören, da ihr ja auch nichts beschädigt habt. Wenn wir hier schon sinnlose Dinge tun, weil wir ja eine Eingebung haben. Ich greife in das Wasser und versuche, den goldenen Fisch daraus zu fischen. Den einzigen goldenen Fisch. Ja gut. Glaube, das ist auffällig, ja. Problematisch. Und flüssig und Licht und so. Ich greife hier nach Strohhalm und Fischen. Und nach Fischen. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Geschicklichkeit, hätte ich gesagt, um den zu erwischen. Fingerfertigkeit? Ja, Fingerfertigkeit bei einem Koi würde ich dir durchgehen lassen. Die sind ja teilweise, kommen die ja von sich aus, wenn man den Finger ins Wasser steckt. Ja, das wäre, glaube ich, auch nötig, weil es ist nur ein 10 insgesamt. Ui. Ich plansche in dem Becken hin und her. Du planschst in dem Becken hin und her und du spürst quasi den Fisch, den goldenen Fisch. Du kannst ihn beinahe greifen und merkst, dass es tatsächlich sich um einen Fisch handelt. Also er scheint auch wirklich aus Schuppen, aus fischigen Schuppen zu bestehen und aus nichts anderem. Aber bevor du ihn aus dem Wasser ziehen kannst, verschwindet er wieder empört und schwimmt jetzt tiefer als davor. Könnte auch ein roter Hering sein. Das verstehe ich nicht. So oder so, es ist ein Fisch. Aber was hat es mit der Bürste auf sich? Warum versuchen wir, Bürsten aus Statuen zu reißen? Der kleine Junge, der ist doch hier, der weiß alles. Ja, ich habe gedacht, vielleicht, keine Ahnung, die Haare sind aus Gold und sind so strahlenmäßig wie Licht. Und dann ich wollte einfach nur sehen, ob Gitti mobil genug ist, um da hochzukommen. War cool. Gritti hat bekannte Fähigkeiten, beziehungsweise ich hätte nicht geahnt, dass sie das kann. Bemerkenswert. Ich finde, man muss in diesem ganzen Chaos und in der schlimmen Zeit, die wir gerade durchleben, auch mal versuchen, die positiven Dinge zu sehen. Wie eine 80-jährige Frau, die in ihrem Alter immer noch in der Lage ist, Parcours an einer Statue zu verführen. 67, danke schön. Und die Liebe zu finden. Und nein, danke schön. Ich drehe eine Runde durch diesen Hauptraum des Tempels. Gibt es da ich lese mir das Rätsel nochmal durch. Ich würde auch gerne, ist irgendwo eine Laterne? Vielleicht habe ich es verpasst, eine Lampe, eine Feuerquelle, irgendwas, was man anzünden kann. Also du hast auf jeden Fall auf der Seite, hast du so kleine Feuerschalen, in denen Feuer leuchtet, die beleuchten auch den ganzen Raum. Die könntest du versuchen, die eine runterzunehmen. Die wirken nicht so, als wären die irgendwie fest befestigt. Aber ansonsten wirkt der ganze Raum sehr, sehr karg. Es gibt noch eine weitere Tür, durch die offensichtlich die anderen Personen auch gekommen sind. Und da scheint es irgendwie in die Schlafbereiche oder Wohnbereiche der Priester, Priesterinnen zu gehen. Aber sonst gibt es nichts besonders Auffälliges dahinter. Es fällt euch nur auf, dass diese Statue, so wie sie steht, ein bisschen deplatziert im Raum wirkt. Also sie wirkt im Verhältnis zu den anderen Statuen, steht sie ein bisschen weiter mittendrin im Raum, als wäre sie später angebracht worden, als der Tempel gebaut wurde, als wäre das nachträglich dazu gesetzt worden. Hieß es nicht im Rätsel irgendwas von in die Dunkelheit runtersteigen? Ja, hieß es. Wo uns das Licht beschützt oder die Lichtstrahlen schützen? Dann würde ich mal anfangen rumzulaufen, mit dem Spaten so auf den Boden zu hauen. Ob ich höre, dass da irgendwo ein Hohlraum ist oder so. Also reagiert die Priester jetzt? Einfach so ein bisschen so. Geh mal davon aus, die haben irgendwie schöne Marmorfliesen oder so. Scheint ja ein schnieker Ort zu sein. Es sind wunderschöne Marmorfliesen auf jeden Fall. Und du erahnst, dass desto näher du an der Statue klopfst, desto mehr Halt. Also man könnte davon ausgehen, dass es sich unter der Statue, dass sich etwas darunter befindet. Hören die anderen das auch? Ja, ne? Also das hören die anderen auch, dass das... Ja, du hörst das Klopfen. Es ist nicht besonders laut, aber es ist halt wie wenn du in einem Raum stehst und jemand klopft auf den Boden. Also die scheinen auch zu merken, okay, da ist was. Gritti schaut diese Ordensleute an und sagt,
Euch ist klar, dass da drunter irgendwie ein Geheimgang ist oder so? Wollt ihr darauf irgendwie, wollt ihr reagieren? Möchtet ihr uns helfen? Wollt ihr euch selber in Sicherheit bringen? Nein? Okay, alles klar. Die Leute scheinen nicht verwundert zu sein, das würden sie es wissen. Und sie sind einfach nur, also sie wissen nicht, was du von ihnen möchtest, was du von ihnen erwartest. Ich suche mal das Podest der Statue ab. Ich schaue mir da an, irgendwie, ob es da Vertiefungen gibt, irgendwelche Hinweise. Mhm. Du kannst einmal auf Wahrnehmung würfeln. Das ist eine 19 gewürfelt. Oh. Plus. Plus 0. 19 reicht vollkommen aus. Du erkennst, dass der Sockel der Statue offensichtlich in einer Art Versenkung angebracht ist. Also man kann davon ausgehen, dass sich dieser Sockel bewegen lässt und dass es sich dabei um eine Tür oder eine Art von Tormechanismus handelt. Und du siehst auch, dass es unter dieser großen, wunderschönen Statue eine kleine goldene Schüssel gibt, die auf diesem Podest aufgelegt ist. Und du vermutest, dass man vermutlich etwas in diese Schüssel hineinlegen muss, um den Mechanismus auf magische Art und Weise zu lösen. Es könnte aber auch sein, dass man das Ganze rapider versuchen kann. Also, fällt uns ein, was flüssiges Licht ist, oder lassen wir Don dagegen rennen, bis die Statue umkippt? Ich glaube, das hier wäre ansonsten der Auslöser. Ich tippe auf diese Schale. Bezahlen müssen wir nichts, doch ein Funken flüssiges Licht erleichtert euch den Weg. Ein Funken. Hat ihr Feuer? Nein. Ja, ich zeige auf eine der Feuerschalen. Ja, das doch. Und Gritti geht rüber und nimmt so ein Stück von der Mullbinde, zündet die an und legt die in die Schale. Nichts passiert. Okay, ich gebe auf. Hattest du... Ja, dann ab nach Hause, Gritti. Ihr habt das Bett warm gemacht. Du hattest doch beschrieben, dass da irgendwie... War da ein krasses Glasfenster oder so? Was irgendwie... Ich kann euch gerne die Statue nochmal beschreiben. Sie besteht quasi aus unterschiedlichen bunten Glassteinen und sie zeigt eine wunderschöne Frau, die in den Weinreben sitzt, die auch um den ganzen Tempel angebracht ist, auf einer Bank und dabei ihr Haar bürstet mit einer goldenen Bürste. Dann ist die goldene Bürste ja doch schon sehr auffällig. Also rein optisch, rein stilistisch. Ne? Die Frage ist jetzt, wofür steht das? Was möchte der Künstler uns sagen? Interpretiert bitte dieses Gedicht innerhalb von zwei. Welche Haarfarbe habt ihr denn alle? Grau. Braun. Drachenköderblond. Ganz offensichtlich hat er wirklich einfach schwarze Haare. flüssiges Licht. Oder? Also manchmal in poetischer Sprache wird ja das Licht auf blonden Haaren, auf goldenem Haar wie flüssiges Licht beschrieben. Ah, okay. Also suchen wir jetzt. Wir suchen einen goldenen Diener, blondhaarigen Diener, dessen Haare wir abmachen, um die zu verbrennen. Oder zu kämpfen. Ich bin 100% dabei. Ich komme rüber, ob einer von denen blond aussieht. Wie wäre es, wenn wir Wasser in die Schale füllen? Aber damit hätten wir die und Hälfte dann Licht in die Schale rein. Macht das Sinn? Nee, das macht keinen aber Sinn. Aber wenn wir dieses kurze Rätsel noch mal rein textlich analysieren, dann wird Sonnenstrahlen und Licht als zwei unterschiedliche Worte verwendet. Wobei im zweiten Satz gesagt wird, dort, wo Sonnenstrahlen uns vor der Dunkelheit schützen, bevor wir in sie hinabsteigen. Das heißt, bevor wir hinuntersteigen, was wahrscheinlich unter dieser Statue wäre, müssten wir ja Sonnenstrahlen sehen, die wahrscheinlich irgendwie sich durch das Glas in der Statue brechen. Das heißt, vielleicht hat Licht doch irgendwas mit der Art und Weise, wie die Statue aufgebaut ist, zu tun und könnte auf flüssiges Gold hinspielen, welches ich vorher schon mal erwähnt habe. Oder das hat was damit zu tun, dass wir im Sonnentempel sind. Ne? Ist jetzt auch willkürlicher Pitch mal aus meiner Richtung. Gritti. Weiß ich nicht. Tritt so von einem Fuß auf den anderen und dann sprintet sie zu dem jüngsten von diesen Ordensleuten und hält ihm das Messer an die Kehle und sagt, pass mal auf, Junge.
Ich habe schon Leute über den Tisch gezogen, da hast du noch auf einem Tisch gelegen, um gewickelt zu werden. Wenn du mir nicht sagst, wie diese Scheiße hier funktioniert, dann kann ich mir nichts garantieren. Okay. Ich würde ihn gerne einschüchtern, dass er sein Scheiß. Er kann nicht reden. Ich würde ihn gerne unterstützen, auch auf Intimidation würfeln und sagen, Kriti hat schon viel weniger Leute umgebracht. Gut. Und Kriti kann Parkour. Dann würfelt mal bitte auf Einschüchterung. Ich habe eine 20 gewürfelt. Ich habe eine natürliche 20. Die Person ist unfassbar verängstigt und kriegt riesige, riesige große Augen und schmeißt sich vor euch auf die Knie, auf den Boden. Es sieht aus, als würde sie um ihr Leben betteln, aber sie redet nicht. Du sollst nicht reden, du sollst das Ding anmachen. Sie versteht nicht, was du meinst. Griti, ich würde diese Situation eskalieren, ehrlich gesagt, auf die nächste Stufe. Da stehen noch zwei weitere Kollegen, also wir können doch nochmal versuchen. Ich glaube, die wissen wirklich nicht, wie das Ding aufgeht. Lass uns erstmal versuchen, Wasser reinzugießen. Wir gucken, was passiert. Ich sehe zwar keinerlei logischen Zusammenhang zwischen Wasser und Licht, aber... Alles klar. Und dann würde ich gerne nochmal meine erste Idee pitchen, nämlich einen soliden Schnappes. Ihr dreht euch von der Person wieder weg, die hier am Boden gekniet hat. Diese Person springt panisch auf und rennt mit allem, was sie hat, inklusive auch der anderen Priester und Priesterinnen, die im Tempel waren, aus dem Tempel raus. Und sie sind alle eingeschüchtert und sie wollen offensichtlich nicht sterben. Und sie verlassen den Tempel über eine Tür in der Seite, die euch bis jetzt nicht aufgefallen ist, die in den Garten hinaus zu führen scheint. Ihr seid jetzt allein in der Halle. Griti macht die Tür zu. Ja, ich will auch einen Blick hinter denen rauswerfen. Schaut raus. Also schaut ihr raus? Mhm. Ihr seht quasi den Weingarten, in dem ihr auch davor schon gewesen seid. Und ihr erkennt, dass das offensichtlich ein direkter Zugang aus dem Weingarten in den Tempel ist und wieder hinaus, der auch öfter genutzt wird von den Menschen, die im Tempel sind. Und ein kleiner Trampelpfad führt euch durch die reinen Weinreben in das Gewächs hinein. Sind das rote oder weiße Reben? Ganz kurze Frage. Und tragen die gerade Trauben? Sie tragen Trauben und es sind rote Weinreben. Es sind keine goldenen Weinreben. Aber nice try. Ich schaue so aus dem Augenwinkel zu Gritti. Wein ist ja im Grunde Licht, das sich also in Flüssigkeit verwandelt. So viel weiß ich auch über. Wir greifen echt nach Strohhalm inzwischen, oder? Ich glaube auch. Was sind Strohhalme? Arme Leute, Slang und Besteck. So oder so, ich greife mir ein paar Beeren, ein paar Trauben von der Rebe und stecke mir einfach einen in den Mund weg. So. Okay. Gritti holt so einen Schlauch raus, so einen kleinen Schnapsschlauch, den sie bis jetzt verdeckt hat. Und sagt, also Hochprozentiges hätte ich jetzt noch, aber nicht viel. Wollen wir das vielleicht einfach mal anzünden und dann so Ausschlussverfahren? Mach. Also ich war bei Hochprozentigem nur bei dir, das Anzünden, wenn es sein muss. Und sie füllt halt den Schnaps, den sie, bevor das alles hier angefangen hat, jemandem geklaut hat, in die goldene Schüssel und zündet den an. Das Ganze macht ein und nichts passiert. Okay, ich hab die Schnauze voll und ich versuche einfach das Ding umzuwerfen. Dann würfel mal auf Stärke. Ja, holla die Waldfee, aber hallo. Ey, eine 7. Du rennst in vollem Anlauf mit voller Begeisterung. 16 plus 3 habe ich auf Stärke. Rennst du in die Statue hinein und es sieht super gut aus, aber sie bewegt sich keinen Millimeter. Oh Gott. Don Bohr. Feldarzt, aber kein Schläger. Ja, da ist nichts zu machen. Sei doch ehrlich, ich habe alles gegeben. Also. Wir könnten versuchen, mit Hilfe eines Hebels mehr Kraft aufzubauen, um die Statue umzustoßen, aber ich würde darauf eher verzichten wollen.
Ich glaube, wir haben noch nicht ganz rausgefunden, was dieses flüssige Gold ist. Flüssiges Licht. Meine ich ja. Achso, stimmt. Es könnte ja auch flüssiges Gold sein, welches wir eventuell... ich meine... Hast du Gold dabei? Naja, guck dir den Ort mal an. Die Haarbürste wäre aus Gold. Vielleicht könnten wir die einschmelzen. Ansonsten die gesamte Kuppel... Ich ziehe die Goldmünze raus und werfe sie in die Schale. So, das geht ja schnell. Passiert irgendwas? Eine schleppt Schnaps mit sich rum, der nächste hat Gold bis zum Abwinken. Ja, und eine Goldmünze. Ich muss mir hier fast Nagel abbrechen. Nicht, aber eine Goldmünze kann man ja vielleicht nochmal erübrigen. Du legst sie einfach in die Schüssel? Einfach so? Ohne irgendwas? Ich habe die nur mit einem Bitte reingelegt. Darauf passiert noch nichts? Ja, ich würde also, jetzt mal so eine andere Schale holen und die da drunter halten mit der Hitze, gucken, ob wir das schmelzen können, das Gold. Hat ja, also, ne? Das haben wir früher mal zu Silvester gemacht. Mit Gold? Dann haben wir es ins Wasser gekippt und wenn es hart geworden ist, weil es abgekühlt ist, dann haben wir daraus unsere Zukunft gelesen. Und dann haben wir es weggeworfen. Dann haben wir es weggeworfen, ja. Auf dem Rücken unserer Bediensteten. Alles klar. Don holt eine der... Geh mal von in der Feuerschüssel und versucht sie da so dran zu halten. Ich schon noch einen Lappen nehmen vor. Ich würde jetzt nicht mit blanker Hand an die heiße Feuerschüssel okay. Da fassen. Also du hast einen Lappen auch. Woher hast du den Lappen? Ich habe mein altes Kopftuch von Gipfel. Ja, okay. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ein Kissenbezug habe ich auch noch dabei. Warum hast du den nicht als Hut genommen? Das wäre viel besser gewesen. Ja. Hallo, weil da mein Brot und mein Fisch drin sind. Stimmt. Und hoffentlich kann ich auch schlecht mit mir rumtragen. Ah, richtig, das stimmt. Gut. Das heißt, du holst dir diese Schüssel und fässt sie ein bisschen ungeschickt mit dem Lappen von Gritti an und stellst dich damit vor die Statue und versuchst das irgendwie, also diese Schale liegt halt am Boden, das heißt, du kannst das schwer darunter halten. Was möchtest du mit dem Feuer jetzt machen? Ich will es da drunter halten. Das liegt auf dem Boden. So. Das ist eine Schüssel, die quasi auf dem Boden liegt, also auf diesem Sockel quasi drauf liegt. Das ist so eine Schüssel, wo man so Dinge hineinlegt, um... Was brennt denn genau an meiner Feuerschale? Kohlen, Öl, was brennt da drin? Das ist Öl, das da drin brennt. Gieß einfach brennendes Öl rein. Ich einfach über das Gold kippen. Also ich meine, war eh einer meiner Tipps und im schlimmsten Fall zwei Fliegen mit einer Klappe, ne? Recht haben oder Recht haben, ist mir völlig egal. Das Öl wird in die Schüssel hineingegossen. Es ist nicht heiß genug, um die Münze zu schmelzen. Aber es gibt ein ohrenbetäubendes und die Statue bewegt sich zumindest um ein paar Zentimeter, so dass ihr jetzt erkennen könnt, dass es sich darunter um einen Weg handelt mit unterschiedlichen Treppen und es reicht, um jetzt vielleicht etwas hineinzudrücken oder hineinzuhebeln. Ich glaube, Varkas, du hattest recht. Ja, flüssiges Gold. Bitte was? Ich meine, das ergibt Sinn. Die ganze Kuppel von dem Tempel ist aus Gold und das Licht wird reflektiert und das schützt uns. Das ergibt einfach im Kontext des Rätsels voll viel Sinn. Ja. Ich bin auch mega froh, dass ihr das irgendwie doch noch schafft, das so auszulegen, als wäre ich nicht der Klügste in der Gruppe. weil die Messlatte auch wirklich tief hängt. Aber... Apropos Latte. Wir brauchen irgendwas, was wir da unten reinhebeln können, damit wir die Statue verschieben können. Also wenn ihr irgendwo eine Latte, ein Brett oder... Kerzenständer. Ein Kronleuchter. Genau, Kerzenständer, ja. Ein Spaten. Der ist kaputt, leider. Ach Mist. Mhm. Den hat Don zerbrochen in der Hälfte. Also den kann man schon immer noch benutzen. Der ist halt jetzt auch nicht komplett hinüber. Ja. Oder wir versuchen, diese Münze zu schmelzen. Wenn deine Familie früher Gold gegossen hat, zu Silvester. Genau, Varkas. Wenn deine Familie... früher Gold gegossen hat. Erzähl doch mal, wie ist denn deine Familie so, Varkas? Also, wir sind eine Familie von circa 20 Leuten. Mein Dad ernährt uns alle, indem er in der Goldgießerei des Königs arbeitet und deswegen haben wir das als kleine Tradition immer untereinander gemacht. Das ist hauptsächlich mit Restgold passiert, was nicht rein genug war, um in Münzenform gepresst zu werden. Aber für uns war es doch so eine kleine Möglichkeit, zusammen die Festtage zu verbringen. Glauben wir und das machst du wo? In der Gießerei.
Die ist wo? Markus, möchtest du mal auf Glaubwürdigkeit würfeln? Klar. Auf Täuschen wäre das, ne? Nee, das ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ja. Er würfelt einfach so, um die Wahrheit zu unterstreichen. 16. Okay. Auf jeden Fall, also sie glauben dir nicht zu 100%, was du sagst, aber sie gehen jetzt auch nicht davon aus, dass du ein kompletter Lügner bist. Ja, ist ja nicht schlimm. Don, also was hast du so gemacht beruflich? Ja. Don, wie war es bei dir beruflich, bevor du... Ach du, hier und da habe ich mal was besser gewusst, musste mir dann von meinem Chef aber was anderes erzählen lassen. Der hat gar nicht gemerkt, wie wichtig ich eigentlich für den Erhalt seines Geschäfts bin. Aber ansonsten war ich einfach nur hier von da was nach da geschleppt, ne, was immer die nächste Flasche an Rachen bringt. Und gibt dir einen richtig heftigen Knauf. Ja, währenddessen nach irgendetwas, mit dem man diese Statue vielleicht aufhebeln kann, vermutlich mit Gritti zusammen. Ja, Gritti hat schon irgendwie mit dir halt einen Kerzenständer irgendwie, also oder so einen großen Leuchter oder sowas aus Metall. Barkas versucht keinen Schmerz zu zeigen, aber steht leicht weinend in der Ecke von den anderen weggedreht. Also nehmt ihr den Kerzenständer und versucht ihn quasi hineinzupacken. Alles klar, macht ihr das zu zweit? Also ich lasse vor allen Dingen Gritti die meiste Arbeit machen. Ich bin wirklich sehr zierlich gebaut. Gut, dann würde ich dich auf Geschicklichkeit würfeln lassen und Gritti würde ich auf Stärke würfeln lassen. Dann ist das wundervolle Kooperation hier. Zumindest zwei, die zusammenarbeiten. Ich habe auch nicht den besten Stärkewert, aber ich habe eine 16. Perfekt. Es gelingt euch mit sehr viel Mühe und Aufwand, die Statue zu verschieben und zumindest so weit zur Seite zu drücken, dass ihr alle mehr oder weniger durch die Öffnung hineinpasst und hinuntersteigen könnt. Mhm. Ja, dann. Auf dann. Ich gehe runter und schaue sehr aufmerksam nach Fallen. Don, bevor wir da reingehen, meinst du, wir können für den Rest des Tages einfach das Kriegsbeil begraben? Also ich würde mein Beil eigentlich lieber behalten, ehrlich gesagt. Kannst du. Du kannst sogar den hier behalten. Und ich hole den Kartoffelschnaps raus, den ich ganz am Anfang von dem Wagen hatte. Mhm. Hallo. Plötzlich spricht jemand meine Sprache ganz flüssig. Wenn du mich in Ruhe lässt für heute, dann kannst du das haben. Du, ich lasse ihn nie nur in Ruhe, ich lasse dich wie ein König leben. Und zwinker ihm so zu. Und setz sofort einen Schluck an. Ja, bitte. Gut, ich gehe davon aus, du hast gesagt, du schaust nach Fallen. Dann will sonst ich unangenehmen Dingen, nachdem heute schon Leute über Seile in Eingängen gestolpert sind und andere Sachen. Dann würfel für mich mal nach Wahrnehmung, bitte. Mhm. 15. Du erkennst, dass es sich auf den ersten Blick und auf den zweiten und auch auf den dritten als sicher, also es wirkt sicher, es wirkt nicht so, als wären hier irgendwelche Fallen oder irgendetwas anderes in die Richtung. Dann wieder Röcke raffen und langsam die Treppe runtersteigen. Ich nehme kein Licht mit, aber ich kann ja auch im Dunkeln sehen als Elfe. Jawohl, was machen die anderen? Gritti ist, während die beiden sich geknufft haben, ist schon übergegangen, aus irgendeinem anderen Stück Holz und einer Mullbinde so eine improvisierte Fackel zu bauen. Als wenn sie das schon ganz oft gemacht. Komisch. Da ist ja auch Öl da. Sie guckt jetzt zu Barkas und Don rüber und sagt, können wir dann? Da habt ihr euch ausgesprochen? Ja, also sprechen von mir aus können wir los. Ey. Gut. Los geht's. Wir sind schon fast hier raus. Wir essen zeitig. Müssen wir da runtergehen? Ich denke, willst du mich verarschen? Wo warst du die letzten 6 Stunden? Dachtest du, wir lösen das Rätsel zum Spaß, oder was? Ich hatte eine Menge Spaß. Aber meint ihr nicht, wir können ein bisschen mehr Licht mitnehmen oder so? Halte das, und sie gibt dir die Fackel in die Hand und bastelt noch eine zweite.
Ich halte die Fackel, die so ein bisschen das Öl runtertropfen hat, in der sie getunkt hat. Komplett safe für Kinder. Ja, okay. Also, ja, du hast ja jetzt Platz, nachdem die Schnapsflasche weg ist, die du die ganze Zeit dabei hattest. Richtig. Nach den Maßstäben dieser Welt bist du im Grunde schon mehr als erwachsen. Also du darfst auch mit Feuer spielen. Vielen Dank. Das werte ich als Anerkennung meines Intellekts. Auf dein Intellekt wären wir nicht so weit gekommen. Also bitte zwar nicht zu viel drauf ein, aber danke dir. Und jetzt beweg dich bitte. Okay. Ihr betritt den langen, tiefen, dunklen Gang. Es sieht aus, als wäre es ein Weg, der komplett in den Berg hinein gemeißelt wurde. Also es ist einfach nur in den Stein hineingeschlagen. Es gibt keine natürlichen Lichtquellen und es gibt auch keine Befestigungen für Lichtquellen irgendwie an der Seite des Gangs. Also es wirkt so, als würden die Leute, die hier sonst, falls hier Leute unterwegs sind, als würden sie eigene Lichtquellen mitnehmen und das würde man nichts anderes beleuchten. Und ihr geht und ihr geht und es ist dunkel und düster und ihr merkt, dass es langsam kalt wird und auch ein bisschen feuchter von der Luft. Ihr merkt, dass ihr tiefer in den Berg hineinkommt und die Wärme und Hitze und die Lautstärke der Stadt vollständig hinter euch gelassen habt. Und während ihr durch die Dunkelheit geht, vernehmt ihr ein tiefes, brünstiges und das hallt durch die ganze Halle und durch den ganzen Gang, in dem ihr seid, aber ihr könnt nicht zuordnen, woher es kommt. Und was es ist? Also, habe ich irgendeine Ahnung, was es ist? Du kannst mal auf, was würden wir hier nehmen? Ich würde dich auf Überlebenskunst würfeln lassen. Gute Auswahl. Unglaublich. Eine 7. Es ist so krass, der Charakter ist so gut eigentlich. Gut. Du hast ein unangenehmes Gefühl bei der Sache. Also es fühlt sich auf jeden Fall... Ein unangenehmes Gefühl bei der Sache. Es fühlt sich nicht sicher an. Du kannst nicht zuordnen, was es ist, aber du gehst davon aus, dass das von einem lebendigen Geschöpf kommt, das sich nicht von deiner Schultergröße einschüchtern lässt. Das ist groß. Sehr groß. Also ich gehe fest davon aus, dass es irgendwas ist, das beeindruckter wäre, wenn Gritti vorgeht. Gritti geht vor. Mach dann ein paar Schritte zur Seite weg und versuch möglichst leise und unauffällig zu sein in der Dunkelheit. Ja, Gritti geht vor und versucht auch so leise wie möglich sich zu bewegen. Ich würde hinter Gritti gehen, aber schon noch jemand mit einer Lichtquelle. Weil Gritti hat eine Fackel, ne? Ja, Gritti hat die zweite Fackel. Ich bleib hinten. Gut, das heißt, ihr wandert weiter in die Dunkelheit? Wohin sonst? Ja, ihr wartet und wandert, weiß ich ja nicht. Man hätte ja vielleicht, weiß ich nicht, Licht. Wir könnten auch umdrehen, Leute. Nee, wandert gerne weiter in die Dunkelheit, das ist schön. Das ganz normale Verzweiflung wieder aus. Hat noch irgendjemand von euch die Kletterausrüstung? Ich meine, ihr könnt weitergehen und ich versuche es mit dem Klettern. Ist der 84er noch da? Ich glaube, dass Kalle, wie er mit seinem komischen Flugapparat voll gegen die Wand fliegt. True. Also, ihr wandert weiter und tritt in, also ihr merkt, dass ihr quasi in etwas, in einen weiteren Bereich hineingewandert seid, weil die Wände links und rechts von euch auseinandergehen und ihr nicht mehr in einem Gang drin steht. Es ist aber sehr, sehr dunkel. Die einzige Person, die hier anständig sehen kann, ist Arunja und sie sieht einen riesigen Golddrachen, der in Ketten liegt und in einer großen, dunklen, düsteren Halle eingesperrt ist. Es sind sehr, sehr viele Ketten. Sie sehen auch sehr, sehr alt aus und sehr, sehr sicher aus. Die anderen können den Drachen nicht sehen. Und der Drache richtet seinen Blick mit seinen dunklen Augen auf euch und sagt mit tiefer Stimme, was macht ihr hier unten? Das hören wir alle? Oder das hört ihr alle, aber ihr wisst nicht, woher es kommt. Also Arunja ist die Einzige, die sieht, wer da gerade spricht. Ihr hört einfach nur eine Stimme aus der Dunkelheit. Zum Glück habe ich mich vorher erleichtert. Greife vorsichtig nach Varkas Schulter und sag, wenn ich dir ein Signal gebe, lösch die Fackel.
Ich mag's nicht, im Dunkeln rumzulaufen. Ich sehe gar nichts. Ja, aber dann sieht auch dich jemand anders nicht. Don? Ich neige mich näher dran. Der riesige, goldene Drache. Okay. Hast du das laut genug gesagt, dass wir das auch hören mit dem? Also ich habe das leise zu Varkas gesagt, dann müsstet ihr wahrscheinlich schon recht spitze Ohren haben. Okay, ich versuche meine Ohren zu spitzen. Ich würde auch, da würde ich, ja, weiß ich auch nicht. Entscheid du, ob wir auf Perception würfeln oder nicht. Ja. Würfelt ihr auf Perception? Wollt ihr? Das kannst du entscheiden, ob das okay. überhaupt so laut ist, dass das nötig ist, war jetzt mein Vorschlag. Ja, das könnt ihr machen oder gerne. Ob es so leise ist, dass wir es sowieso nicht hören. Und das ich würde euch die Chance geben. Eine 12. Du hast es nicht gehört. Ja. Ich habe nur eine 10. Also ich habe es auch nicht gehört. Und ich richte mich an Arunia. Habe ich irgendwas verpasst? Habt ihr irgendwas gesehen, was ich nicht gesehen habe? Ihr hört wieder die tiefe Stimme. Was macht ihr hier unten? Und die Stimme scheint genervter zu sein. Varkas beginnt sichtlich zu zittern. Was macht ihr hier unten? Warum seid ihr hier gefangen? Ich mag es nicht, wenn auf meine Fragen mit Gegenfragen geantwortet wird. Aber was wir hier unten vorhaben, könnte von eurer Antwort abhängen. Der Drache scheint kurz darüber nachzudenken und sich weiter aufzusetzen. Und du kannst mal auf Wahrnehmung würfeln. Mhm. 2. Oh, sind wir alle so scheiße. Gut. Dir fällt nichts weiter auf, also dass er sehr, sehr groß ist. Noch viel größer, als du gedacht hast. Gut. Bewegt er sich in irgendeiner? Also, ich sehe es ja eh nicht, aber. Ja, wir sehen ihn ja gar nicht. Du siehst ihn ja gar nicht. Für dich, also er hat sich aufgerichtet. Wer redet denn da, sag mal? Also, Arunia, du scheinst ja was zu sehen, wenn du weißt, dass der gefangen ist. Das ist ein sehr großer Drache, der in Ketten liegt. Was macht ihr jetzt hier unten? Antwortet schnell, oder ist es das Letzte, was ihr sagt? Natürlich, dich befreien. Wir sind extra hier runtergekommen, dich zu befreien, mein Lieber. Darum sind wir hier. Ihr wollt mich befreien? Ja, natürlich. Warum sollten wir sonst hier sein? Was habt ihr mitgebracht, um mich zu befreien? Ich hab einen Spaten! Alles, also wir haben und Kartoffeln! Haben wir den 84er noch? 84er? Also ich bin gut mit Schlössern. Wenn diese Ketten abgeschlossen sind und nicht zugeschmiedet. Na hör mal, wenn das nichts ist. Ich kenne mich auch ein bisschen mit Schlössern aus, aber das Arunia kann das wahrscheinlich sogar noch besser. Ich habe Steckbriefe, Kräuter und Weintrauben. Wir haben alles mitgebracht. Und ein Rätsel. Ich würde ihm ehrlich gesagt meinen Fisch schon ungern geben. Also wäre gut, wenn ihr die nicht erwähnt. Der Drache geht davon aus, dass ihr keine Gefahr seid. Er stellt sich auf. Damit hat er vermutlich echt ihn reingelegt, was? Er stellt sich auf seine Hinterbeine, holt einmal tief Luft und er zündet mit einem riesigen Brüllen eine riesige Feuerschale vor euch in der Halle und jetzt sehen tatsächlich endlich alle etwas, nachdem sich alle, die sich nicht erleichtert haben, jetzt auf jeden Fall ordentlich erschrocken haben. Soll ich jetzt die Fackel ausmachen? Jetzt ist es egal. Okay. Ihr mustert den Drachen und euch fällt auf, dass er einerseits in Ketten gelegt ist, aber andererseits diese Ketten keine normalen Ketten zu sein scheinen. Denn er trägt einen einen massiven Metallring um seinen Hals. Und in diesen Metallring ist ein roter Rubin hineingearbeitet. Ihr müsst euch nicht mit Magie auskennen, um zu entdecken, dass es sich dabei offensichtlich um etwas Magisches handelt. Mhm. Bart, du musst für mich einmal auf... Geben wir dir nochmal Wahrnehmung würfeln. Klar. Wahrnehmung. 4! Gut. Es ist ein roter Stein. Wir sind spitze. Stufe 1. Ich habe es wirklich tief angesetzt, aber 4 ist auch wirklich. Nope.
Wenn die Würfel gegen einen sind? Sind die Würfel gegen einen. Gut. Der Drache mustert euch weiterhin von oben nach unten und er merkt auf jeden Fall, dass ihr nicht wirklich da seid, um ihn zu retten. Aber er beobachtet euch interessiert und schaut sich jetzt erstmal an, was ihr so tut. Hey, hör mal, mein Wert, also ich bin Gritti. Mhm. Das war Cassius 12. Hi! Das ist Don, der ist Alkoholiker. Hey! Ich habe auch noch andere gute Eigenschaften. Ach so, und Jarunia kennen sie ja schon. Was bringt eine so merkwürdige Truppe wie euch vier dazu, in dieser Konstellation durch die Dunkelheit zu reisen? Die Stadt da oben ist Freundschaft ist es nicht. Die Stadt da oben ist im Arsch? Ja, also... Oder wahrlich, weise Worte, oh großer Drache. Wow, ihr sprecht mit goldener Zunge. Geht das etwas präziser? Sie wird belagert. Katapulte, Steine, Lazarett, Tod und Verderben. König ist anscheinend geflohen, also angeblich, gerüchteweise. Sowas halt. Ihr wirkt, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Wir? Ja, du, ne? Man braucht einen Meister, um einen zu erkennen, wa? Ich glaube, wir könnten uns gegenseitig helfen. Das, was Arudia sagt. Darf ich mir die Ketten einmal genauer anschauen? Die Ketten? Und der Drache scheint sehr verwirrt zu sein, als würde er überhaupt nicht merken, von was für Ketten du sprichst. Also er scheint gar nicht zu realisieren, dass er in Ketten liegt. Ihr seid festgekettet. Meine Gedanken sind frei. Sicherlich, aber eure Gliedmaßen nicht. Meine Gliedmaßen. Er scheint verwirrt zu sein, aber er scheint auch kein Problem damit zu haben, wenn du jetzt näher rangehst. Ja, dann nähere ich mich langsam, um diese Ketten genauer anzuschauen. Und das Halsband, das er hat. Mhm. Dann lassen wir dich auf Arkane Kunde würfeln. Mhm. 18. Ich in der Zwischenzeit mal einen Ausgang. 19 sogar. Das ist eine gute Idee. Du erkennst, dass es sich bei dem roten Stein um einen Fluch handelt, also um einen magischen Edelstein, der den Drachen verflucht hat. Es ist schwarze Magie, es ist auf jeden Fall ein böser Zauber. Das erklärt auch, warum ein goldener Drache, der eigentlich ja hilfsbereit sein sollte, hier nicht so hilfsbereit zu sein scheint. Und du bekommst ein Gefühl von Gefahr, weil du nicht einschätzen kannst, was dieser dunkle Zauber potenziell anrichtet. Aber du bist dir sicher, dass die Ketten lösen das Problem alleine nicht unbedingt lösen wird. Ich würde mir gern auch euren Schmuck etwas genauer ansehen. Könntet ihr euch ein wenig zu mir herabneigen? Meinen Schmuck? Euer Halsband. Der Drache scheint jetzt eher empfindlich zu reagieren. Seine Laune scheint zu kippen. Möchtest du fortfahren? Ich bleib da, wo ich stehe und warte respektvoll ab, was er macht oder sagt. Gritti sagt auch drakonisch, weil es die einzige Sprache ist, die Gritti außer der normalen Gemeinsprache hat. Wir wollen dir wirklich nichts Böses und das, was Arunia hier mit Heizband und Schmuck meint, ist wahrscheinlich dir gar nicht aufgefallen. Da ist so ein komisches Ding an deinem Hals hinten. Das kannst du wahrscheinlich nicht sehen. Das befindet sich im toten Winkel. Und das könnten wir dir aber entfernen. Und wir können ja gucken, ob dich das dann vielleicht von einer Verspannung befreit oder so. Der Drache beugt sich über und ignoriert an dieser Stelle Arunia. Der kommt aber auch näher. Das heißt, du siehst jetzt den Stein ein bisschen besser. Und er richtet sich mit dem Gesicht Richtung Gritti und sagt ebenfalls auf Drachensprache: Ich bin bereit, euch zu helfen. Für jede Seele, die ihr mir opfert, rette ich eine Seele. Und auf das drakonisch. Der Tag, an dem ja, Tag. Ich,
Hey, das war drakonisch. Niemand weiß. Ich weiß. Aber ja, das ist der Punkt, an dem Varkas ziemlich sicher draufgehen wird. An dem Handel. Naja. Gritti schwitzt und schaut so in die Runde und sagt, also, er wird uns helfen, hat er gesagt. Und sie guckt jetzt so Richtung Arunia. Wenn wir den Stein entfernen. Sie guckt so Richtung Arunia und deutet mit ihren Augen auf den Fluchstein. Ja, ich greife hinter meinem Rücken in die Tasche in meinen Rücken rein, um einen von meinen Dolchen hervorzuziehen. Mhm. Und Gritti würde versuchen, ihn weiter abzulenken, indem sie ihm auf drakonisch ihr liebstes drakonisches Gedicht vorträgt. Okay, dann würfel mal bitte auf überzeugen. Kann ich auch auf täuschen würfeln? Du kannst auch auf täuschen würfeln. Oh Gott. Eine natürliche 20, aber von der 2 auf die 20 gekippt. Das sind 24 dann. Der Drache lässt sich tatsächlich von dir ablenken und lauscht deinem Märchen. Er findet es nicht gut, aber es lenkt ihn ab. Aber dafür ist es lang. Eine von 7,5 Kobolden, die sehr lange Namen haben. Das sind Gritti so vor sich hin, so Pimpuli Bockwurzel Lorum der Erste. Und das war nur der eine. ganz kurz, du hattest gesagt, Hauke, dass du dich auch umschauen wolltest, ne, im Raum. Um zu schauen, ob du einen Fluchtweg oder irgendwas findest. Ja. Du siehst tatsächlich, dass es hinter dem Drachen offensichtlich, dass der Gang dort irgendwie weitergeht. Du weißt nicht, wohin er geht, aber es könnte sich vielleicht um den Schmugglertunnel handeln, von dem die Rede war. Ihr werdet aber auf jeden Fall an dem Drachen schwer vorbeikommen, solange er da steht, nicht wo sitzt, wo er ist. Ja. Krasse Schmuggler, die gehen ihren Scheiß über dem Drachen vorbei. Okay. Wer weiß, wie alt der Schmugglertunnel ist und wie lange die Drachen da schon, wie lange der Drache da sitzt. Ne? Oder wie gut die Schmuggeln sind. True. Schmuggeln sich selber an dem Drachen vorbei. Während der Drache abgelenkt ist, versuche ich auf jeden Fall mit einem Dolchwurf diesen Stein, dieses Halsband zu treffen. Das gelingt nicht. Es ist ein magisches Halsband, das ist ein magischer Stein. Erdenwerkzeug wirkt hier nicht. Also das weiß ich. Gut, dann gehe ich einen Schritt näher ran, mache eine Geste mit meiner Hand und dann löst sich ein dunkler Energiestrahl aus meinen Fingern, der wie ein Blitz knistert und auf den Rubin überspringt, wenn ich ihn denn treffe. Dann versuche ihn mal zu treffen. 9. Du triffst ihn leider nicht, aber du triffst Gott sei Dank auch nicht den Drachen, sondern Halsband, das um seinen Hals gelegt ist. Und er zuckt kurz zusammen, weil es war sehr unangenehm und hat geknistert, aber er reagiert nicht weiterhin. Das ist ein gefährliches Spiel, das du hier spielst, junge Elfe. Währenddessen. Ich stehe auch da nachdenklich, beiß mir so auf den Daumennagel. Wäre es denn rein theoretisch, wenn der Drache jetzt gerade so toll abgelenkt ist, möglich, sich an ihm vorbeizuschleichen zu diesem Ausgang? Da siehst schon Don, der so hinten drin steht. Ich wollte sagen, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich würde tatsächlich in dem Moment, aber ich kriege davon nichts mit, oder? Es ist ja, also ich kriege ja nicht mit, dass sie ihren Dolch nimmt oder diesen Zauber macht. Sehe ich diesen Zauber? Den sieht man, ja. Den sieht man, auf jeden Fall. Also nee, ich würde nichts tun. Ich weiß ja nichts, was mich dazu veranlasst, irgendwas zu machen. Währenddessen würde Varkas dastehen und erstmal sich im Schneidersitz hinsetzen und dann so in so Sherlock-Holmes-Manier alle Hinweise durchgehen, die er hat. Okay, ich weiß, irgendwann gab es mal Drachen in dieser Stadt, gegen die gekämpft wurde, weil meine Uroma in irgendeiner Art und Weise, ich weiß auch nicht mehr ganz,
getötet wurde oder so. Auf jeden Fall gab es diese andere Statue mit dem anderen Drachen, der gerade bezwungen wurde. Vielleicht ist das der Drachen, um den es sich dabei handelte. Und in Wirklichkeit wurde er gar nicht bezwungen, sondern nur eingesperrt. Die Frage ist, wie könnte man das schaffen? Und welcher Fluch würde dafür sprechen? Hat er vielleicht irgendwas mit der Uneinnehmbarkeit der Festung zu tun? Das gilt es herauszufinden. Und ich gehe einfach so alle möglichen Hinweise durch und versuche irgendwie das Ganze zu kombinieren und für mich logisch zusammenzufassen. Würfe mal auf Wahrnehmung. Ey, da bin ich echt super. Ja, wie? Ach, Wahrnehmung. Ja. Der Chat hat wahrscheinlich jetzt wahrgenommen, dass du in Wahrheit Detective Conan bist. Ja. Es wäre fast eine 16 gewesen, dann ist der Würfel leider nochmal umgekippt und ist eine 6 geworden. Okay, ich gebe dir trotzdem, weil ich ganz lieb bin, nochmal eine Chance. Würfel mal auf Geschichte. Hey! Ja, dann bin ich besser. Höherer Bonus. 7. Okay. Okay, warum sind wir so schlecht? Du siehst diesen roten Stein und er kommt dir in irgendeiner Weise bekannt vor. Als wäre es ein Schmuckstück oder etwas, das vielleicht nicht das Identische, aber das du vielleicht schon mal wo gesehen hast. Aber du weißt nicht, woher. Im Hintergrund hört man so die Detektiv-Corner-Musik. Dieses, weiß ich nicht, was das ist, Saxophon. Ja, ich guck mal so ein bisschen in meine Sachen, die ich noch dabei habe. Sieht es dem ähnlich, was der Drache hat? Ja, gut. Dieser unfassbare wichtige Gegenstand, der natürlich die ganze Zeit in meinem Kopf war, den ich nicht vergessen habe, den ich die ganze Zeit dabei habe, den kommt mir auf einmal doch deutlich wichtiger vor, als es das vorher der Fall war. Also, ich weiß nicht wirklich, was ich damit anfangen soll, aber kommt euch das bekannt vor? Oh, großer, ehrwürdiger Drache? Und ich halte diese Kette hoch, die ich dabei habe, die anscheinend sehr ähnlich der Kette ist, die der Drache hat. Also, für die anderen im Raum, der kleine 12-jährige Junge steht jetzt da mit seinem erhobenen Arm. Und in seiner Hand hält er ein Schmuckstück, das sehr teuer verarbeitet aussieht. Also das ist definitiv ein Schmuckstück eines Königs würdig und nichts, was man mal eben irgendwo bei einem Händler kaufen kann. Meine Mutter war Künstlerin, Juwelierin. Und es ist eine goldene Kette. Und an dieser Kette hängt ein Rubinstein, der tatsächlich in einer ähnlichen Farbe und einer ähnlichen Form glänzt wie der an dem Drachen. Und er trägt eine Gravur, die ihr nicht entschlüsseln könnt. Der Drache sieht das Amulett, scheint es aber nicht zu kennen und scheint auch nicht zu wissen, was du damit möchtest. Ich glaube... Gritti hat Rückenschmerzen? Ich höre sie nicht. Ha? Hängen. Oh, leg die Heizkette. Okay, ich würde mich hinsetzen und mir die genauer angucken. Kann ich Comprehend Languages wirken, also Sprachen verstehen, um zu verstehen, was da drauf geschrieben ist? Du kannst es versuchen. Weil das ist so ein Spell, damit kann ich jede Sprache lesen. Der dauert 10 Minuten. Den habe ich gelernt. Im Unterricht. Der dauert 10 Minuten? Ja, also ich brauche 10 Minuten, bis der funktioniert. Jetzt lenk mich nicht ab, dann brauche ich länger. Okay. Guck weg. Gritti denkt nach, ganz scharf nach, was für Kobold-Geschichten hier noch rein. Sagen Sie mal, Herr Drache, haben Sie schon mal von Mikado gehört? Oh. Okay, der Drache. Sie können ja auch Feuer spucken. Ich habe da so eine Stelle. Der Drache ist denn das, ist nicht was da amüsiert. Draufsteht, zufällig die Sprache der Hölle oder sowas? Fieses? Weil die kann ich. Nicht, dass ich wüsste. Nein, tatsächlich nicht. Hätte ja sein können. Wäre praktisch gewesen. Ja. Der Drache ist... Hier an und macht nur so... Blau. 10 Minuten später... Also sitzen wir da jetzt, ist der Drache so geduldig, nee, dass der uns 10 Minuten... Ich komme noch nicht zu Wort.
Der Drache findet es nicht besonders toll, dass ihr hier immer noch am Rumstehen seid, und er richtet sich jetzt quasi an euch alle und nicht mehr nur an Gitti und sagt jetzt wieder in Menschensprache: Überlegt euch mein Angebot, aber überlegt es euch woanders. Und aus seinem Maul kommt ganz, ganz viel Rauch, und er deutet euch darauf hin, dass das jetzt der Zeitpunkt wäre, sich vielleicht mal woanders zu sammeln und darüber nachzudenken, was man machen möchte. Was ist denn das Angebot? Ich habe überhaupt kein Angebot gehört. Er knurrt sehr laut. Ich erkläre das Angebot ein. Es ist ja alles gut, wir haben es verstanden. Wir gehen hier die Treppe wieder hoch. Ihr verlässt den Raum und geht zurück in den Tempel. Der Drache! Und ich tu so. Imitier im Dunkeln so Fußstapfen. Er merkt, dass du das imitierst. Okay. Alles klar, hab ich mal nur mal reingelegt. Und gehe nach oben. Sehr gut. Angebot, nur damit ihr es wisst, er würde uns helfen, wenn wir dafür Leute opfern. Irgendwelche Leute? Oder speziell Wackers? Warum immer ich? Du hast, also, das ist ganz schön. Ich sag mal so, ich lag jetzt schon ein paar Mal richtig. Ja, okay, bei dir habe ich das erwartet, aber dass Wackers sagt, irgendwelche Leute, finde ich schon. Man sollte spezifischer sein, oder nicht? Ja, wo machst du denn die Grenze? Wo ziehst du die Grenze zwischen? Ich frage, ob er Grenzen gesetzt hat. Ich setze gar keine. Gut, alles klar. Wie viele? Eins zu eins quasi. Ich mag richtig gerne, mit was für einer Lapidarität Gritti diesen Deal präsentiert, der halt Mord beinhaltet. Ich sag nicht, dass ich Fan bin. Ich sag nur, das liegt auf dem Tisch. Ja. Also, wenn ich mich richtig erinnere, gibt's doch so eine Legende von Rüdiger und einem goldenen Drachen, oder nicht? Richtig. Ja. Und der kleine Junge hat rein zufällig dieses Schmuckstück dabei und sollte sich jetzt mal bitte... Kannst du das lesen? Noch 3 Minuten und 34 Sekunden. Okay. Dann kann ich's lesen. Aber wir können davon ausgehen, dass diese beiden Schmuckstücke miteinander in Verbindung stehen. Und wenn ich einen Drachen in meinem Keller angekettet habe, mit einem Fluchhalsband, das ihn kontrolliert, dann wäre ich doch, also, das wäre so naheliegend, dann ein Gegenstück davon herzustellen, mit dem man diesen Drachen kontrollieren kann. Oder der Drache kontrolliert dich, wenn du es trägst. Ja, deswegen ziehst du es an. Weil mein Geist am ehesten imstande ist, dem Drachen zu trotzen? Nein, weil wir dich am schnellsten aufschlagen können. Ja! Und das. Ganz genau das! Und wenn du gerade dabei bist, ich habe hier so eine Bratensoße. Ich habe auch noch Kräuter in der Tasche. Du, umso besser! Wackers, endlich sind wir auf einer Seite! Und Gritti versucht, so Arunia so ein bisschen zur Seite zu nehmen. Mhm. Ich sag mal, falls das Ganze hier schief läuft. Wir bringen Don um. Ja, okay. Hör ich das? So, alles klar. Du hörst das nicht. Okay, ich bin fertig. Du schaust dir das Amulett an und entzifferst das einzelne Wort Drachenfreund darauf. Oh, cool. Hier steht, das ist von Cartier. Ich zieh's mir jetzt einfach an, okay? Ja, ich das sag mach mal die schon. Kette um. Hübsch. Nicht? Okay. Naja. Also, er ist nicht nichts. Immer dein größter Fan, aber das sieht passiert gar nichts. Es passiert absolut gar nichts. Du, ich glaube, ich brauche eine Stunde, um mich auf das Item zu attunen. Wir sollten eine Stunde hier warten. Oder eine Long Rest. Hier scheint nicht zu funktionieren. Die ganze Belagerung. Ausruhen, aber der Eingang ist immer noch unversperrt über uns und wir wissen nicht, wann die Burg fällt. Ich weiß nicht, wie diese Kette funktioniert. Geh da runter und sag dem Drachen, dass er irgendetwas tun soll, und wenn er es dann tut. Vielleicht solltest du, hast du vorgelesen, was draufsteht? Gibt es ein Zauberwort? Gibt es eine Nee. Rauchsanweisung? Nee.
Ich gehe jetzt runter. Ihr könnt hier warten. Nein. Also Gritti stellt sich vor dich und sagt... Ich warte auf keinen Fall. Gritti sagt, okay, wenn du da jetzt runtergehst, Spaß beiseite. Ich möchte nicht, dass du jetzt gleich vom Drachen gefressen wirst, nur weil du einen falschen Halsschmuck trägst. Ja? Also, wir gehen da jetzt ganz langsam runter und wenn irgendwas in irgendeiner Weise bedrohlich ist, dann springst du wieder zurück in den Flur des Treppenhaus und lässt das Tante Gritti regeln. Alles klar? Okay. Gut. Ich gehe mit runter. Ja, Gritti geht voraus. Also geht ihr alle vier mit runter? Alle? Alles klar. Das heißt, ihr bewegt euch wieder hinunter in die Höhle des Drachen. Der Drachen hat sehr wenig Geduld mittlerweile. Er sieht euch an, erwartet, dass ihr kommt und begrüßt euch mit. Und habt ihr euch entschieden, was ihr tut? Ich lese das Wort vor, was auf der Kette steht. Wahrscheinlich muss ich das nicht in Common machen, sondern in der richtigen Sprache oder so, in der es geschrieben ist. Deswegen würde ich sagen, Hola, ¿qué tal? Der Drache versteht nicht, was du ihm sagen möchtest. Das ist nicht des Rätsels Lösung. Und der Drache sieht sehr verärgert zu Gitti und sagt auf Drachensprache, seid ihr nun bereit, mein Angebot anzunehmen? Oder entnehme ich euer Verhalten als nicht kooperativ? Ja, was haben wir an der Kette nicht verstanden? Gritti sagt auf Drakonisch Folgendes. Oben sind relativ wenig Leute übrig, was also seelentauglich, wie auch immer. Also, wir haben folgendes Angebot. Wir geben dir diesen Kollegen... Und ich deute so auf Don und hoffe, dass Don mir so... Also jetzt nur mal so dumm, es ist jetzt wirklich ein Charakterproblem. Der ist halt nicht dumm, Don. Nee, ich deute nicht bedrohlich, sondern ich zeige so in die Gruppe und nicke dir so lächelnd zu. Und dann sage ich, wie wär's, wenn du, was auch immer du vorhast, ich stelle keine Fragen, du kriegst keine Antworten, wie auch immer. Wir schaffen dann... Also wir drei können da draus? Ist das ein Deal? Der Deal war eine Seele gegen eine Seele. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass ich durch Comprehend Languages für eine Stunde lang auch jede genau gesprochene Sprache verstehe. Du verstehst alles gerade, ja. Mhm. Top. Okay. Mhm. Gut. Was, du willst Don opfern? Also ich meine erst die offensichtliche Entscheidung, aber ich dachte, wir hätten vielleicht abgestimmt vorher. Nun, kann ja nicht jeden Tag golden laufen, ne? Ja, ich hau mit dem Spaten Gritti voll eins über den Brücken und dann gibt's mit dem Knüppel eins für Runia. Beide können natürlich versuchen, das zu kontern, aber ich stehe hinter denen. Ich würde die beide ausnocken. Gut, dann würfel mal bitte. Und ihr zwei macht einen Rettungswurf. Wollen wir nicht einfach reden? 23. Oh Gott. Und eine 25, das ist ein kritischer Erfolg, die 25, Entschuldigung. Wir hören dich nicht, Myrie. Ich habe den Rettungswurf nicht geschafft. Okay. Also das zweite wäre mit dem Knüppel, das zweite wäre die Axt, Entschuldigung, die Axt wäre das zweite. Ich versuche, wenn ich das sehe. Was war ein Rettungswurf? Geschicklichkeit oder was wäre der Rettungswurf? Ich ging davon aus, Geschicklichkeit, ja. Ja, dann wäre es bei mir das eine 17 dann. Wenn ich das sehe, versuche ich immer noch panisch rauszufinden, wie dieses Amulett funktioniert und sage einfach so Sachen wie, lass uns passieren oder Drachenfreund oder ich versuche einfach irgendwas zu sagen in der Hoffnung, dass es was bringt. Sudoku! Mikado! Mikado! Und ich habe jetzt richtig verstanden, ihr beide werdet getroffen und Er hat eine 17. Also wenn du das, wenn wir die Regeln so auslegen, ja. Wenn wir die Regeln... Muss natürlich aber auch einen kritischen Erfolg muss er halt kontern, ne? Ja, also ich glaube, bei einem Crit, dann werde ich auf jeden Fall getroffen. Dann werdet ihr beide getroffen und geht tatsächlich erstmal benommen und erstmal bewusstlos zu Boden. Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade sage. Und die einzigen zwei ansprechbaren Personen im Raum sind jetzt, also neben dem Drachen, sind jetzt noch Don und Varkas. Ja, ich knie nieder. Warte, egal was du machst, Don. Warte, lass mich. Oh, Elistir, lasst mich und den Königssohn passieren. Hier ist euer Tribut.
Mit einem unsicheren Blick schaut ihr zueinander. Ein ohrenbetäubendes Rauschen geht durch die Höhle. Es klingt, es würden 1000 Menschen schreien. Der goldene Drache bäumt sich vor euch auf. Das Gold seiner Schuppen fängt an, sich zu kräuseln, zu winden, als würde man es von innen heraus erhitzen. Der ganze Drache dampft auf und zischt. Die Hitze schmilzt seine Ketten und mit ihnen fließt das Gold des Drachen herab und sammelt sich in einem Rinnsal auf dem kalten, kargen Gestein des Verlieses. Unter dem Gold kommt ein untotes Gerippe zum Vorschein, als hätte man dem Drachen das Fleisch von der Haut gebrannt. Der rote Stein in seinem Halsband brennt sich in den knöchernen Brustkorb der Bestie und verschmilzt mit seinem Körper. Ivo, oder vielmehr das, was früher einmal Ivo war, lacht auf und ohne euch eines weiteren Blickes zu würdigen, bricht der Todesdrache einfach durch die steinerne Decke des Verlieses. Ihr springt entsetzt zur Seite, während das Geröll neben euch zu Boden geht. Dann seht ihr euch entsetzt an. Doch bevor ihr etwas sagen könnt, hört ihr das ohrenbetäubende Gebrüll der Bestie und die Schreie der Menschen. Es sind nicht nur die Bewohner der Burg, die um ihr Leben brüllen. Und die belagernde Armee kann ihren Augen kaum trauen. Sie fliehen alle. Oder zumindest versuchen sie es. Aber wer ist jetzt noch sicher in den östlichen Königslanden? Ups. Drachenfreund! Ja, mit der Kraft des mir verliehenen. Ich würde die beiden aufheben, also ich würde die jetzt nicht hier liegen lassen. Jo. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, irgendwas haben wir in der Kette nicht ganz verstanden. Einiges. Eure Hoheit, ich glaube, wir haben noch genug Zeit, das zu besprechen, wenn wir das hier hinter uns gelassen haben. Okay. Ja, und ich würde die beiden mitziehen durch den Ausgang. Ja, das wäre der Abschluss. Perfekt. Wir versuchen also zu fliehen in ein Land, was jetzt von einem Dragon Lich beherrscht wird. Cool. Interessiert es euch, was ihr verpasst habt? Ja, natürlich interessiert es uns, was wir verpasst haben. Also, aber jetzt mal ganz kurz, bevor wir darüber reden, was wir verpasst haben. Leben die beiden noch? Ja, ja, sind, ich nicht du hast die ich bewusst nicht versucht, die zu töten. Okay, ich war mir nicht sicher, ob der jetzt ihre Seelen genommen hat. Ich meine, habt ihr jetzt verschenkt. Barkas ist halt, also Don ist halt überhaupt kein Idiot. So, der ist kein bisschen dumm. Der hat das die ganze Zeit gespielt. Es ging nur um die Bereitschaft, wen zu opfern, quasi. Ah, und I see. Diese Bereitschaft wurde gegeben und erfüllt. Und dadurch. Ich wollte euch nicht opfern. Ihr habt das für mich entschieden. bevor du uns irgendwie spoilerst. Ja. Riesiges Kompliment dafür, dass du das erste Mal so geleitet hast. Also, holy shit, das war richtig gut. Richtig, richtig gut. Auch das Ende, das war etwas überraschend, ja. Seine Schuppen kräuseln sich, es sieht aus, als würden sie glühen, so, da kommt der Kreis und dann schmelzen sie einfach ab und dann einfach, okay, holy moly, ey. Ja, so viel zum Gold, ne? War ja sinnvoll, weil es war ja, goldene Drachen hätten sich ja anders verhalten. Mhm. Ja. Stimmt, da hätte man drauf kommen können, ne? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Wir dachten, das wäre das Fluchhalsband, das ihn so scheiße gemacht. Das Fluchhalsband hat ihn auch so scheiße gemacht. Also, und bin tot. Ihr habt tatsächlich einiges an Geheimnissen leider nicht entdeckt, was nicht schlimm ist, aber. Es hätte zwei Möglichkeiten gegeben für ein Ende, ein gutes und ein schlechtes. Ihr habt das Schlechte erwischt. Warte, wir reden doch alle. Das war das gute Ende im Schlechten. Nein, ihr habt das Schlechte erwischt. Es gibt tatsächlich noch eine komplette versteckte Storyline, die man hätte entdecken können. Ich glaube, den ersten, unter Anführungszeichen, größeren Fehler, den ihr gemacht habt, war, als ihr Frupp weggeschickt habt. Weil Frupp hätte euch tatsächlich an der Stelle sagen können, dass er zusammen mit seiner Meisterin, das ist auch ein kleines Easter Egg, genau. Das ist die Drachin von der Insel, ne? Genau, das ist die Drachin von der Insel, Runara, und sie teilt sich dieses Geheimnis auch mit dem Geheimnis aus dem Starter-Set. Sie ist eine Bronzedrachin, die eigentlich die Herrscherin und Äbtissin von Drachenruh ist und eigentlich sich den Frieden zwischen allen Drachen wünscht. Und sie ist auf der Burg auf der Suche nach einem Drachen,
nämlich nach dem, genau dem goldenen Drachen, den ihr gerade gefunden habt, und hätte euch sagen können, dass das Ivo ist, ein goldener Drache, der seit Jahrhunderten verschollen ist und hier gegen seinen Willen festgehalten wird. Sie hätte euch auch erklären können, wie man das mit dem Amulett macht. Und Frupp wäre quasi die leichtere, also man hätte auch sie dazu überreden können, mitzukommen, aber ihr habt kein Gespräch zu ihrem Lazarett gesucht. Frupp wäre die leichtere Variante gewesen, weil wenn ihr den mitgenommen hättet, hätte er gesagt, oh, guck mal, der sieht aus wie meine Meisterin. Und dann wäre man draufgekommen, oh ja, sie hat einen Drachen. Hm, wer hätte das gedacht? Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, die Anlehnung von der Statue in dem Sonnentempel von der Frau, die da sitzt in den Weingärten, wenn ihr dem steinernen Pfad gefolgt wärt in den Weingarten und im Weingarten gesucht hättet, dann hättet ihr genau die Stelle gefunden, die abgebildet ist quasi auf dieser Statue, wo sie da sitzt. Und dort hätte man eine kleine Schatulle gefunden mit einem Tagebuch, das ein bisschen mehr Informationen gibt und einer goldenen Locke ihres Haares. Denn es war tatsächlich richtig. Es ging um die goldenen Haare, die man hätte quasi einschmelzen können. Und dort wäre eine Locke ihrer Haare gewesen. Und über dieses... Naja, ich würde eigentlich Varka so die Haare abschneiden. Ja. Aber der war nicht blond. Das hätte auch nicht das hätte Das habe ich gebracht. Gesagt, aber vielleicht war ich ja blond. Die ganze Zeit eine Kapuze aufgehabt. Ich meine, Don und ich haben uns, euch ordentlich hinters Licht geführt. Ja, ja, wie ich mich extra von ihm abschlagen lasse, damit niemand drauf kommt. Ja, ich dachte, Don hat ja nie mit normalen Menschen richtig interagiert. Der würde den absoluten Vollpfosten dann imitieren. Den gröbsten Unschlechter, den er sich vorstellen kann. Aber ich dachte bis zum Ende, hatte ich so die Hoffnung, so vielleicht freunden wir uns doch an und wir arbeiten doch irgendwie zusammen oder so. Und du bist doch, aber ich wusste. Ja, genau, ich wusste das nicht. Ich dachte die ganze Zeit so, scheiße. Nee, ich war die ganze Zeit auf deiner Seite. Ich wo du auch gesagt hast, so, ja, also ich war da ja oft, so, Wachen lassen sich bestechen. Wo du so 100 Mal gesagt hast, dachte ich so, okay, ja gut, ergibt Sinn. Also, ja, er macht's ja auch. Also vielleicht das auch an der Stelle für euch, ne, jeder von euch hat ein Geheimnis bekommen und jedes Geheimnis wollte nicht verbreitet werden, weil jede Veröffentlichung hätte euch Probleme mit Einwohnern oder untereinander geschaffen. Wer von euch beiden war der Spion? Bei einer von euch beiden ist safe. Ich wusste es so sehr. Ja, natürlich. Wo du dich um mich gekümmert hast, dachte ich mir so, okay, am Ende wird sie versuchen, mit mir irgendwie abzuhauen, die anderen zurückzulassen und dann... Klar, und dann bring ich dich hier zu Alfred. I fucking knew it. I fucking knew it. Das war das Problem, ich habe euch beiden halt überhaupt nicht getraut, weil ihr beide offensichtlich wirklich nicht von hier wart. Und darum war ich schon sowieso so missgönnt. Ich wollte auch nicht Metagamen, aber Don ist auch mit Absicht hinten gelaufen, weil der euch kein Stück über den Weg getraut hat. Aber das ist so gut. Du hast eine andere Sprache mit dem zu sprechen. Da dachte ich, so, der ist, wie gesagt, das ist wirklich der absolute Überperformer-Char. Der ist einfach in allem hammerstark. So. Ich hab die ganze Zeit gedacht, okay, also auf jeden Fall ist Arunia diejenige, die diese Stadt auch fallen sehen will. So, und deswegen habe ich versucht, mich an sie zu halten. Aber das war so gut, Pia. Also ohne Witz, dass wir diese ganz kurzen, weil bei mir war das eine A4-Seite, die aber so viel über den Charakter gesagt hat, das ist so für diese Gruppendynamik so cool, das fand ich richtig, richtig nice. Insgesamt super cool. Aber die Frage, die jetzt trotzdem bleibt, ist, wie hätte ich dieses dumme Amulett genutzt? Also, ihr hättet über die Tagebücher, hättet ihr erfahren, dass Ivo, also dass der Drache da unten Ivo heißt und dass er mehrere hundert Jahre alt ist und deiner Urgroßmutter damals geholfen hat zu fliehen. Sie war nämlich mit deinem Urgroßvater unglücklich verheiratet und hatte eine Affäre und wollte eigentlich weg. Und er hat ihr bei der Flucht geholfen und sie hat quasi ihren Tod vorgetäuscht, obwohl sie nicht gestorben ist, weswegen die gesamte Familie von dir den Drachen den Krieg erklärt haben. Und das ist auch der Grund, warum er aus Wut den Drachen da vor 100 Jahren unten eingesperrt hat. Halfried ist das Enkelkind von deiner Urgroßmutter, die geflohen ist. Das heißt, wenn man dich ausgeliefert hätte, er wusste von dem Geheimnis, du wusstest nichts davon, hätte das auch eine Wiedervereinigung gegeben, weil das quasi, er ist eigentlich nicht dorthin gekommen, um die Burg zu stürzen, sondern auch um Ivo zu befreien, den besten Freund seiner schon verstorbenen Urgroßmutter. Und hättet ihr auf irgendeinem Weg entweder mit der
der Älteren quasi gesprochen, mit Runara gesprochen oder mit dem Apotheker, der dir das auch hätte übersetzen können im Zweifelfall, dann hätte er euch erklärt, dass das Einzige, was du machen musst, ist das Amulett aufsetzen, dich an den Drachen heranschleichen und ganz einfach den Diamant aus der Kette herausnehmen. Das geht aber nur, wenn du das Amulett trägst. Und das hätte also ganz euch ehrlich, jeder Pia, erklären Chapeau. Können. Chapeau, Pia. Holy shit. Ja, wir sind an einem, was uns helfen könnte, einfach dran vorbei, beziehungsweise haben gesagt, nee, brauchen wir nicht. Aber auch aus einem guten Grund, weil für mich war das so, also ich wollte halt nicht entdeckt werden. Also ja. Ich habe meinem Charakter auch, ne, mein Charakter ist ein Fighter mit so diesem Background, dass er so ein bisschen Wizard Spells kann, so zwei Rituals, einfach weil er halt belesen ist. Aber er ist halt ein Kind, also er kann halt nicht viel. Das heißt so, ich habe meinen Fokus halt auf sowas wie Stealth oder so oder ein bisschen History, wobei ich auch immer Kacke gewürfelt habe bei History. Aber ja, also für mich war es halt einfach unentdeckt zu bleiben, ne? Und da dann halt irgendwie die Leute zu meiden oder auch nicht mit zu vielen zu reden, ergibt schon Sinn. Das war richtig gut. Das war richtig nice. Ich habe versucht, es mir damit leichter zu machen. Ich dachte, ich gebe euch allen Gründe, warum sie nicht reden wollen mit NPCs. Ich hatte auch die ganze Zeit Angst, irgendwo hinzugehen, weil ich immer dachte, fuck, wenn da andere Wachen sind, die erkennen mich ja sofort und so. Also ja. Ich wäre Deserteur. Also ich dachte halt, fuck, wenn wir jetzt ins Lazarett gehen, da läuft, darum wollte ich halt einen Hut haben die ganze Zeit. Ja. Irgendwie, ne, und ich dachte, es ist halt super offensichtlich, aber geht ja nicht anders. Ja. Und so haben wir Pia wenigstens die wirklich echte erste Spielleitungserfahrung halt eben präsentiert. Wir sind dann alle vorbeigerannt, was du halt irgendwie an Hinweisen dargestellt hast. Immer so, ne? Dafür haben wir sehr lange versucht, Fische zu fangen und irgendwie Münzen zu schmelzen. Ich habe nur kurz einen Fisch gefangen. Das war wirklich nur ganz aber gut. Aber das war, als du das gemacht hast, war ich sehr erleichtert, weil ich die erste Idee war, okay, das war irgendwas mit dem Fisch. Man hätte den Fisch auch reinwerfen können. Also das war für mich eine Notlösung. Den Fisch da reinschmeißen und anzünden hätte ich auch durchgehen lassen, quasi. Aber ich fand es auch schlimm, dass wir in den Weingarten gegangen sind und gedacht haben, ah, hier gibt es nur rote Reben. Ja, war wieder umgedreht. Also, da war für mich das Problem, weil du gesagt hast, das ist genau der gleiche Weingarten, nur ein anderer. Und wenn das Wort nur fällt, ist bei mir passiv, okay, da möchte mir ein Spielleiter oder Spielleiterin gerade sagen, nicht hier. Ach so. Die Zeit wird knapp. Also ist in der privaten Runde auch immer noch was anderes. Aber ich dachte, ja, die Zeit wird knapp. Du möchtest uns jetzt sagen, geht da nicht hin. Macht mal bitte weiter, wo ihr wart. Nee, ich wollte es nicht zu offensichtlich machen. Also ich habe tatsächlich nebenbei auch noch die Kaserne ausgearbeitet, das Torhaus und das Verlies. Das wäre auch noch vorbereitet gewesen. Das heißt, wenn ihr irgendwo, wenn ihr da irgendwo hingegangen wärt, wärt ihr überall erkannt worden, tatsächlich komplett. Mhm. Und der Grund, warum ihr im Lazarett nicht erkannt wurdet, ist, weil das Lazarett ja geführt wurde von Runara, die eine Reisende ist, die nicht von hier ist. Und dadurch konnte sie euch gar nicht erkennen, weil sie einfach das notdürftig eingerichtet hat, um Leuten zu helfen, weil sie von ihrer Art her jemand ist, der Menschen helfen möchte. Wer war die Person auf dem Steckbrief? Ich glaube, weil die mich nicht erkannt haben. Und darum habe ich euch beiden auch geglaubt, weil ich dachte, wenn ihr ihn nicht erkennt und mich nicht erkennt, könnt ihr nicht von hier sein. Oder ihr lügt. Die Person auf dem Steckbrief war Gitti. Gitti ist aus dem Gefängnis ausgebrochen und ist eigentlich verurteilt. Ich hatte Angst, dass ich auf diesem Steckbrief bin. Das dachte ich auch. Ignoriert ihn einfach mal. Nein, den habe ich nicht gesehen. Wenn du den ordentlich untersucht hättest, hättest du vermutlich Gitti erkannt. Fucking Gitti. Gitti ist ein verurteilter Räuber, der eigentlich am Marktplatz hätte gehängt werden sollen und wegen dem Chaos entkommen ist. Also doch keine 60-jährige Frau, die immer noch... Sie ist wirklich älter, aber sie hat natürlich so... Also sie ist halt, steht noch gut im Saft. So. Damit ist sie nur erfahrener im Ausrauben von Leuten. Genau. Ja? True. Waren aber alles interessante Charaktere. Es war spannend, weil ich bei keinem von euch mir sicher war, was ihr eigentlich wollt und was eure Motivation ist. Ich konnte niemandem so richtig trauen. Und dadurch, dass wir auch nie alleine waren, konnte ich Varkas auch nie mal sagen, du, wir sind auf einer Seite. So. Ich hätte ja auch nicht geglaubt. In meinen Notizen stand auch drin, so, diese Leute hier in dieser Stadt findest du scheiße. Und es ist völlig egal, was mit denen passiert. Die haben dich eingesperrt und du willst einfach nur hier weg und die können von mir aus alle brennen. Ja, oh Gott. Ja, mein Problem war, ich finde die Leute halt nicht scheiße, sondern ich fühle ja schon immer noch irgendwie eine Zugehörigkeit zu denen und konnte jetzt auch nicht, als das mit dem Opfern kam, ich kann halt nicht irgendwen opfern. So. Das dachte ich auch bei dem Moment, wo du die Verwundete gerettet hast und ihr geholfen hast. Da dachte ich auch so, okay. Ja, ich dachte halt, ich kann halt nicht komplett aus meiner Rolle und gebe irgendeinen Hinweis darauf, genau, dass ich nicht bin, die ich hier vorgebe. Ja, ab dem Punkt dachte ich mir auch, okay, ich versuche irgendwie eine Lösung zu finden.
Das war richtig cool. Ist jetzt der König wirklich abgehauen? Der König? Ja. Achso, okay. Der König ist einfach im Stich die ganze Zeit gedacht, okay, Don ist der König, das ist so der dümmste Name, den man sich überlegen kann. So, der heißt nicht Don. Das war auch Absicht, Don Bohr. Muss der dümmste Name sein, weil ich so, ich heiße Wandmann Deckenleuchter. Aber es wäre, also es wäre, wenn ihr, wenn ihr es darauf ausgelegt hättet, quasi wen auszuliefern zum Beispiel. Mhm. Ich bin einfach davon ausgegangen, worst case weiß man ja nicht, was passiert. Wenn ihr es darauf ausgelegt hättet, jemanden auszuliefern, dann hätte ich noch ein Gespräch mit Heilfried gemacht. Und daraus wäre dann halt entstanden, dass der amtierende König über das Geheimnis mit dem Drachen im Berg Bescheid wusste, aber du halt nicht, weil du der kleinere Bruder davon bist. Das heißt, du bist nicht der Geheimnishüter davon. Da hätte man potenziell auch noch kämpfen können, wenn man es wollen hätte. Ich hatte die Kuppel drüber gesetzt, damit, falls ihr auf irgendeine magische Art und Weise auf die Idee kommt, euch da raus zu porten. Das ist eine magische Kuppel, die euch daran hindert. Und bei dem Versuch tut es sehr, sehr weh. Das wäre dann noch so Natural Force gewesen, euch ins Lazarett reinzubekommen. Weil ich gedacht hätte, okay, dann kriege ich euch da noch irgendwie rein, weil da sind wichtige Schlüsselfiguren. Und wenn ihr versucht hättet, euch abzuseilen oder sonst was, hätte ich euch den Hinweis gegeben, dass ihr das nachts versuchen müsst, weil sonst sehen euch die belagerten Leute, während ihr da hängt und versucht, irgendwie runterzukommen. So. Bist du mit zufrieden, Pia? Ich hätte gern noch 2 Wochen mehr Zeit gehabt zur Vorbereitung. 2 Wochen! Aber du hast ja so viele Szenarien vorbereitet gehabt, auch so gut. So, also das war, man merkt halt auch, wie kreativ du bist, beziehungsweise wie gut du in so auch in der Lage bist, dich selber in Charaktere zu versetzen. Weil alleine, dass du so Ideen hast wie, okay, was wäre, wenn sie sich porten würden, wie kriege ich sie dann trotzdem auf einen Weg, der in meine Story geht, das ist halt ein super wichtiger Gedankengang. Weil im Endeffekt, du willst Spieler natürlich nicht railroaden, aber solange wie du schaffst, dass sie deine Story, die du überlegt hast, spielen, egal was sie für Freiheiten haben oder so, ohne dass es sich geforst anfühlt, ist halt immer super, ne? Und ich hatte das Gefühl, das war voll perfekt. Also ja, das war krass. Es fühlte sich halt auch so an, als ob, egal wo wir hingehen, ist, ja, cool. Ja, das war was. Gar kein Problem. Ich habe da diese 5 Seiten. Ich hab sehr viel geschrieben, weil mir das auch ein Gefühl von Sicherheit einfach gegeben hat. Ja. Ich hätte super gerne mir die Zeit noch genommen, die ganzen Karten und so weiter zu machen. Aber ich habe einfach gemerkt, dass mich das dann, also ich hätte das Gefühl, es ist dann zu viel, weil dann stresst es mich nur noch, weil dann muss ich mich auf Entfernungen festhalten und so weiter. Wo ich dann einfach gesagt habe, okay, ich kack da jetzt einfach drauf und ich pack meine Aufmerksamkeit eher aufs Storytelling. Und im Worst Case, das Kämpfen hätte ich auch noch hinbekommen. Wenn es irgendwo gegangen wäre. Also es wäre auch eine Möglichkeit gewesen, diese Fiole, das ist wirklich ein Zombiesaft. Das heißt, der Hint mit Kalle und den Zombies war wirklich, das ist ein Zombiesaft. Und man hätte theoretisch gesehen, hätte man auch Leute zombifizieren und opfern können. Also man hätte auch tote Leute zum Beispiel mit dem Zombiesaft da wieder runter und auch opfern. Das wäre auch so ein Worst-Plan-Exit gewesen, weil ich mir dachte, falls ihr NPCs opfern wollt und nicht wisst, wie ihr die runterkriegen sollt. Ja. Also du hast halt voll die Sandbox gebaut. Du kannst das halt auf 8 verschiedene Arten irgendwie leiten. Das war super. Also es ist alles richtig gemacht. Dankeschön. Ja. Sehr krass. Und der Chat sagt, das ist die Riegersburg, oder? Ja, das ist tatsächlich die Riegersburg. Das ist, ich wurde als Kind mal. Das ist das Wahrzeichen aus der Steiermark. Das ist, da bin ich geboren. Und ich fand, die war für mich so ein bisschen diese Inspiration für die Stadt, die ich baue, weil die halt auch so super hoch oben liegt. Und ich mir dachte, okay, wie baue ich dieses Szenario mit ihr seid in einer Burg gefangen? Mit ihr seid, ich dachte nämlich auch an das Erste, was Hauke gemacht hat, mit, naja, kann ich mich mit den Bettlaken abseilen? Das war auch mein erster Gedankengang. Also war meine Lösung, ich packe euch auf einen sehr hohen Berg. Bei der Belagerung dachte ich schon, nee, wir kommen hier nicht raus und so. Die Riegersburg ist ja auch tatsächlich nie eingenommen worden, ne? Das ist ja irgendwie eine der krassesten Befestigungen in ganz Europa. Ja, ja, absolut. Sie ist richtig, richtig krass und die hat halt auf der Seite hinten so auch ganz krasse, steile Wege, sag ich mal. Und wenn ihr versucht hättet, euch abzuseilen oder sowas, dann hätte es dann noch so ein
steilen Weg runtergegeben und noch so ein paar Würfelergebnisse, um zu schauen, ob alle von euch lebendig unten ankommen. Das wäre auch noch gegangen. Ich finde das immer extrem hilfreich und immer eine gute Idee, sich auch an echten Orten mit zu orientieren. Und voll gut, ja. Also die Leute, die echte Bogen gebaut haben, die haben sich die besten Vorlagen dabei gemacht. Ja. Steiermark. Meine Familie, die Familie meiner Oma kam aus der Steiermark. Ach. Aus Leoben. Wir haben Wein, wir haben steirisches Kürbiskernöl. Ja, das war früher ein wichtiger Part. Wir mussten einmal im Jahr nach Österreich fahren, damit meine Oma ihren Vorrat an Kürbiskernöl aufführen konnte. Ich habe auch einen Vorrat an Kürbiskernöl. Das ist halt. Ich komme aus Brandenburg, wir haben Sand. Schön. Oh, toll. Ja, schön. Ja, und so super. Viel, und ich komme so aus Niedersachsen, von uns habt ihr den Sand. Also das war echt krass. Die wichtigste Frage noch. Was ist mit Kalles Charakter passiert? Ist er weggeflogen? Warum war er nicht mehr da? Kalles Charakter war tatsächlich kein Way Out, weil Kalles Charakter selber jetzt auch streamt. Das heißt, ich hatte den einfach nur so als kleines Gimmick mit eingebaut, übel um die Situation so ein bisschen aufzulockern und um euch zum Friedhof zu bekommen, damit ihr dann quasi im Friedhof nach Dingen sucht, die euch zum Tempel bringen. Und ich habe überlegt, okay, wie bringe ich euch zum Friedhof? Ich kenne niemanden charmanteren als Kalle, der euch dazu bringen kann, zum Friedhof zu gehen. Meint, ich fliege dann mal Probe und dann dürft ihr. War mir schon klar, alles klar, das ist keine Ausrede. Ja, same. Und aber sehr auch schön. Bei einer Belagerung auf dem Friedhof zu gehen, ist nicht naheliegend. Deswegen war das der Hinweis auch echt notwendig. Ja. Ich hab eine Werkstatt auf dem Friedhof, ist alles klar. Erster Strich auf der nicht vertrauenswürdig Liste. Da hast du sehr viele Striche drauf. Weiter Strich. Ja. Ich ist eine so Fluchtmaschine in einer abgebrannten Taverne. Ja. Das war schon sehr wild. Das war richtig witzig. War auch sehr, sehr cool. Ja. Auch so, der Kobold oder so als Charakter, das war richtig nice. So ein paar kleine NPCs, die aber alle interessant waren. Der ist auch aus dem Startset, ne? Der ist auch 1:1 aus dem. Ich habe versucht, so ein paar kleine Gimmicks reinzupacken, weil das war nicht gelogen, als ich am Anfang gesagt habe, mir wurde ja das gepitcht, ob ich das machen möchte. Und ich war so, ja, geil, eigenes Dungeons & Dragons Abenteuer schreiben, mega nice. Und als ich 15 Seiten into it war, sind wir draufgekommen. Eigentlich war die Anfrage, ob du Bock hast, das Starter-Set einfach zu DMen. Und ich war so. Ja, aber das hätte zum Beispiel ich ja schon gekannt. Das wäre ja auch irgendwie ein bisschen doof gewesen. Das hätten auch die Leute schon gekannt. So. Und dann dachte ich mir, alles klar, ich mache Easter Eggs dazu und ich schreibe mal eigenes. Ja. Sehr cool. Aber das hast du auch, also ich fand, das hat sich auch richtig gut eingefügt. Ich habe gedacht, ah, cool, die kenne ich aus dem Starter-Set. Das ist ja ein cooler kleiner Wink so mit dem Zaunfall für die Fans. Und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass das vielleicht auch ein wichtiger Charakter sein könnte. Der Drachenhint. Die Drachenhints überall. Ich bin sehr happy, dass Don in Wirklichkeit am Ende gut war. So. Also auch wenn es das schlechte Ende war, für Varkas war das gute Ende, weil am Ende, er wurde nicht geopfert, weil es war kurz davor, dass das passiert. Und so Gefühl, was er für Don hatte. Also der Plan war, dass ich mit Gritti zusammen Don umbringe und dann du verrate Gritti. Ich Gritti. Ja. Also das war der Plan, um dich mit rauszunehmen. Also aber am Ende habt ihr beide dann ja bekommen, was ihr wolltet. Richtig. Ja, ich habe, um ehrlich zu sagen, nicht gerafft, in welcher Position wir stehen, aber das habe ich dann wohl auch verdient gehabt. Aber ich finde auch, alles, was passiert ist, ist irgendwie komplett schlüssig und nachvollziehbar. Ja, es war richtig nice. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Wobei ich sagen muss, dass wir alle ja geprimed waren mit unseren Hintergründen und dergleichen, ist ja nicht der Standard, sondern das war ja jetzt für den One-Shot extra. Klar, aber das ist übel cool. Also, falls die Leute jetzt irgendwie sich das Starter-Set holen und losspielen wollen, so, normalerweise spielt ihr zusammen. Ja. Also ich habe grundsätzlich schon mit euch zusammengespielt, bis ihr mich opfern wollt. Es tat mir auch voll leid, dass ich am Ende das verraten habe, weil ich ja die Sprache verstanden habe. Und dann so, ihr wollt Don opfern? Ja, ich finde das sehr gut. Du bist 12. Ich hätte es auch nicht ausgeführt, bis dahin hätte ich auch nichts gesagt, weil ich dachte, das ist halt auch Metagaming und so. Aber natürlich hatte der schon einen Verdacht, der ist ja auch nicht komplett dämlich. So. Und Varkas ist auch nicht dumm, er ist zwar immer noch ein Kind, aber ich hatte ja auch die Suspicion, dass irgendwas halt nicht wirklich stimmt. Und das da einfach in den Raum zu werfen mit dieser kindlichen Unschuld von wegen, was probiert ihr da gerade zu machen? Ich verstehe es nicht. Ja, hat sich einfach richtig angefühlt.
den Moment kriegt die so. Ich möchte nur kurz anmerken, dass das Bart auch 5 Minuten bevor der Stream losging gesagt hat: Okay, ich glaube, ich mache meinen Charakter jetzt 12. Ja, meine Ursprungsidee war, ich bin ja der Bruder vom König und ich dachte mir, der Bruder vom König kann jetzt halt nicht so super jung sein, sondern ich hatte die ganze Zeit wirklich eher so halt irgendwie, keine Ahnung, so Mitte 20 im Kopf oder so. Der das halt hatte auch ich Fechten. Auch erwartet. Ich habe genau. Am Anfang nicht gerafft, dass du das bist. Sofort. Genau, und ich dachte so, ich habe so Fechtunterricht genommen, ich bin so ein bisschen gelesen, kann deswegen ein, zwei Wizard Spells und dann war so, aber ich könnte auch ein kleines Kind spielen, das wäre irgendwie witziger. Ja. Und dann, als wir dann gespielt haben, war irgendwann so, dass ich dann so dachte, vielleicht ist Runja gar kein weiblicher Charakter. Und darum habe ich immer wieder sie und sie und sie gesagt, dachte, vielleicht korrigiert mich jemand und ich habe was falsch verstanden. Nee. Das habe ich nicht gesehen. Weil ich halt ich wusste nicht, wer in der Gruppe das ist. Ich kannte seinen Namen nicht und nichts. Ich hatte keine Ahnung, wer das von euch ist. Und ich dachte, ja, irgendwann war mir klar, Kitty ist schon eine Frau. Und ich wusste halt, das ist der Bruder, so. Yep. Ja. Genau, ja. Hauke und so war ist mein eine desertierte Wache, quasi eine desertierte Königswache. Von mir fällt gerade so einfach die Last der Panik der letzten es drei war Wochen. So gut ich, hier, wirklich. Nur, ich werde so gut schlafen. Ich bin heute um 5:30 in der Früh aufgewacht und war so, alles ist scheiße, oh mein Gott, ich gehe jetzt baden. Aber es hat mich beruhigt. Ich habe auch nur 2 Stunden geschlafen. Alles wird gelaufen. Ja, und nervös sein ist ja normal. Also, ja. Dass man 3 Wochen lang nervös ist, ist ein bisschen heftig. Es war sehr lange, ja. Das ist der Perfektionismus wahrscheinlich. Ja. Mhm. Es ist halt einerseits der Perfektionismus und andererseits, also es ist natürlich super cool, wenn man mit sein erstes One-Shot mit Leuten spielt, die super erfahren sind. Aber gleichzeitig war in meinem Kopf halt auch, okay, es gibt nichts, was ich machen kann, was für so erfahrene Spieler so von den Socken haut, dass das jetzt mega krass ist, RP-technisch. Also überlege ich mir einfach ganz viele Plot-Twists und Geheimnisse, weil das kann ich vorbereiten. Das funktioniert, aber ich werde es nicht mega krass RP'd bekommen. Und dadurch kam dann auch diese Idee auf, jedem mein Geheimnis mitzugeben. Weil ich hatte diesen Approach an mich selber, dass es euch beim Spielen auch Spaß macht. Und deswegen wollte ich halt nicht dieses 0815-Abenteuer schreiben, in dem 4 Helden einen Drachen bezwingen. Was auch cool gewesen wäre, aber hätte ich vielleicht eher gemacht bei Leuten, die nicht schon seit 10 Jahren selber DMs sind. So, da wollte ich irgendwie mir was anderes überlegen. Und dieses Bedürfnis nach was anderem war dann so, oh mein Gott, was tue ich? Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Sachen zu erkunden und rauszufinden und zu rätseln ist halt übel cool. Es macht halt richtig viel Spaß. Und das war wirklich, also auch mit dem Ausgang, was am Ende passiert ist und das Szenario war sehr unique. Also ich habe so ein Szenario noch nicht gespielt. Das war einer der coolsten One-Shots, die ich bisher gespielt habe. Ja, fand ich auch. Vielen Dank, also, das war jetzt auch nicht nur so, es war wirklich ein gutes One-Shot. Ja. Richtig guter One-Shot. Ja. Vielen Dank das heißt, fürs Spielleiten. Und für das heißt, du bist jetzt verpflichtet, das noch 20 Mal zu machen. Ich fürchte auch, nein. Ja. Wenn man einmal damit ausgeht. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich glaube, das nächste Mal werde ich nicht mehr so viel Angst haben. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich werde nächstes Mal auch nicht mehr so einen Stapel an Zetteln hier vorbereiten, sondern vielleicht 3. Aber für heute hat es gepasst. Ja. Also der Chat möchte deine Zettel haben. Also die wollen alle dein Abenteuer haben. Ja. Ich kann mal gucken. Vielleicht schreibe ich das nochmal so zusammen, dass man das nochmal nachspielen kann in ordentlich aufgearbeitet. Aber da sind so viele Rechtschreibfehler drin. Das muss ich immer noch korrigieren. Ja, cool. Dann vielen lieben Dank. Dann vielleicht hier nochmal ein kleiner Hinweis an der Stelle, dass man die wundervollen 4 Gäste, die ich, Gäste und Gästinnen, die ich heute hatte, man auch alle auf Social Media findet, auch auf YouTube, auf Twitter, auf Twitch teilweise. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Hier ganz viel Liebe auch an Orkenspalter, von wo Mairi auch eine ganze Reihe gemacht hat mit Wie werdet ihr ein DM? Das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und auch ganz viel Liebe an den Channel von Mit Vorteil, der wundervolle Tipps dazu hat, wie man sich das Kämpfen leichter machen kann. Auch das hat mir sehr, auch wenn wir nicht gekämpft haben, hat mir das sehr viel Ruhe mitgegeben. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und wenn ihr sonst Bock habt, DM zu werden, ne? Dungeons & Dragons Starter Set, das hilft euch, nicht 3 Wochen Panik zu haben, so wie ich das gemacht habe und trotzdem viel Spaß zu haben. Das Abenteuer ist auch sehr, sehr schön. Also ich habe durch die Vorbereitung mich da reingelesen. Es ist sehr, sehr schön. Es wirkt sehr, sehr cool. Deswegen schaut da auf jeden Fall vorbei. Und damit wäre ich durch.
Ja, danke nochmal von uns, würde ich sagen. Ne? Ja. Das ist egal. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt nächstes Mal wieder. Magic? Ja, oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, so gerne. Wir bauen in dem Office, das Freiraum Reh und ich jetzt in Spandau gerade zusammen bauen wir ein Tisch-Setup mit Kamerawinkeln auch von oben und so weiter, damit man genau solche Sachen machen kann. Dungeons & Dragons mit Papier und Magic und Brettspielabende. Und fühlt euch bitte alle eingeladen, weil ich will einfach ganz viel Magic spielen. Okay. Und Pen und Paper. Selber schuld, dass du diese Aussage getroffen hast, aber ja, ich hätte auch so schon. Wenn ich dann nächste Woche mit meinem Bären-Commander-Deck vor der Tür stehe. Ich find's großartig. Perfekt. Dann tschüss, habt noch einen wunderschönen Dienstag. Ja, auch. Ciao, ciao, danke für alles. So. Dann würde ich mich hier einmal. Raus. Ach, die sind direkt rausgesprungen. Oh Gott. Und die sind einfach rausgegangen, ja. Dass ich einmal alles. Muss dann, denke ich, auch weg. Also wegmache. Jawohl. Und dann. Ich bin ja zu klein gezogen, weil ich das kleine Overlay drinnen habe. Ich möchte mich an der Stelle einmal nur bei euch dafür bedanken. Es war sehr, sehr toll. Es hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank für den ganzen Support, auch für die ganzen Subs und die Follows. Und alles, was ihr so reingeknallt habt. Vielen, vielen lieben Dank für die großartige Unterstützung. Es war wirklich, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte öfter DMen. Jetzt fühle ich mich auch dem besser gewappnet. Dankeschön, dass ihr auch so lieb wart im Chat alle. Vielen, vielen lieben Dank, wie gesagt, nochmal wegen dem Subs und dem Support und allem. Und ich gehe jetzt erstmal duschen und ein bisschen durchatmen, weil mein Adrenalinpegel ist heute seit 5:30 in der Früh irgendwo da oben. Und ich habe gerade die volle Erleichterung, dass das alles so gut funktioniert hat und dass alle Freude daran hatten. Und ich würde euch jetzt aber noch einmal zu Kalle schicken, ich bin nicht arm, ich bin glücklich. Ich bin gerade total glücklich. Also ich bin absolut happy, ich bin total glücklich und völlig zufrieden. Aber ich war so aufgeregt, ich bin gerade richtig wobbelig. Deswegen vielen lieben Dank für den wunderschönen Stream. Dankeschön, Jani war, dankeschön, FatDad auch nochmal an der Stelle. Vielen lieben Dank für die ganzen Follows. Vielen, vielen lieben Dank auch an Novobucks und an Steuerbert und Standinio. Vielen lieben Dank dafür. Ich bin morgen wieder da. Wir sehen uns morgen schon ein bisschen früher. Wir machen morgen einen Baustream aus dem Büro. Und für alle, die es verpasst haben, am Abend streame ich vom Glühweinstand in Spandau zusammen mit Kalle. Da könnt ihr auch vorbeikommen und euch Glühwein für den guten Zweck abholen. Mehr Infos dazu gibt es auf Social Media. Und für heute bewege ich mich auf jeden Fall raus und gehe duschen, weil ich muss ein bisschen runterkommen. Ich würde euch nochmal zu Kalle weiterschicken. Der streamt gerade noch und der hat seine wundervolle NPC-Rolle da gemeistert. Vielleicht wollt ihr ihm ein bisschen Liebe da lassen für seine Unterstützung, dass er da mit dabei war und mich da supportet hat. Schaut auf jeden Fall bei Bart, bei Hauke, bei Orkenspalter und bei Mit Vorteil vorbei. Und das ganze Abenteuer werde ich auch noch einmal auf YouTube bei mir hochladen. Dann könnt ihr es nochmal von vorne schauen. Geil, damit hätten wir das. Einen wunderschönen Resttag wünsche ich euch und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.